Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zum 28. Plankenschnack. Heute mit diesen Damen und Herren. Hallo. Oh. Man kann euch hören, ich bin so glücklich. Echt, kann man? Ja. Es hat willkommen. Alles funktioniert? Es hat alles funktioniert. Moinsen. Hallöchen. Na? Oh. Wie sieht's aus am anderen Ende der Welt? Kalt, dunkel, stinkig. Warm? Ja. Trocken? Gut. Schön. Gut riechen, dunkel und gleich mit guter Sicht. Slabby, ich würde dir heute übrigens alles übergeben. Du hast ja, ja. Ich bin heute mal Gast, also das ist ja mal... ja, unser US-Korrespondent bist du heute. Ja. Erzähl doch erstmal so ein bisschen, was habt ihr so gemacht die letzten 2 Wochen, bevor wir jetzt so da reinkommen, was wir die letzten 2 Tage gemacht haben. Sag doch erstmal einen kleinen, gib doch erstmal einen Umschwung, was es so die letzten 2 Wochen gab. Sally, fang du doch am besten an. Oh, die letzten 2 Wochen und die letzten 2 Tage weglassen, ja. Okay, was habe ich eigentlich gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe gebacken mit Stefan. Das war ziemlich erfolgreich, bis ich meine Hand auf die Platte gehalten habe, die ich aus Versehen mit meinem Astralhintern angeschalten habe. Habe ich draufgefasst, das war nicht so lustig. Wir haben Darkest Dungeon gespielt und habe ich vergessen. Dragon Quest. Ein sehr, sehr hübsches Spiel. Sehr, sehr viel Dragon Quest haben wir gespielt. Dragon Quest Builders. Genau das. Und ich habe Dishonored angespielt. Und habe mir sehr viel Mühe gegeben, mich reinzufühlen, und musste so nach ein paar Stunden sagen, schönes Spiel, aber nicht für mich. Ich komme nicht rein. Ist nicht meins. Nee. Nein. Kann ich nicht verstehen. Ja, ansonsten hatte ich Geburtstag, wir haben ein bisschen Geburtstag gefeiert und war cool. Ich hab den schönsten Geburtstag seit eh und je gehabt. Es war unglaublich schön. Im Stream und privat. Beides. Beste Community ever. Ich habe einen unglaublich tollen Geburtstag gehabt. Das ist doch gut. Das war schon. Ich kann eigentlich die ganzen 2 Wochen habe ich vergessen, weil dieser Tag wirklich toll war. Habe ich dir gratuliert? Ja. Ich habe dir auch nicht gratuliert. Ich habe dich trotzdem lieb. Ich dir auch. Ja. Gut. Wir haben uns alle schön. Lieb. Eben. Auch wenn wir nie wissen, wann der andere Geburtstag hat. Das ist völlig unwichtig. Ich hatte ehrlich gesagt. Ich weiß, wann du sie hat. Ich auch. Ich weiß jetzt auch, wann du hast. Seit halt. Jeder weiß, wann ich habe. Dienst? Nee, 3 Tagen. Ja. Seit 3 Tagen weiß ich. Jeder weiß, wann ich habe. Die hat das ja schon damals vor einem Jahr, die das rausposaunt im Stream. Ah, und in 2 Wochen ist es soweit. Und ich, ist nicht dein Ernst, ne? Ja. Ich hab's bei Raupling erfahren, tatsächlich. Im Chat erst. Okay. Ja. Macht nix. Ich dachte erst am Wochenende, wegen, weil, ne? Aber. Nee, Wochenende. Nee. War schön. Und bei dir, Herr Dissington, die letzten 2 Wochen minus Mittwoch, also alles, was vor Mittwoch passiert ist, erzähl doch mal. War cool. Also, wir haben die Reise vorbereitet mit Fischi. Auch noch ein paar Sachen geklärt, bevor wir losgefahren sind. Und hatten eigentlich eine coole Zeit. Also der Stream war wirklich fetzig. Wir haben auch Dishonored angefangen, wir haben Battlefield gespielt. Gwent haben wir gezockt und es waren schöne 2 Wochen. Also es hatte auf jeden Fall einen guten Beigeschmack, ja. Sehr gut. Also kurz und knapp würde ich sagen, war awesome. Und jetzt kam halt dann noch die Kirsche dazu. Na, die Riesenkirsche. Die Riesenkirsche. Das waren Yes-Törtchen mit fußballgroßer Kirsche obendrauf. Ja, und riesigen Schokoladensplittern. Genau. Wie war es bei dir die letzten 2 Wochen? Und ohne Kern. Bei mir war es ganz entspannt. Ich habe diese Woche angefangen, WoW zu streamen. Ich habe mich ein wenig in meiner Sucht verloren, leider. Ich habe die letzten 2 Tage auch kaum was anderes gemacht, außer WoW zu zocken. Neben dem natürlich dem ganzen Technikkram. Und echt? WoW? Ja.
Du glaubst Er wollte es mich auf die nicht. dunkle Seite ziehen. Ja. Also Echt? ich werde dich auch Ja. noch auf die dunkle Seite ziehen, Nils. Mich? Ja. Jetzt, wo du Ja, da kannst du aber Blizzard-Fanboy bist. lange. Bei WoW kannst du aber lange machen, du. Da wirst du dich tot und dämlich beißen. Ich muss dich nur einmal zu einem Level kriegen, danach ist gestorben. Das ist bei Mach allen den, so. nee, 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 das ist also, nee. Nee, nee, nee. Nee, ansonsten, ich habe das Dark Souls 3 Add-on durchgespielt. Das war auch ein Krieg, aber sonst sehr entspannt. Entspannte 2 Wochen. Aber viel geraged auf jeden Fall. Du hast Wieso, gesagt. was hast du denn gespielt? Ja, das DLC, ne? Ich habe ja einen neuen Charakter angefangen, den ich halt bis ins DLC ziehen wollte. Dann war ich da mit 86, Level 86 beim Endboss vom DLC und der hat mir ganz schön den Hintern aufgerissen. Kann ich nur Okay. sagen. Da haben wir, glaube ich, 3 Stunden dran gehangen. Ich hänge noch an ihr. Ja. Das ist kein Ich habe aber auch noch Friede. nicht weitergemacht. Das ist. Und ich bin Level 8. Oh, 81. Ich habe aufgelevelt. Ah. Ja, kann ich Ja. nur empfehlen. Mit Dex, Level 81, macht mega Spaß. Ja. Ich habe es immer noch nicht Nicht. gespielt, das DLC. Viel Das Spaß. wird sich, glaube ich, noch ein bisschen hinziehen. Ich habe so ein bisschen den Stress verloren, was Releases angeht, irgendwie. Ja, ist aber auch ganz entspannt eigentlich, ne? Jo. Nicht mehr so auf Releases zu warten. Ja, ich meine, es ist gut, aber wenn jetzt gerade, also ich sag mal, ich glaube am 10. kommt Dings raus, oder? Am 11. Am 11. kommt Dishonored. Dishonored? Oh, das schaffe ich ja sogar noch zu Release. Am Freitag. Guck mal, kommt ja gar nicht. Oh, das schaffe ich noch zu Release. Am Mittwoch kommen wir zurück. Ne, am Dienstag und sind Mittwoch wieder da. Donnerstag spiele ich Dishonored 1 durch und dann spiele ich Dishonored 2 am 11. Jahre. Super, läuft doch. Als Siehste? ob das geplant wäre. Na also. Optimalstens. Es ist ja ein Traum. Ja, perfekt. Ja, das war die letzten 2 Wochen. Sehr gut. Und dann wollen wir direkt zum Oberthema kommen oder wollen wir ein paar kleine Themen erstmal mit reinschieben und dann. Du bist der Host, also du hast hier eigentlich heute das Sagen, Ja, ist Julian. klar. Ja, dann würde ich sagen, quatschen wir direkt über den Elefanten im Raum. Ne, Hast du wenn wir gesagt, ich jetzt. bin dick oder was? Ich wusste, Wow. dass das kommt. I knew it. Du bist ja jetzt am Mittwoch gereist in die USA, um uns live aus Anaheim zu berichten. Damit übergebe ich dir das Mikrofon. Achso, übrigens, es gibt ein paar Störgeräusche im Hintergrund. Das ist halt so bei Live-Schaltungen über mehrere Ozeane hinweg oder über den großen Teich hinweg. Das ist halt so, ne? Falls ihr also Rauschen im Hintergrund hört, das ist das Mikro, nur dass du Ja, Bescheid wisst. Entschuldigung, also es geht leider nicht anders. Ja. Das ist nicht möglich. Ich habe kein gutes USB-Mikrofon. Ich muss jetzt hier in die Kamera reden. Ja. Es tut mir leid. Das macht nichts. Aber je mehr du redest, umso weniger Rauschen hören wir. Also würde ich sagen, übergebe ich mal an dich. Erzähl doch mal. Ihr seid Mittwoch nach Anaheim oder nach Los Angeles. Wo ist das überhaupt? Was ist das? Was? Die BlizzCon. Was ist das eigentlich? Die Ich Frage also hätte von ich. mir sein können. Die BlizzCon ist der Tempel, der einmal im Jahr eröffnet wird für alle Pilgerer, die Blizzard mögen. Würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Und das Ganze ist in Anaheim, Kalifornien. Also 90% der Spielerschaft der Es Welt. ist, ich würde nicht sagen 90% der Spielerschaft, aber hier sind schon eine Menge Leute auf der BlizzCon. Übrigens kurz mal so, Fischi ist hier, der ist duschen. Der wollte sich nicht hier hinsetzen und die ganze Zeit arbeiten. Er macht heute einen entspannten. Er kommt nachher bestimmt noch mal kurz vorbei. Also macht euch keine Sorgen. Dem geht's gut. Der ist gerade, der pflegt sich. Ne? Also alles paletti. Die hat heute ausgeschlafen. Das ist die BlizzCon ja für die ganzen Pilger von Blizzard. Und man muss dazu sagen, dass diese Messe oder diese Con von Blizzard only ist. Also da gibt es nur Blizzard-Titel. Und aller Verwalter. Das ist schon mächtig. Das ist echt mächtig. Also wenn du da drinnen sitzt und da sind so 30, 40, 50.000 Leute und die ganzen Hallen sind voll und also wenn man das mal miterlebt hat, dann ist man Fanboy. Also ich habe angefangen Hearthstone zu spielen und auf dem Handy in der Halle selbst drinne und leider solchen Quatsch und also man wird schon mitgerissen. Also es ist ein sehr geiles Erlebnis. Die Vlogs, glaube ich,
die wir geschnitten haben. Übrigens, Verzeihung, der heute ist nicht raus, weil das Internet ist hier nicht das Beste. Das kommt nach dem Plankenschnack, mache ich den Upload wieder an und dann kommt er irgendwann heute Abend bis in der Nacht. Entschuldigung, geht nicht anders. Schäm dich. Ich habe alles getan. Ich bin heute Morgen echt früh aufgestanden, nach 5 Stunden oder so. Ja, was soll ich da großartig erzählen? Also, ich meine, wir sind völlig begeistert, also völlig aus den Socken gekracht. Wir haben uns die Keynote angeguckt, wir sind ja am Mittwoch geflogen. Dieser Flug war die Hölle. Wir waren 26 Stunden auf den Beinen, durchweg, ohne Pennen, ohne alles. Ich bin morgens um 5 aufgestanden, Fischi um 6 und dann haben wir uns um, glaube ich, kurz nach 9 in Berlin getroffen, haben Frühstück gegessen, sind zum Flughafen gedallert, haben da eingecheckt und den ganzen Quatsch und sind dann nach London geflogen und von dort dann halt nach LA und der LA-Flug war, also von London nach LA, das war grauenvoll. Also das war die absolute Hölle. Wir sind mit so einem zweistöckigen Flugzeug geflogen. Deswegen ist der Flug auch so günstig. Also alle anderen fliegen Direktflüge nach Deutschland in 11 Stunden und wir sind 14 Stunden geflogen. Wir haben in der Dreierreihe gesessen und es ist einfach viel zu beengend, 14 Stunden da zu sitzen und neben dir noch einer. Das ist richtig krass. Wer hatte den Vor allen Dingen, wenn Mittelplatz? du ich. Und das Dann kriegst du aber beide Armlehnen, ne? Das weißt du. Mitte kriegt beide wäre. Ja, Armlehnen. es ist ein bisschen schwierig. Also Ja, Moment. habe ich. Fensterplatz kriegst Fenster und eine Armlehne. Mitte kriegt zwei Armlehnen. Linke kriegt einen extra Platz fürs Bein und eine Armlehne. Also, das sind die ungeschriebenen Gesetze im Flugzeug. Fischi hat geschlafen, so, also der hat war immer so ein bisschen weggelehnt. Ja, aber neben mir saß dann auch jemand, der saß die ganze Zeit dann immer so und was war kompliziert. Vor mir saß, oh, die hätte ich am liebsten aus dem Fenster geworfen. Hat so radikal ihre Lehne zurückgemacht und ist mir voll auf die Knie raufgeballert und hat die Lehne nicht wieder hochgemacht. Und das war einfach super ätzend. Und nachher hat sie bei Fischi auch den Stuhl zurückgestellt, weil ihr Freund weggegangen ist und sie dann über beide Stühle gepennt hat. Und oh, das war echt die Hölle. Aber das war auch nicht, also der Flug war entspannt gegenüber der Immigration in Amerika. Also das habe ich noch nie gesehen. Da war ich baff. Also wir sind angekommen und vor uns waren locker mal so 200, 300, 400 Leute an der Migration. Und du musst ja dann dein ESTA, dein Ausweis und so. Und dann gehst du an Automaten und dann musst du deine Fingerabdrücke abgeben. Du wirst abgelichtet. Also du wirst halt gecheckt, ne? Und davor die Schlange war ewig lang, dann sind wir da durch und wir mussten dann nochmal zum Schalter, auch nochmal extra. Und ich glaube, wir sind am Flughafen angekommen und wir waren noch 1 Stunde oder anderthalb bei der Migration und haben dort Wow. angestanden. Dann haben wir unsere Zettel abgegeben und den ganzen Quatsch sind durchgekommen, durchgewunken und das Witzige ist, wir haben unsere Koffer geholt, wir haben uns gefreut, dass wir endlich fertig sind und dann mussten wir nochmal was vorzeigen. Also wir haben, glaube ich, bestimmt 1,5 Stunden gebraucht, bis wir aus dem Flughafen raus waren. Und ja, es war cool. Also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung und wir hatten auf jeden Fall Spaß. Wir sind irgendwann hier angekommen. Hier sind wir auch noch 1 Stunde hergefahren aus LA. Und ja, wir sind dann einfach nur ins Bett gefallen. Ich habe noch den Vlog geschnitten, das weiß ich noch. Ich bin dann hier nachts um 3 eingepennt. Das waren dann irgendwie 27, 28 Stunden, habe den Vlog geschnitten und dann bin ich einfach nur, also ich bin mit Laptop auf dem Bauch eingeschlafen. Ja, BlizzCon Sehr sind gut. wir denn den nächsten Tag um 9 wieder da gewesen. Das heißt, ich glaube, um 8 sind wir raus oder so. Das war dann Donnerstag. Das war dann Donnerstag, dann sind wir um 8 raus dorthin und du sitzt halt das erste Mal in einer Halle. Also du kannst so eine Halle, ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll, 500 Meter mal 50 Meter nur Stühle. Nur Stühle, nichts anderes. Nur Stühle. Stühle. Also richtig krass. Richtig viele Stühle. Du kommst da rein, wenn du das noch nie gesehen hast, und dann ist das einfach nur riesig. Und mit riesig meine ich richtig riesig. Und das war so krass, dass die ganzen Stühle in der Vorderseite auch noch die Leinwand und die Bühne hatten. Also die Bühne war genauso lang wie die Stühle. Und
vorne alles mit Displays und also selbst die Person, die vorne geredet hat, die war dann auf dem Bildschirm drauf. Die haben extra so Hochkantbildschirme gehabt, wo du nur den Redner gesehen hast und sowas. Und das war einfach richtig krass. Also noch nie, ich habe das ja noch nie gesehen. Und dann sitzt du da, wow. Und dann haben wir uns die Keynote angeguckt. Also das ist ja so das Vorwort, sage ich mal, für die BlizzCon. Und Cheffe höchstpersönlich, also CEO von Blizzard, hat vorgesprochen. Also das ist halt so, wie sagt man dazu, wenn man das immer wieder macht? Wie heißt das Wort? Routine? Ritual. Also, Ritual. Ritual. Also es ist halt so ein Ritual. Und also ich war sofort gecatcht. Also wirklich, ich habe mit Blizzard ja nicht wirklich viel zu. Ich war sofort gecatcht. Das Na. war. Also dieses familiäre Gefühl, was auf dieser BlizzCon rüberkommt, ist und bleibt für mich eine einmalige Erfahrung, dass so viele Menschen auf einem Fleck das frönen. Und aber richtig hart frönen. Also ich glaube, die Vlogs können nicht alles das wiedergeben oder widerspiegeln, was man dort diese 2 Tage gefühlt hat. Zwei Tage waren das? Oder drei? 2 Tage, ja. Ach so, Donnerstag, Freitag oder was? Nee, Freitag, Samstag. Ach so. Und dann haben sie die Woche davor sind ja die ganzen Turniere dann. Ah, okay. Ja. Ach so, weil du Es gerade ist jetzt meintest, vorbei. Donnerstag. Es ist Schluss, ja. Heute ist unser Gammeltag sozusagen. Okay. Erstmal runterkommen, wir gehen noch essen, dann gucken, ob wir noch in den Mall gehen oder so. Also wie gesagt, ich könnte den Plankenschnack 3, 4 Stunden alleine füllen, aber ich möchte euch jetzt nicht die ganze Zeit, Ja, so ein ne? paar Fragen habe ich ja auf jeden Fall, ne? Also Ja, Keynote. immer, also pff, immer raus. Wer auch immer Fragen hat, ihr könnt das an Hashtag Plankenschnack schicken. Ich erzähle euch ein bisschen was, also Richtig, das immer her auch. damit. Genau. Wenn ihr Fragen habt, Twitter, Hashtag Plankenschnack. An Dizzy, an uns, an jeden. Wir leiten sie dann weiter, wenn es passt. Also, Moment, ihr habt die Karten aber selber gekauft, ne? Also ihr oder. Wir wurden von Blizzard diesbezüglich eingeladen. Also wir haben die Tickets von Blizzard gekriegt. Oh, die Dankeschön Feinherrschaften. an der Stelle nochmal an dich, Martin, fürs Vermitteln und dass du uns dort reingebracht hast. Nicht schlecht. Ja. Also ihr hattet Presseausweise oder was? Ja, genau. Wir haben Presseausweise. Okay. Also wir konnten überall hin und also jetzt mal so rein organisatorisch gesehen, ja, diese Messe war wirklich voll. Die war richtig voll. Und wir haben niemals irgendwie stehen müssen oder keinen Platz gehabt. Also wer auf der Gamescom mal war, das ist ja mehr so. Und du kannst dich dort ganz normal bewegen. Und da stehen so viele Ordner. Ich habe noch niemals in meinem Leben so viele Ordner gesehen. An jeder Tür, an jedem Ausgang, an jeder Rolltreppe, an jedem Klo, in jeder Halle mindestens 5 Leute, die dich irgendwo hinwinken und sagen, du darfst da nicht stehen oder. Also das ist richtig übel. Also selbst bei den Turnieren, wo, sage ich mal, gestern war Hearthstone vorbei und dann musstest du durch die Halle laufen zu StarCraft. Selbst dort hast du so viel Platz gehabt, keiner hat gedrängelt. Das war richtig krass. Haben wir Platz, ne? Aha. Jacek. Hi. Hallo, Fischi. Er hört uns ja Nee, nicht. er hört uns auch nicht. Sie sagen Hallo. Hallo! Du riechst gut. Ja, ne? Ja, du. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich sie anlecken. Wie man sieht, sie sind sich schon näher gekommen. Diese 4 Tage. Ich wollte nur sagen, ich gehe jetzt weg. Tschüss. Okay. Bringst du mir was Also mit? ich wollte Hallo sagen und ich wollte sagen, ich gehe jetzt weg. Ich gehe jetzt in den Park Im Park? und ich gehe in Diner einen Kaffee trinken und ich gehe mir Downtown angucken. Downtown? Dizzys Blick, Downtown. guck mal. Ich will Okay. auch. Ich will auch, ja. Ja. Wenn ich wiederkomme, bestelle ich dir asiatisches Essen. Mir Du, auch. Corey hat erzählt, hier vorne in der Nähe, eine Mal. Hat er dir das erzählt? Ja. Ja? Weiß nicht, ob wir da noch hingehen morgen oder so. Was ist das nur Vielleicht. für eins Ja. live? Du solltest auch heute noch essen. Ja, nachher dann. Der Typ, willst du nicht mal deinen Apfel wenigstens haben? Nee. Alter. Mach ich Viel nachher. Spaß noch, Leute. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Jetzt habe ich schon wieder die. Downtown. Schön. Warum? Ja, nee. Genießt. Ja, mach. Genießt, ja. Machen wir später nicht. Ja. Peace out, Rabbit. Ja. Die Jungs Okay. leben das Leben. Jet Set.
Aber es gab auch Karten für Normalos, oder? Ja. Also das war so gemischt, das war Ja. jetzt nicht eine Dafür alle offen. Presse-only. Gab es denn Es wegen ist so. Pressetag, der nur für Presse geöffnet war? Ja, die erste Woche. Ach so, also Wo die bevor ihr Turniere angekommen waren. seid. Ja. Ah, okay. Also pressetechnisch geht da einiges. Also die haben einen riesen Raum aufgefahren und du hast halt Essen gekriegt und der ganze Laden, Leute, das ganze Center, okay? Alles. Und ihr wisst, Amerika ist groß. Das ganze Center hatte WLAN. An jeder Stelle, in jeder Ecke, selbst auf dem Scheißhaus hast du WLAN gehabt. Und dann bist du rausgegangen und dann hast du Free WLAN von den Hotels von nebenan gehabt. Also du hast auf dem ganzen Gelände Internet gehabt. Es war nicht das schnellste, aber du hast Internet for free gehabt. Das war richtig abnormal. Kalifornien. Das ist Richtig Kalifornien. abnormal. No. Du hast ja, wir waren gestern Abend Pizza essen mit den Leuten von Blizzard. Und Wie nur also Pizza, nee, kein Kaviar? wir waren essen, ich habe eine Pizza gegessen. Okay. Und selbst in den Restaurants hast du WLAN. Und das ist einfach, also für mich ist das hier völlig eine ganz andere Welt. Aber Ja. ja, es gab ganz normale Tickets. Also ein Ticket hat $150 gekostet für die 2 Tage. Ich weiß, also wir haben gestern sehr lange darüber gesprochen mit jemandem, der sich dort um das Streaming kümmert und diese ganzen Ausstrahlungen macht, dass es überall hinkommt, wo es hin soll. Und wir haben zu ihm gesagt, also $150 ist geschenkt. Also wirklich, Leute, $150 ist geschenkt. Du hast 5 World Championships, also du hast ja StarCraft, Hearthstone, Overwatch war auch dieses Jahr Weltmeisterschaften das erste Mal. Was habe ich vergessen? WoW. StarCraft, WoW ist noch. Ja gut, okay. Und Heroes of the Storm. Und das ist richtig krass, was du da kriegst. Und du hast halt alles dort. Die machen dort Panels, wo sich die Entwickler hinsetzen. Die CEOs geben Panels. Du hast da irgendwelche Veranstaltungen, die bezüglich der Cosplays. Dann Art Director Contest war auch noch und pff, richtig. Also du hast unnormal viel Zeug für die 2 Tage. Okay. Ja. Erzähl doch mal das Programm jetzt. Also ihr seid am Mittwochnacht, Donnerstag angekommen. Freitag war die Keynote dann. Ja, um 9 Und morgens dann. was war nach der Keynote? Wo seid ihr dann hingegangen? Nach der Keynote kannst du halt dir diese ganzen Panels angucken, wenn du möchtest. Was war da so? Also Zum Beispiel haben sich Overwatch-Leute hingesetzt oder Hearthstone-Leute und haben über den neuen Content gesprochen. Achso. Und dann gab es auch Q&A, also du konntest den Entwicklern Fragen stellen. Die haben sich dann zu fünft auf die Bühne gesetzt und haben dann mit der Community gesprochen. Haben auch viel Kritik angenommen, was ich sehr cool fand. Also sie haben sich wirklich damit beschäftigt und nicht so eine Larifari-Wischi-Waschi-Antworten gegeben, sondern gesagt, ja, okay, das ist eine coole Idee. Und haben sich auch Notizen geschrieben und so. Also solche Sachen sind dann halt passiert. Ja. Und nebenher, also wirklich komplett nebenher, hast du halt Overwatch, die World Championships gehabt, StarCraft, WoW. Also jedes hatte eine eigene Bühne. Jedes Spiel hatte eine eigene Bühne, wo die ganze Zeit, also wirklich nonstop, das übertragen wurde, den ganzen Tag. Also Overwatch, Warcraft, StarCraft, Heroes of the Storm. StarCraft war sogar in einem Stadion, also in der Halle, wo normalerweise Eishockey drin ist, was zu dem Anaheim Convention Center gehört. Also Die Mighty richtig. Ducks. Die Mighty, ich weiß nicht, wer da drin spielt. Spielt ja auch keine Geige. Auf jeden Ja. Fall hatte jedes Spiel seine eigene Bühne und permanent Übertragung. Okay. Und Ja. ihr wart dann auf War gut. der. Sorry. Nix. War gut besucht? Voll? Das war Ja. rammelvoll. Rammel, also wirklich rammelvoll. Und da war Rang und Namen, was die Spiele angeht. Auch was ich richtig cool fand, also was ich wirklich richtig, richtig beeindruckend fand, ist, dass der CEO, also der CEO von Blizzard, über diese Convention gegangen ist, ohne Security, ganz alleine und ist einfach nur über das Gelände gegangen. Und alle anderen auch. Also auch Total Biscuit zum Beispiel, der ist ganz normal über die Messe gelaufen. Die StarCraft-Leute, die Spieler, wir waren auf Toilette, pinkeln und nebenan stand dann auf einmal ein Hearthstone Pro-Player neben uns. Und wir standen da, haben gepinkelt und dann guckst du so, wow, what? Und
Also das ist halt das, was wir gesagt haben. Das ist halt super, super familiär. Da gibt es irgendwie, also es gibt Grenzen, aber es gibt keine Grenzen. Auch wieder, wenn ihr versteht, wie ich meine. Ja. Okay. Und ihr wart dann auch auf der, genau das wollte ich fragen, ihr wart dann auch auf der StarCraft 2, den Finals, ne? Ich habe da ein Bild auf Twitter Ja. gesehen mit Siegerehrung und Konfetti und Ja. so. Und das war gut, oder was? Also in diesem Stadion. Kam so richtig Also, Stadion-Feeling rüber, oder? ich habe Gänsehaut gehabt und Fischi und ich haben ziemlich laut gebrüllt. Also das war wirklich richtig krass. Also die Stimmung war unnormal. Wir haben auch, also heute kommt nochmal der Vlog dann später, da könnt ihr das dann sehen. Und also da kommt richtig Feeling auf. Also wenn du wirklich mit einer ganzen Horde da drinnen sitzt und alle feiern das, dann hast du richtig Spaß. Also am Ende hat der Boden von dieser Halle gebebt. Ja. Also die Leute haben ja ihre komischen Klapperdinger gehabt und nachher sind alle aufgestanden und die ganze Halle hat gebebt. Also du hast richtig unter den Füßen hast du gemerkt, okay, jetzt bewegt sich was. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Nice. Ja. Sehr gut. Ja, Fnatic hat verloren, habe ich gesehen. Auch wenn ich davon keine Ahnung habe. Von Heroes of the Storm. Nee, bei StarCraft. StarCraft Björn 2. hat gewonnen. Ich glaube, Björn hat gar kein Team, oder? Nee, Dark hatte kein Oder? Team. Ich dachte jetzt zumindest. Ich habe irgendwas gelesen, dass Björn war bei Fnatic Team gegen Expert. irgendwen verloren hat. Aber kann auch sein, dass es ein anderes Spiel war. Wie gesagt, ich habe von E-Sports echt keine Ahnung. Da bist du jetzt der Chef, was E-Sports hier betrifft. Wir haben ja noch Chris von Peetsmeet getroffen, auch ein sehr, sehr netter Typ. Danke, Chris, für die 2 tollen Tage mit dir. Also wir haben jetzt gesagt, wir gucken uns regelmäßig zusammen, wir setzen uns hin und gucken einfach so ein bisschen StarCraft zusammen. Weil Ja, das einfach, das ist, weiß ich nicht. Das hat Fischi auch gesagt. Das werde ich auch mit Fischi, denke ich, regelmäßig machen, dass wir uns einfach auf die Couch setzen, uns besuchen und dann zusammen irgendwie ertrinken eine Limo und echt eine Cola und dann gucken wir das zusammen, weil das einfach, also das ist nach diesem Erlebnis, dieses Gefüges, das ist, glaube ich, wie da draußen, ihr seid bestimmt irgendjemand das Fußballfan oder so. Und der weiß, wenn man im Stadion steht, was das für ein Gefühl ist. Und ja, das ist schön. ist auf der Dreamhack irgendwas? Du bist auch auf der Dreamhack, ne? Ja, ich bin auch auf der Dreamhack im Januar, glaube ich. Und da ist auch StarCraft und CS, glaube ich, wieder. Ja. Hier steht jetzt nur CS, aber wird wahrscheinlich auch noch mehr kommen, ne? StarCraft ist, glaube ich, auch, Das ja. wäre schön, weil mit CS E-Sport kann ich tatsächlich gar nichts anfangen. Aber ja, dann können wir uns ja was gemeinsam angucken. Da freue ich mich schon. Ich habe auch noch nie irgendwie live sowas mitbekommen, tatsächlich, so ein E-Sport-Event. Ich war schon ein paar Mal im Stadion beim Fußball hier in Dortmund, aber so Sport, ach, E-Sport habe ich tatsächlich noch gar nicht mitbekommen. Bin ich mal gespannt, wie sich das. Guck ja manchmal hier wie heißen sie? Die Internationals von Valve, Dota 2. Oder halt die LoL Championship, League of Legends Championships, wie auch immer die heißen, ne? Die sind immer, nee, keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall auch immer, ne? Ach so, genau, das wollte ich fragen. Kann man die Sprecher, die Mo Kommentatoren, kann man die auch in der Halle hören oder sind die dann nur für die Streams? Die hörst du auch? Also, das ist geil, okay. Und ich habe den krassesten aller Ja. Kommentatoren von StarCraft gehabt. Dieser Typ, der ballert dir einfach den Schlüpper weg. Also, die haben ja Best of 7 gespielt. Und also, das ist auch wirklich ein sehr renommierter. Also, das war ein Duo und die sind beide sehr renommiert in der StarCraft-Szene. Das war einmal Atosis und Tasteless, der Bruder von Day9. Und der hat richtig so die Stimme dafür. Der hat so rumgebölkt, dass du hast wirklich Gänsehaut gekriegt, wenn der die Ansagen gemacht hat. Und die sind da richtig freigedreht. Und das mal live zu sehen, also, das gibt es auch im Vlog zu sehen. Also wir saßen wirklich 5 Meter von denen weg. Wir saßen 5 Meter neben denen. Und das ist echt cool, das mal zu sehen, wenn die Kamera nicht drauf ist, ja. Also wenn du wirklich siehst, dass die Leute so laut schreien, voller Leidenschaft, dass sie sich die Spucke aus dem Bart wischen müssen und sowas, Alter. Ich habe gestern da gesessen, ich habe mit Fischi, wir haben nur gelacht und ich fand das mega, mega, mega gut. Ja, weil die brauche ich auf jeden Fall. Ich verstehe ja von den Spielen dann nichts, weil ich die nie spiele.
Deswegen brauche ich immer diese Kommentatoren oder die Moderatoren, damit die quasi das, was auf dem Bildschirm passiert, in meine Sprache übersetzen können. Und wenn sie es nur mit Lautstärke machen, aber irgendwas brauche ich dafür. Sehr gut. Was wollte ich fragen? Sally, hast du noch eine Frage? Bezüglich der. Ich fühle mich gerade ertappt, ich wollte gerade in den Chat schreiben. Ich fühle mich ertappt. Okay, ja, nee, sonst würde ich sagen, gehen wir doch einmal die News ab, die jetzt tatsächlich auf der BlizzCon gedroppt wurden. Hast du da irgendwas von mitbekommen? Alles. Alles hast du mitbekommen. Ich habe die Keynote gesehen, ich war beim Schlusswort, ich habe alles gesehen. Ja, wollen wir das mal also, nach und nach durchgehen oder was? Ich bin auch sehr dankbar, dass Fischi das gemacht hat. Ich muss ja dazu sagen, ich bin hierher gekommen mit der Einstellung, okay, ich fahre da mal hin und dann mache ich das wieder auf der Gamescom. Und Fischi sagte, also ich war wirklich im Arsch komplett, als wir hier waren, ja. Also ich war die letzten 3 Tage, ich war noch schon lange nicht mehr so fertig. Also wir haben gestern zum Beispiel, haben wir hier gesessen, vorgestern haben wir hier gesessen, nach dem ersten Tag, ja. Also reisen, aufstehen und dann dahin und wieder hierher. Wir haben hier gesessen und haben den Vlog geschnitten. Und der Vlog sollte einfach, der sollte geil sein, weil das halt die Impressionen sind und so. Und der ist auch richtig gut geworden. Wir sind fast eingeschlafen im Sitzen. Also wir haben hier schon so gesessen. Und dann fühlte ich mir, oh scheiße, wir müssen morgen um 8 aufstehen, wir müssen wieder da. Ich so, nee, doch. Und das ging die ganze Zeit so. Und ich bin echt froh, dass er das gemacht hat, weil hätte ich es nicht gesehen, hätte ich mich geärgert. Sehr gut. Aber ja, ich habe alles mitgekriegt, ja. Und es ist auch, glaube ich, bei Diablo. Ich habe mit Chris gesprochen von Pizmetal. Und der hat halt auch gemeint, die Leute sind da sehr unzufrieden, weil man den Necromancer bezahlen muss jetzt. Also den Content dafür. Und das stößt wohl ein bisschen sau auf, weil es halt nicht irgendwie genug Content gibt, in Anführungsstrichen. Okay. Aber ja. Also was ich gehört habe, ist, die wollen jetzt Diablo 1 komplett in Diablo 3 stecken. Genau. Ne, und das soll aber, glaube ich, kostenlos für die, die das Add-on schon haben, mit reingepackt werden, oder? Oder war das? Das kann sein, ja. Aber oder kommt da, also dazu, was? Zu der Preispolitik, muss ich sagen, haben sie nichts weiter gesagt. Das habe ich nur jetzt von Chris gehört, dass man wohl den Necromancer bezahlen muss. Okay. Ja, genau. Eine neue Heldenklasse sehe ich hier. Ich wollte gerade sagen, genau. Da ist die neue Heldenklasse. Ah, okay. Mhm. Okay. Also ich habe ihn auch angezockt schon, das durften wir als Presseleute und ich glaube, ich habe, weiß nicht, so eine Viertelstunde, 20 Minuten habe ich gespielt und es war sehr witzig, also es hat Spaß gemacht. Okay. Klingt gut. Hm? Hast du Diablo gespielt, Sally? Ja, ich persönlich, nee. Also ich also, nicht. Du, Sally? Diablo 3, ja. Auch mit du weißt, wie ich habe Diablo 2 gespielt und Diablo 2 ist Diablo 2 und ich glaube, das haben wir gespielt, bis es keinen Morgen mehr gab. Und deshalb kenne ich meine leichten Suchttendenzen bei solchen Spielen, looten und leveln. Und habe mir das damals dann wirklich nur für die Konsole geholt, ganz vorsichtig, war eine sehr gute Importierung. Also auf PlayStation 3 und danach nochmal auf PlayStation 4 mit dem Add-on von Diablo 3. Richtig gut gewesen. Also dafür, dass es auf Konsole war, wirklich gut. Hat Spaß gemacht, aber ich habe meine 100% erreicht und dann. Aber ich kriege das in meinem Chat mit. Wenn bestimmte Leute wieder ganz still sind, sagen, was ist los? Neue Season hat angefangen, Diablo. So, ja, zum Glück spiele ich selber nicht mehr. Hab's aber gespielt, also. Das macht schon Spaß. Ja. Ja, Diablo macht mega Spaß. Ich weiß nicht, ich habe es gespielt, ich habe aber Du hast nicht die richtigen Leute gehabt, mit denen du es gespielt hast. Ja, ich habe es nur alleine gespielt. Ich habe es mit Stefan die meiste Zeit gespielt und dann noch mit Freunden und zusammen und das macht Spaß. Ich finde das super. Ja, wenn man es im Koop spielt, glaube ich, kann es auch, ne, es ist ja auch das reine Koop-Spiel eigentlich. Also alleine. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, ich habe irgendwas mal alleine da gemacht, aber alleine ist uninteressant. Ja, ja. Das stimmt jetzt wirklich, das macht jetzt nicht so. Ja, die Story also einmal durchspielen, mehr. Ne, und dann die schönen Zwischensequenzen sehen und so. Ja, das, wenn du da zusammen. Gut, wir haben das sogar als Couch-Coop haben wir das gemacht, ne, auf der Couch zusammen und da ist es halt super. Brauchst du dann nur. Perfektes Spiel. Kannst du das nur mit einer Version spielen? Also Splitscreen? Ja, auf der Konsole ja. Okay. Nein, du hast den. Ach so. Du kannst halt nicht weiter rausrennen als der andere. Ah. So.
Aber das funktioniert ganz gut. Wenn du dich ganz kurz nicht bewegst, ploppst du gleich wieder neben den anderen auf. Und als Team, wenn du direkt nebeneinander stehst und da sowieso als Team spielst, sollte man sich auch an der gleichen Stelle irgendwo befinden und nicht auf verschiedenen Karten. Ja. Das funktioniert ganz gut. Auf Konsole. Also ich habe mir überlegt, ob ich das eventuell auch mal einmal so mir angucke. Weil es war echt cool. Also ich habe Diablo 2 ja gespielt und 3 ja nicht, weil ich fand das dann halt mit den Seasons und so, das finde ich alles so grindy, aber so alles mal einmal angucken, kann man ja mal machen. Also es war cool. Also es hat Spaß gemacht. Ich spiele es Unerwartet. nicht mehr gerne, weil sie mir meinen, das ist jetzt so ein bisschen, also sie haben mir meine Mage kaputt gemacht. Die ist nicht mehr so, die haben da Sachen verändert und seitdem spiele ich meinen Mage nicht mehr so gerne. Da haue ich nicht mehr den Damage raus, den ich vorher rausgehauen habe und Stefan spielt halt Hexendoktor. Da stehst du daneben so, aha, toll. Also macht jetzt nicht mehr so viel Spaß. Oh, ich habe Monk dann gespielt. Monk ist wieder super. Monk ist Ich gut. habe schön die andere Merch habe ich gekauft. Was denn? Ich habe so eine Mausmatte gekauft, so eine riesige, also so eine, wie ich jetzt habe, nur mit Diablo und dann hast du halt so dieses Diablo-Logo auf der ganzen Mausmatte, die übrigens Meins? riesig groß ist. Nee, ist nicht deins, es gehört meiner Freundin. Und eine Schade. Diablo-Trinkflasche habe ich noch gekauft. Die kannst du behalten. Oh, da freut sie sich sicher. Da freut sie sich sicher. Das ist toll. Aber das ist auch so eine Geschichte für sich. Also Merch kaufen, Leute, auf der BlizzCon. Viel Spaß. Ja, ist wie bei der Tankstelle einkaufen gehen, ne? Nee. Echt nicht? Nee. Oh, Das ist, ach also komm. mein Lieblingswort für die BlizzCon ist übrigens insane. Das ist insane. Also da sind Reihen und Schlangen. Nee. Richtig krass. Also du kriegst am Anfang, kriegst du ein Buch. Da musst du ankreuzen, was du haben willst, währenddessen du durch die Schlange gehst. Dann kommst du zu dem Typen, der holt das aus dem Lager, dann bezahlst du das und dann gehst du wieder raus. Aber also ich glaube, wir haben bei wenig Verkehr eine Dreiviertelstunde angestanden, um Sachen zu kaufen. Oha. Und Fischi hat gesagt, letztes Jahr haben Leute für Merch 3, 4 Stunden angestanden. Also das war, die haben für den Merch-Verkauf eine eigene Halle gehabt übrigens. Und da standen die länger an. Also wir hatten Das diesmal ein ist bisschen jedes Glück. Jahr, ne? Ja. So, wo ist mein Und das wird Kalender für immer nächstes Jahr? größer. Also die bauen jetzt schon ein Convention Center eine Halle an, Ach noch ja, extra. für Merch. Und der CEO hat schon gesagt, ja, dann werden wir nächstes Jahr noch die nächste Halle dann auch noch füllen. Also der ist da sehr zuversichtlich und das ist krass, ja. Cool. Ich habe das Wollen in. wir die Spiele weiter durchgehen, Ja. Sebi? Dann? Okay. Ich wollte nur gerade erzählen, ich habe, das sind US-Verhältnisse. Ich habe mal Merch verkauft für die NFL in London. Da war das genauso. Du hast nur noch einen Zettel bekommen, wo Leute angekreuzt haben, was sie haben wollen, und dann bist du ins Lager gegangen, hast ihnen das geholt. Und dann standst du zusammen mit 49 anderen an 50 Kassen, wo die Leute dann hingeschickt wurden. Also, sonst kannst du das überhaupt nicht vernünftig mehr organisieren. Tatsächlich. Das ist so. Das scheint häufiger der Fall zu sein dann. Nächstes. Also, ob Ja. organisatorisch ist das eine Höchstleistung. Ja. Das sind echt. Das stecken sehr, sehr viele Logistiker dahinter. Ja. Nicht nur beim Merch, glaube ich. StarCraft 2 wird zu Ende gebracht. Habe ich gesehen. Mit dem letzten kostenpflichtigen Add-on. Ich glaube, das ist das dritte Add-on jetzt, was für StarCraft 2 rauskommt. Ich habe, wie gesagt, von StarCraft genauso viel wie Diablo auch keine Ahnung. Das ist nur das, was ich quasi jetzt gehört habe, dass da jetzt eine Erweiterung kommt. Ich versuche hier so ein bisschen gegen die Störgeräusche anzusprechen. Entschuldigung, ich habe gerade getippt. Verzeihung, Leute, ich sitze halt nur am Laptop. Sorry. Genau, das Ich habe war. das dringende Bedürfnis, in meiner Community zu reden. Verzeihung, okay? I miss you. Du musst noch 3 Tage warten. Bist du Ja, eigentlich ich weiß. eingestellt auf den Monster Jetlag, der Ich ja habe, wesentlich schlimmer ist? wir haben richtig hart gegen angekämpft und ich werde auf dem Rückflug auch meine 28 Stunden wach sein, dass ich einfach nur tot ins Bett fallen muss, wieder wach bin. Okay. Ich versuch's. Ja.
Und dadurch, dass die Reise einfach, was total bescheuert ist, ja, also das werde ich nie verstehen, warum der menschliche Körper so ein Vollidiot ist. Du sitzt in einem Flugzeug, du machst den ganzen Tag nichts, du läufst nicht rum, du machst nichts, aber du sitzt rum, du sitzt nur und du bist total fertig. Ey, du bist so Gatsche in der Birne. Also, Ich ich habe weiß das nicht. Talent, dass ich immer und überall schlafen kann. In jeder Position. Ich bin schon im Flugzeug so eingeschlafen, dass mein Oberkörper dann in den Gang reingehangen hat. Und sie mussten mich wecken, weil sie mit dem Wagen nicht durchkommen. Da mussten sie mich wecken. Also wenn ich schlafe, nö. Da habe ich Glück. Bei Flügen oder sowas Hey, schlafe ich willkommen. immer. Ich habe genau das Gegenteil, ich kann nie schlafen. Echt Selbst in nicht? meinem Bett nicht. Wenn ich mich eine Stunde vor normal ins Bett lege, kann ich auch nicht pennen. Soll ich einmal kurz zusammenfassen? Also wie gesagt, StarCraft 2, letzte Erweiterung, ist dann komplett. Mal gucken, ob StarCraft 3 jetzt dann noch Aber rauskommen soll, haben sie jetzt nicht gesagt. Was denn? bei StarCraft wurden nur Koop-Missionen wie Hat sagt jemand von euch man? StarCraft gespielt? Nee, Ja, beides. ich. Ich nicht. Also bei StarCraft wurden nur Koop-Missionen angekündigt, soweit ich weiß. Also was ich jetzt hier lese, auch Neuzugänge gibt es auch bei den Koop-Missionen, steht hier. Aber kommt wohl jetzt auch noch eine neue Episode raus. Novas Geheimmissionen, wem das was sagt. Ja, genau, die Koop-Mission kommt raus. Achso, das sind Ja, die. und ich Ja. sehe gerade, dass Diablo die Season-Sachen für Konsole erscheinen. Ja. Und dann wurde bei StarCraft noch die AI-Geschichte. Da gibt es halt so ein Unternehmen irgendwie, die kennen sich aus mit AI. Und das hörte sich verdammt nach Robot Wars an. Du kannst halt deine eigene künstliche Intelligenz programmieren und dann kann die sozusagen spielen für dich. Das hört sich so ein bisschen an wie Robot Wars. Ich mache mir so jetzt meine AI und die kann dann gegen andere AIs kämpfen. Eigene Form Farmbots oder was? Offiziell. Nee, nicht Farmbots, die spielen dann einfach. Also da kannst du denn so die AIs gegeneinander aufeinander losgehen lassen. Okay. DeepMind heißen die, genau, danke, Kartoffelkatze. Okay. Das sind dann extra Maps oder was? Wo zwei Leute gegeneinander. Nee, das wird dann wahrscheinlich so eine extra, also das ist nur Hirngespinst jetzt, ja, also es Ja. gibt keine genauen Informationen darüber. Dass du dann ganz normal auf eine Map gehst und dann spielst nicht du, sondern wählst deine AI aus und die AI spielt dann für dich gegen eine Okay. andere AI Okay. auf der Map so. Aber die Ja. hast du selber geschrieben. Ja, also da ist dann wohl, dass man das selber macht oder so. Okay, da lasse ich mich mal überraschen. Das klingt interessant. Habe ich aber tatsächlich noch nichts von gehört. Das klingt so ein bisschen nach diesen Mario-Bots, die Ma Super Mario selber durchspielen. Nur dann halt StarCraft gegeneinander. Du spielst jetzt Hearthstone. Ja, auf dem Handy. Auf dem Handy. Ist Aber es ein ist ja das. Unterschied? Nö, ist das Gleiche, ne? Ja, ich kann ja nicht auf dem Laptop spielen, der macht ja den ganzen Tag die Vlogs fertig. Der ist halt schon ein bisschen älter, ne? Und das Internet ist nicht so gut hier. Ja. Da muss man ja schon mal 3 Stunden Vlog hochladen. Da wurde auch was für angekündigt. Hearthstone kommt neues Expansion Pack und da habe ich gesagt, okay, jetzt spiele ich wieder hier, shut up, take my money. Ich war so begeistert von dem Director, der dort war und das vorgestellt hat. Das war ein sehr witziger Mensch. Also der war wirklich super witzig. Und wie heißt denn das Expansion Pack? Hast du Die gerade einen Namen? Straßen von Gedgetzen. Genau, Also, Gedgetzen. oder Gedgetzern. Und da kommt halt so, kommen neue Karten raus und sie haben auch eine sehr coole neue Karte vorgestellt, die unfassbar viele coole Dinge kann, die ich gar nicht wiedergeben kann, außer so sinnbildlich. Und ja, das kommt jetzt auch dann demnächst bei Hearthstone. Und das sah sehr sexy aus. Die Add-ons von Hearthstone sehen eigentlich immer nur so aus, dass die Decks um neue oder es kommen neue Hintergrundbilder und dann werden quasi neue Karten rausgedroppt. Mehr passiert da ja eigentlich nicht, oder? Genau. Oder. Und du musst die Expansions kaufen, damit du die Karten freischalten kannst. Okay. Oder kaufen. Aber das heißt nicht, dass du sie besitzt, sondern du schaltest sie nur frei.
Also du brauchst trotzdem Packs, um sie zu kriegen. Und die Packs kannst du entweder erspielen, sehr, sehr lange, oder du kannst sie direkt per Geld kaufen. Wenn du sie per Geld kaufst, ist es nicht gegeben. Also die Karten sind random, die aus Ja, dem Spiel genau. drin. Aber du kannst deine Aber Chance damit erhöhen. du kannst auf jeden Fall, du kriegst so Singleplayer-Missionen und die kannst du durchspielen und da kriegst du dann auch noch Karten. Okay. Ja. Also ich sag mal, ich glaube so alle DLCs jetzt im aktuellen Stand bis über 80 € und dann hast du alle DLCs für Hearthstone. Also nur die Vier. Möglichkeit, alle Karten. Da sind noch nicht die Packs mit drin. Genau. Aber die Packs kriegst du halt so durch Sonderaktionen. So. Ich habe jetzt gespielt, was ich ziemlich cool fand. Ich habe jetzt ich habe vielleicht gestern Abend 2 Stunden gespielt und heute Morgen 1 Stunde und ich habe 8 Packs gekriegt von Blizzard. Also, und da waren auch gute Sachen mit dabei. Also, ich Ist glaube, das man so kann sich. zugänglich? Also, wenn man das jetzt noch nie gespielt hat, ist das so zugänglich? Also, versteht man sofort, um was es geht, oder ist das eine Lernkurve? Also ich sag mal, wenn man sieht, wie Pro-Player spielen, es ist ein ganz anderes Blatt Papier. Also ich sag mal, es gibt halt so gewisse Kombinationen, die man spielen kann. Da kannst du zum Beispiel, gibt es von dem Priester eine Karte, die hat immer so viel Angriff, wie sie Leben hat. Und dann kannst du zum Beispiel so eine Combo um den aufbauen mit, sag ich mal, 3 oder 4 Karten, dass du den halt hochbuffst oder so. Und dann gibt es so viele Möglichkeiten, die du machen kannst. Wie im Chat schon steht, easy to learn, hard to master. Genau. Also, Ich werde ich jetzt sag sicher mal. verhauen, aber es ist eine vereinfachte Version von Magic, oder? Ob ich es Ich habe Magic mittlerweile nie eine gespielt. vereinfachte Version nennen würde, weiß ich nicht. Ich frage nur mal, Also, also. es ist wie Magic, ne? Darauf basiert, also ne, das, was man früher als Kind halt mit Magic-Karten gespielt hat, haben sich Blizzard irgendwann überlegt, warum bringen wir sowas eigentlich nicht mal für einen PC raus? Und das ist dann halt Hearthstone. Wird wahrscheinlich nicht ein und dasselbe sein, aber es lehnt halt quasi an diese ganzen Kartenspiele, die man früher oder heute immer noch wahrscheinlich spielen kann. Wie zum Beispiel Magic, da gab es ja noch mehrere. Ah, Magic war toll. Darauf baut das auf. Was leider damals an mir vorbeigegangen ist mit Magic. Also bei uns Echt? auf der Schule haben immer nur die ganz, ganz harten Nerds Magic gespielt. So kleinen Nein. Nerds, sage ich mal, so die so ein bisschen nur in die Nerd-Ecke reingeschaut haben und halt ein bisschen Diablo und sowas oder Warcraft 3 oder sowas gespielt haben. Aber kein Magic. Bei mir ist das komplett halt an mir vorbeigegangen. Genauso wie diese Tabletop Warhammer und sowas. Habe ich auch nie irgendwie mit Berührung gehabt. Und das finde ich heute tatsächlich schade, weil hätte ich damals Magic gespielt, würde ich heute wahrscheinlich viel, viel mehr Bezug zu Hearthstone finden und so. Vielleicht. Das ist ganz einfach. Geh auf die BlizzCon, dann hast du Bezug. Ist wirklich so. Also die Leute, die wissen, wie man Sachen verkauft. Also das ist richtig krass. Ich meine, ich sträube mich gegen WoW. Also WoW wird nie passieren. Aber alle, ich Sagen habe Sie StarCraft alle. immer gespielt, aber sie haben hier Heroes of the Storm, Diablo und Hearthstone. Habe ich Hearthstone vergessen? Und Hearthstone haben die mir schmackhaft gemacht. Also wenn das hier vorbei ist, installiere ich mir auf meinem PC, auf dem Laptop Hearthstone, kaufe mir alle DLCs und dann werde ich gegen Fischi spielen. Dann irgendwann heute Nacht, weil wir ja nichts machen. Also es ist. Ich finde es halt cool. Was ich schade finde, wo ich halt keine Barriere habe bei Hearthstone, du musst halt irgendwie ein bisschen Geld in der Hand nehmen. Ich habe mit Fischi ein bisschen drüber gesprochen, der spielt ja schon sehr, sehr lange. Oh ja, Overwatch war auch cool übrigens. Overwatch auch. Also wird es nicht im Stream geben, aber ich werde es, denke ich, auch spielen. Ich habe es auch angespielt, aber dazu später mehr. Bei Hearthstone ist halt, du musst ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wenn du nicht. Also ich sag mal, du wirst halt sehr viel auf die Fresse kriegen am Anfang. Und das ist halt ein bisschen schwierig, ja. Ich meine, du hast halt so deine Fun-Modis und so, aber irgendwann will man ja nicht nur Fun spielen. Und das ist einfach so, das ist, als wenn die dir so die Kanüle direkt so reindreschen. Ich will diese Karten haben, ich muss diese Karten haben. Also, das ist, macht sehr süchtig irgendwie. Ja, Ist wirklich so. Blizzard weiß einfach, was sie in die Suppe schmeißen müssen, damit man richtig Ja, angefixt wird. Ich habe das das die stimmt letzten Tage ja. auch mitbekommen. Bei WoW. Genau, bei Overwatch haben sie ja eine neue Heldin vorgestellt, die Sombra. Da gab es wohl ein ziemlich geiles CGI-Video mal wieder, das sie vorgestellt hat.
Während die US-typischen Hände Sounds hoch. Gerade. Hör ich das? Ja. Da ist schon wieder. Da fliegt auch gleich der Helikopter, der News-Helikopter oben drüber. Der das anfilmt. Das ist übrigens jeden Tag so. Jeden. Wenn wir jetzt, ich war das noch nie. Außer wir, gestern beim Essen. Wenn wir jetzt CNN einschalten, können wir vielleicht in ein Fenster reingucken. Mhm. Wow, okay. Ja, weiter. Genau. Die Sombra, die sieht wohl ganz cool aus, hat ein EMP und so. Aber ja. Das wurde dir also auch schmackhaft gemacht, ja? Habe ich auch gespielt. Also Overwatch haben wir, glaube ich, auch eine halbe Stunde gezockt oder so. Und das war echt witzig. Also, hast du vorher noch nie gespielt? So, Nee, also ich habe mich nie gegen, also ich habe nichts gegen Overwatch, aber was mich daran immer stört, ist dieser Competitive Hintergrund. Und dieser Competitive Hintergrund bringt immer so viel, so viel Smacktalk und Shit im Internet. Und da bin ich nicht so ein Fan, aber so auf der, jetzt das, was wir gezockt haben, war cool. Also es hat Spaß gemacht. Und die Heldin ist auch echt, echt schön. Also sie macht Spaß. Ich habe natürlich vernichtet, ja, ganz klar. Ich glaube, ich habe gegen Bots gespielt oder so, aber ich war gut. Ich habe ganz viele Leute erschossen. Ja, ich war damals auch sehr gut bei Counter-Strike, als ich immer gegen Bots gespielt habe. Hat sich auch keiner beschwert, dass ich gecheatet habe. Heroes of the Storm, das ist so, glaube ich, das zieht Blizzard so hinter sich und versucht es irgendwie zum Leben zu kriegen, weil, aber irgendwie so richtig, weiß ich nicht. Also auf der BlizzCon sind die Leute ganz stark gegangen. Ja, natürlich. Ich hab das auch so gesehen wie du, aber ich sag mal, es ist halt schwer, im MOBA-Bereich eine Konkurrenz zu League of Legends hinzustellen. Also da steht jeder im Schatten. Scheißegal, ob das Blizzard ist oder so, aber die stehen alle im Schatten. Ja. Und ich glaube, das ist das Schwierige. Aber sie haben echt coole Programme, wovon ich jetzt erst gerade erfahren habe. Sie haben irgendwie so ein Schulturnier oder sowas gemacht. Und da war das ASU Dream Team oder so hießen die. Und die haben jetzt halt von Blizzard kriegen das College bezahlen. Und solche Dinge sind halt mega cool. Also da gibt es halt schon Turniere und da sind auch große Teams mit drin. Und wenn man drinne sitzt und sich das anguckt, ist das auch schon eine Maßnahme. Also es ist schon sehr geil. Ja, es ist ein MOBA, ne? Ja. Und Blizzard kennt natürlich MOBAs, weil MOBAs ja in ihrem Vorgarten entstanden sind, tatsächlich. Da versuchen sie ja noch zu retten, das, was sie damals nicht beibehalten konnten bei sich. Ne? Ja. Mit Dota 1 oder der Dota-Map, die dann quasi von Valve und dann von League of Legends quasi, ich weiß gar nicht, kopiert, übernommen wurde, also von Valve, wie genau die Geschichte da abgelaufen ist. Aber ihr kennt die sowieso alle im Chat besser als ich, von daher, was soll ich euch da erzählen? Genau, Heroes of the Storm, da wurde auch, glaube ich, weißt du da irgendwas von? Neue Helden wahrscheinlich und ne, Ragnaros und Varian Wrynn, die kennt man ja auch genau. Schon, WoW schon, ja. Kommen jetzt als Helden rein. Ist natürlich ganz cool, wenn man so Interesse an WoW hat, wenn man da direkt die Charaktere gleich spielen kann. Habe ich auch angezockt, war sehr witzig. Okay. Hat Spaß gemacht. Das Ding ist halt, man hat nicht so diese tolle, ich nenne es mal, Erfahrung, wenn man dort spielt, weil, also übrigens, Corsair macht übelst geile Tastaturen. Ich werde nicht gesponsert von denen, ich habe nur welche in der Hand gehabt und ich war so, Die hier? Ja. Auf jeden Fall, die Erfahrung ist leider so ein bisschen unschön, weil die Mäuse so schnell sind und für mich ist das so ein bisschen ätzend und da kam nicht so wirklich Feeling rüber beim MOBA. Aber die beiden Helden, die haben sehr viel Spaß gemacht und der Brawl, der jetzt angekündigt wird, also dieser Game-Modi mit nur eine haben, eine Partei hat einen Nexus und die andere spielt halt so Piraten. Es ist sehr, sehr witzig. Also so diese... auch so bei Hearthstone finde ich sehr cool, was sie machen für die Casual-Leute, also für die ganz normalen Spieler, sage ich mal, die jetzt nicht Pro oder so gehen wollen. Also da kann man sagen, was man möchte, da geben sie sich wirklich viel Mühe. Und dieser Modi, den haben wir nicht angespielt, aber die beiden Champions, die man zocken kann, die Helden, die waren echt gut. Die waren sehr gut. Naja, müssen sie ja auch, ne? Die Basis ist wichtig. Und ja. Wenn ich mir irgendwann überlege, ich möchte mit weiß ich nicht, Overwatch, MOBAs, mit irgendwas anfangen, was oder mit Hearthstone
und noch nie das gespielt habe, was ich tatsächlich noch nie getan habe. Hearthstone mal so 2 Stunden, glaube ich. Ich würde mich da verloren fühlen, wenn ich da online irgendwie einsteige und plötzlich da stehe und von jeder Ecke quasi abgeknallt werde. Also in Overwatch oder halt dann abgezogen werde automatisch. Momentan muss ich sagen, Hearthstone, wenn ich Hearthstone spiele, würde ich es eher gegen PC spielen. So, einfach nur so ein Ründchen ein paar Karten hin und her schieben. Da kriegst du die Möglichkeit. Also wenn du die DLCs kaufst, da kannst du so viel Story spielen, da bist du in 3 Wochen noch nicht fertig. Ja, wahrscheinlich. Aber das finde ich gut. Das macht es mir ja auch ein bisschen schmackhafter. Ja, und am wenigsten, glaube ich, wurde für WoW versprochen, ne? Also gar nichts im Prinzip. Da wurde nur der nächste Patch quasi von erzählt, der so oder so gekommen wäre, aber jetzt so richtig was angekündigt für WoW wurde, glaube ich, nichts. Heißt, also, nee, ich glaube, ihren Plan wirklich, den sie irgendwann mal gesagt haben, jedes Jahr ein Add-on, haben sie mittlerweile komplett begraben. Ich glaube, Legion ist auch das letzte, so wie ich das verstehe, das letzte große Add-on, wo wirklich viel Arbeit drin stecken wird. Ich glaube, fürs nächste Add-on werden sie sich viel Zeit lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, der Creative Director ist doch in ein anderes Team jetzt gewechselt und ganz viele aus dem WoW-Team sind woanders hingegangen bei Blizzard. Oh. Ich glaube, da wird nicht mehr so viel Arbeit reingesteckt wie jetzt noch für Legion. Ich überlege gerade, ob sie irgendwas für WoW angekündigt haben. Nur halt, ne, Update 7.2. Grab von Dagiras. Dabei ist Legion noch gerade, also was ich bis jetzt gehört habe, ist Legion so, also wirklich ein richtig, richtig gutes geworden. Ist es auch. Und jetzt haben sie noch Naxxramas nochmal wieder reingepackt. Aber da sieht man auch schon, ne, sie haben halt Naxxramas, was sie eigentlich im Prinzip schon hatten, haben sie nochmal halt für Level 110er halt aufgefrischt und ein paar neue Sachen reingepackt und so. Aber sie haben jetzt nichts Neues halt. Also, ich meine, alle haben sich gefreut, weil es Naxxramas ist. Alle lieben Naxxramas. Naxxramas ist cool. Ja. Klar. Ich kann mich echt nicht entsinnen, dass sie bei der Keynote irgendwas gesagt haben. Haben sie auch nicht. Zu WoW. Nur bei den Panels wohl, dass sie halt versprechen, da noch mehr zu machen. Ja, gut, bei den Panels war ich nicht. Wir hatten ein bisschen viel zu tun. Ja. Also, ich habe kein Panel mit. Habe ich nicht gesehen. Ja. Also, ja. Mit dem nächsten Update kann man halt fliegen im neuen Gebiet und ja. Da. Also ich habe übrigens nicht viel verpasst. Ich spiele eh kein WoW, also just saying. Ja. Da habe ich nichts verpasst, weil ich nicht bei einem Panel war. Da gab es weitaus andere Dinge, die viel interessanter waren als ein Panel in meinen Augen. Oh, Karasan. Oh, nix Naxxramas, Karasan. Sorry. Ich meine natürlich Karasan. Ich meine, ne, Karasan, der Turm mit den Magiern und diesen komischen, wo du Schach spielst, irgendwie, das war. Naxxramas war die Nekropolis, glaube ich, ne? Ja, ich meine Karasan, sorry. I'm sorry. Ich bin zu lang raus. Ich habe keine Ahnung. Ja. Meine ich ja. Genau. Das kam aber jetzt schon. Also gut, was sollen sie jetzt gerade was für WoW auch anmelden, wenn wir mal ehrlich sind? Legion ist ja gerade rausgekommen, von daher. Und beim Raid-Content bin ich ja auch selbst noch lange nicht, von daher. Levelst du so langsam oder was los? Nee, ich bin gerade, ach, ich bin noch nicht mal Level 60 mit meinem neuen Char, von daher. Ich habe noch nicht einen Main auf 110, ja. Will ich nur dazu sagen. Ja, und das waren die News jetzt so, was die BlizzCon betrifft, tatsächlich, zu den einzelnen Spielen zumindest. Sagst du aber, hat dich richtig angefixt, ja. Was so die ganzen Sachen, also. Ja, ein paar Sachen auf jeden Fall schon, ja. Definitiv. Ja, wenn du noch wen brauchst, ich habe Diablo 3 auch noch nicht richtig durchgespielt, ne? Also, wenn du da mit mehreren Koop zocken will, sag Bescheid. Ja, ich denke mal, ich werde das erstmal sowieso offstream dann für mich selber machen und das mal so erleben. Ja. Denke ich. Ja. Oh. Ja, das war die BlizzCon 2016 und die ist jetzt auch heute gar nicht mehr. Also gestern war sie vorbei. Ist nur Freitag, Samstag. Und ihr entspannt jetzt? War gestern noch da. Oh ja, wie war das? Ich habe echt eine Menge zu erzählen, also ich werde es nicht im Plankenschnack machen, sage ich gleich, weil das dauert Stunden, bis ich fertig bin, weil ich habe echt Stories über Story, also die Kreditkarten-Story wird sowieso die beste. Welche? Was? Kreditkarten-Story? Ja,
meine Kreditkarten-Story. Meine Amerikaner mögen meine Kreditkarte nicht. Und ich habe nach Deutschland telefoniert mit meiner Bank. Und die sagt aber, das ist in Ordnung. Geh in den Laden, will wieder bezahlen. Ihre Kreditkarte wird nicht wieder angerufen. Die haben bei Visa angerufen. Ja, nee, ist alles okay. Geldautomat, Geld abholen. Nö, rejected Kreditkarte. Und dann kriegst du halt irgendwann Föhn, wenn du kein Geld in der Tasche hast und in Amerika stehst. Sehr gut. Die wird witzig. Denied. Also ich habe viel zu erzählen noch, so nebenher. Also BlizzCon-technisch habe ich auch noch eine Menge zu erzählen. Ich kann euch übrigens sagen, hauseigene Blizzard Cosplays sind einfach super, super krass. Also richtig offizielle dann, oder was? Alter Verwalter, wirst du in deinem Leben noch nie gesehen. Also vor uns stand ein Typ, der war 2,50 Meter hoch und der war 3 Meter breit und hatte am ganzen Körper Lampen, Leuchten. Der konnte sich ganz normal bewegen, seine Augen haben geleuchtet. Der hat riesige Waffen in der Hand gehabt und der ist den ganzen Tag übers Gelände gelaufen und das war richtig krass. Und da gab es super viele von. Also ich glaube so vier, fünf. Da ist ein Marine durch die Gegend gelaufen von StarCraft. Also die Cosplays von Blizzard selber, richtig, richtig großen Respekt. Das war übel. Ja. Nice. Bei Weird Allen hat auch alle Cosplays irgendwie so eingebunden in seine Bühnenshow und das Ich war überlege auch sehr gerade, wo ich die witzig. letzte große Show gesehen hatte. Das war vor einem Fantasy Monat, Basel. wo. Nee, 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 nee. TwitchCon. Da hatte ich mir das angeschaut bei der TwitchCon. Das wurde gestreamt und das war. Ich glaube, da kam einer als. Wie heißt das superschnelle Spiel? Von Blizzard, Peng Peng Peng, Von Blizzard. Overwatch. Overwatch Also. und da war einer als Reinhard, ich glaube Ja. Reinhard heißt der. Ich bin also, das war Wahnsinn, das war einfach Wahnsinn. Also das sind Also wie schon, lange? Entschuldigung. nee, Wahnsinn, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Wir haben mit so einem, ich weiß nicht, ich kenne den Charakter nicht, das war so ein weißer Ritter oder so, also er hatte ein Schild. Und Leute, das ist einfach dieses Cosplay-Level ist nicht mehr mit einfach nur ein bisschen schminken und mal anziehen. Der Typ hatte in seinem Schild ein Handy für Selfies. In das Schild hat er so getragen und innen drin hatte er ein Handy für Selfies. Und das Krasse ist, dass er sich in sein Schild Lampen eingebaut hat, damit die Leute Licht haben, währenddessen sie Fotos machen. What? Ja, das Du ist Hammer. gehst da durch die Halle und wir sind dann einfach so ein bisschen hier und da und tralala und dann gucke ich so und dann hat Fischi gefragt, ob er ein Foto machen kann und dann machte er sein Schild hoch, machte das Handy an und machte das Licht an und sagt, komm, wir beide machen auch ein Selfie, weil er mit jedem, der mit ihm eins gemacht hat, er auch eins gemacht. Und der hatte in seinem Schild einfach mal ein Handy für Selfies drinne und das ganze Schild war rundum beleuchtet, damit die Leute Gegenlicht haben, damit sie Fotos machen können. Ey, das war richtig. Und das war noch nicht mal alles, was da krass war. Ich meine, es gab wieder so die typischen, dass sich Leute verkleidet haben, aber da gibt es Leute, die sind da, ich weiß nicht, das ist ein ganz, ganz anderes Level von Verkleiden und Fasching und so oder was auch immer. Richtig krass. Ja, nach dem Also Selfie-Stick kommt jetzt jetzt der habe ich Selfie-Schild, verstanden. ne? Bitte? Nach dem Selfie-Stick jetzt der neueste Trend, Selfie-Schild. Also wirklich, ja, danke, danke, dass du das nochmal geschickt hast. Kartoffelkatze, da könnt ihr euch ein paar Cosplays angucken. Also das ist. Also Aber jetzt weiß ich, Wahnsinn. warum die Leute davon von leben und Geld verdienen. Also, dass die gebucht werden, das kann ich verstehen. Das ist richtig krass, ja. Aber lasst uns fortfahren und nicht die ganze Zeit über die BlizzCon reden irgendwie. Ich fühle mich schon schlecht, weil ich so viel zu erzählen habe und ich bin Ich dann immer so ungebremst. wollte gerade mal ein bisschen zeigen hier im Stream, wenn wir jetzt schon den Link haben. Ja, mach, hau rein. Ne? Kannst du machen, ja. Oh. Also sieht schon nicht. Ich gucke gerade, ob ich den Kollegen finde hier, der dein Schild getragen hat, aber der war dann wahrscheinlich kein offizieller, sondern nur so ein. Oh, ich habe gerade was. Das ist ja. Hier, der Typ, der, also das war, der war sogar, der war nicht mal
davon gab es dann noch einen hauseigenen von Blizzard. Ich poste das mal in den Chat rein, Leute. Also da gab es noch von dem Typen gab es noch einen richtig von Blizzard. Und das war richtig krass, Leute. Der ist 2,50 Meter hoch. Das war richtig, richtig übel. Die 81 ist, wow. Ja. Wahnsinn. Ja, das ist toll. Also das ist toll, ist das. Aber der mit dem Schild ist hier gar nicht mit dabei. Nee. Nee, der war dann wahrscheinlich, ist nicht dahin gegangen oder so. Ja, Cosplay, Wahnsinn. Was ich gestern auch gesehen habe, ich bin mit dem Auto hier durch Dortmund gefahren und nächsten Monat ist Comic-Con Deutschland in Dortmund. Das wusste ich auch überhaupt nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich hingehe. Ich selber bin ja nicht so der Cosplayer, aber... Wann ist die? Nächsten Monat, im Dezember. Ich weiß jetzt nicht genau das Datum, aber... War dieses Jahr nicht auch eine in Stuttgart? Oder ist die nächstes Jahr in Stuttgart? Da stand irgendwas, Comic-Con Deutschland, Dezember in Dortmund. Tatsächlich. Da bin ich mal gespannt, wie viele Cosplayer da hinkommen, weil Comic-Con ist ja die Cosplay-Messe überhaupt, ne, eigentlich. Ja. Zumindest in anderen Ländern. Ich weiß jetzt nicht, wie groß sie in Deutschland ist, natürlich. Aber interessant. Wahnsinn. Ja, sehr gut. Dann wechseln wir mal wieder. Ach, es gibt in Stuttgart auch eine. Ach so, dann gibt's mehrere. Also convention-technisch gibt es in Deutschland einige. Also da kann man, glaube ich, das ganze Jahr über mal los. Ah, in Berlin ist auch eine. Okay. Also die Gagen von, die kriegen ja richtig Gagen, die Cosplayer. Also manche, da schlackern die Ohren, du. Da schlackern die Ohren, was die an Gagen haben. Ja. Also ist halt NDA, also möchte ich nicht drüber reden, hat hier nichts zu suchen, aber da schlackern die Ohren, ja. Ja, glaube ich. Also man hat ja so mit dem einen oder anderen da gesprochen und Aber es ist auch sehr interessant, was die Dinger kosten. Also das war bei der, TwitchCon, wo denn dann, das waren viele, die die Sachen auch live gestreamt haben, wie sie eben diese Cosplays bauen. Und das ist schon sensationell gewesen. Da standen dann die Stundenzahlen dabei. Es gab verschiedene Kategorien wegen Lichtern, LED, bla bla bla. Also die verschiedensten Sachen. Und muss ich schon sagen, was da an Geld und Zeit reinfließt, wow. Auf jeden Fall, es ist sehr viel Arbeit. Also wenn man das mal so in live mit anfassen sieht, dann... Ja. Schon beeindruckend. Ja gut, die machen ja aber auch Werbung, ne? Für ja, natürlich. Die Sachen. Also und jeder guckt sich dann die Bilder an, das ist viral. Virales Marketing. Ja, sehr gut, dann schließen wir dann den BlizzCon-Teil dieser Sendung ab, würde ich sagen, oder? Den Rest... Die sind schon ein, zwei Stunden sind wir schon bei. Ja, ja. Ich gehe mal auch davon aus, du hast nicht so viel Zeit heute. Ja. Tatsächlich Fischi ist unterwegs. Also ich habe jetzt eingeplant 5 Stunden. Oh, um Gottes Willen. Ja, guck mal. Super. Also das war mein Plan. Wir haben extra heute unseren Gammeltag. Übrigens nochmal für alle Entschuldigung, dass ich den Plankenschnack dafür nutze. Am Dienstag, unseren Reisetag, den Rückreisetag, wird es keinen Vlog geben. Keinen. Also ihr kriegt noch heute ein. Also der von gestern, der von heute, der Montag und der Reisetag wird es keinen Vlog geben, weil das wäre einfach, also ich glaube, dann würde irgendeiner, der den schneiden muss, der würde sich die Zellen wegsprengen, weil das geht nicht. Also Dienstag gibt es keinen mehr, nur noch der von gestern, Sonntag und Montag. Das wird dieser eine Tag sein, den wir uns aufgehoben haben. So. Wow. Wir sind so faul, Entschuldigung. Was würde Casey Neistat dazu sagen? Oh ja, er wäre nicht stolz auf mich. Entschuldigung. Nee, nicht wirklich. Aber man kann im Flugzeug nicht schneiden. Das geht nicht. Das ist einfach, da ist kein Platz. Ich wollte es im Flugzeug machen, kannst du knicken. Kein Platz. Aber Business Class, Leute, das ist wirklich Business. Und dann, das war, Entschuldigung, wenn ich das kurz erzählen wollte. Wir sind ja in einem großen Boeing irgendwas geflogen und dann bist du durch First Class reingekommen, Business Class, durchgelaufen und dann in Economy rein. Heide Witzker, man fühlt sich echt scheiße, wenn man in Economy sitzt. Das machen die extra. Nein, scheiße finde ich, aber... Du denn,
Dann hast du denn schon so Platz und da kannst du schon so ein bisschen rumlümmeln und dann gehst du bei First Class rein, da hast du ja ein ganzes Zimmer für dich alleine. Das ist richtig, richtig toll. Wir wollten erst upgraden auf dem Rückflug, aber dann haben wir geguckt, wie teuer das ist und. Ja, nee, doch nicht. Schon Nein. Platz reservieren kostet halt übelst viel Geld, ja. Ja. Wir wollten es dann nicht komplett übertreiben. Es ist ja auch teuer, also ich sag mal. Man muss schon gut in die Tasche langen, wenn man hier unterwegs ist. Also wir haben jetzt, glaube ich, wir haben jetzt in 2 Tagen $500 weggeraucht mit 2 Leuten. Einfach so, die sind verpufft im Portemonnaie. Das ist schon ganz schön doll. Man muss dazu sagen, wir waren aber auch für $200 haben wir Blizzard-Merch gekauft. Naja, gut. Also, Ich wollte gerade sagen, Merch ist nicht billig, ne? Aber hattest du gerade eigentlich angedeutet, das habe ich nämlich bis jetzt noch nicht verstanden, dass der Merch auf der BlizzCon jetzt billig war? Oder habe ich das falsch verstanden? also ich fand ihn jetzt nicht teuer. Ich habe für Okay. ein Mousepad $25 bezahlt. Ich habe für ein Mousepad $25 bezahlt. Ich habe für richtig schöne Bücher. Soll ich die? Wollt ihr die mal sehen? Dann Ja! ja. Ja, wartet, dann hole ich die Selbstverständlich. schnell. Kleinen Moment. Nö. 25 für diese Großen, das ist nicht viel. Das ist Nö. nicht viel. Nee. Mit Gelauflage wahrscheinlich nicht, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber, oder? Weiß ich nicht. Oh, weißt du, wie toll so ein Riesending und ja. Ah, schon toll. Ja. Mit hier, wie heißt sie? May. Dann Mays Hintern als Gelauflage. Für die großen Hände. Nicht anständig. Was? Ich habe nichts gesagt. Ja, und genauso professionell sind wir hier. Zeig mal bitte. Also das ist das Mousepad. Also das ist wirklich riesig und auch schwer. Das hat $25 gekostet. Zum Ausrollen oder was? Ja, das ist eine So ein ganze großes. Tischmatte. Okay. Ja, dann habe ich noch die Trinkflasche habe ich noch gekauft, also die von Diablo. Die hat, glaube ich, $10 gekostet. Das ist so eine Metall-Aluminium-Trinkflasche oder was? Ja. Und dann habe ich noch 2 Bücher gekauft. Es gibt von BOW diesen Traveler. Ja. Das ist eine Und dann Story. habe ich. Ja. Das hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, $30 hat das, glaube ich, gekostet. Und dann habe ich noch ein WoW-Kochbuch gekauft. Also, das ist so, das ist dann richtig so ein WoW-Stil, als wenn die Barfood mischt und sowas. Wie cool. Und sie sind gebunden, das ist super. Also, die sind wirklich von der Qualität her, also kann man auch sehen, das ist schon hochwertig gemacht hier. Oh, wie schön. Schau mal die Also, Schrift. das ist wirklich fein. Und dafür habe ich, glaube ich, jetzt, ich habe alles in allem mit Fischi seinem Merch zusammen. Fischi halt, der ist ja komplett durchgedreht. Das war ja richtig krass. Der wollte ja den halben Laden aufkaufen. Achso, und dann haben wir noch die Pins gekriegt. Also, das ist dann so eine Danksagung von Blizzard. Die kriegt man umsonst dann. Ja. Und Fischi hat dann irgendwelche Jacken und Hemden wollte er sich kaufen und so. Die sind aber alle ausverkauft. Also, mal als Tipp für euch, falls ihr da hingehen solltet, ihr könnt online vorbestellen und dann könnt ihr euch das abholen. Es waren, bevor die Messe überhaupt losging, sind Dinge schon ausverkauft gewesen. Also, just saying. Und Natürlich. der Merch, also ich sag mal, qualitativ ist es hochwertig und ich finde es nicht so teuer, muss ich sagen. Also, ich Wie habe toll. schon teure Sachen gesehen. Ja. Ja. Gab's Giveaways, so In-Game-Giveaways zufällig? Weil wenn du jetzt sowieso kein WoW zockst und es da irgendwelche Reittiere von für WoW gab. Ich hab für jedes Spiel Premium-Codes gekriegt, ja. Also, aber auch das kam mit Media Pass dazu, ne? Also, ich habe halt Geschenke gekriegt. Ja. Das mit der Auch für Subtilität, das WoW üben wir noch. einen Mount habe ich gekriegt. Ja, genau. Aber das kriegst du nicht. Ach so, ich habe noch was gekriegt, aber das Schade. habe ich nicht ausgepackt, weil ich das, das ist mein Geschenk an Dopsy. Ich habe eine Pressebox gekriegt mit Goodies drin. Und die Box leckt mich am Arsch, die ist echt schwer und groß. Also die ist bestimmt so groß und jeder, der bei Media ist, der kriegt halt das Ding. Und da ist alles mögliche Zeug drin. Und das ist halt mein Geschenk dann an Dopsy. Ja. Aber reingeguckt habe ich nicht. Ich werde es aber, ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das noch irgendwie in den Vlog reinpacken. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, das tut mir leid. Ja, nee. Aber die Passt. Box ist auch sehr viel wert. Ja. Ich meine, du wirst ja auch alles wahrscheinlich dann im Stream noch unboxen und so, ne?
Also das Mauspad. Ich habe schon verstanden, was Labby wollte. Der kriegt das Maul nicht. Es ist mir schon klar, dass Labby das haben wollte, aber das ist für andere Leute. Ganze Arbeit. Für nichts. Völlig umsonst. So, Plankenschnack 28, das war's. Nicht vergessen, wenn ihr Fragen habt, ne? Hashtag Plankenschnack auf Twitter. Ja, bitte, also falls ihr irgendwas wissen wollt oder so, ich stelle euch da gerne Rede und Antworten. Also, falls ihr zu BlizzCon was habt. Ansonsten natürlich auch so, bitte. Richtig. Und auch dann an lasst uns mal vorfahren. Entschuldigung, Beigeräusche. So ist das viel besser. Ja, fantastisch. Ja. Super. Unauffällig. Da brauchen wir gar keine Hintergrundmusik für die Pause. Du singst einfach. Dann kommen wir mal zu den allgemeinen Sachen, was so passiert ist. Da wurde direkt nach, glaube ich, dem letzten Plankenschnack, was die Bombe gedroppt, hatte ich zumindest das Gefühl, als ich das dann das erste Mal gesehen habe. Und zwar hat Microsoft einfach mal so ein neuen PC, also so eine All-in-One-Geschichte vorgestellt. Heißt Surface Studio, ist ein Desktop-PC, aber schon, ne, also groß. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt. Guckt euch das an. Es ist, ich kann es mal kurz aus dem Gedächtnis raus erklären, es ist quasi ein Tablet, ein Zeichentablet. Also es ist wirklich mehr oder weniger für die Leute, die malen am Computer gemacht. Du hast, der PC als solcher steckt halt im Bodensatz drin. Dann hast du halt den Bildschirm, den du quasi so entweder zu dir hochholen kannst oder auch ablegen kannst wiederum, auf dem du dann malen kannst und verschiedene Dinge machst. Dann kommt da eine Maus natürlich und eine Tastatur noch dazu und halt so ein Dial, das ich noch nie irgendwo anders gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es das halt in anderen Lösungen auch gibt. Aber damit kannst du dann quasi sozusagen direkt auf den Bildschirm legen und damit noch extra Geschichten anstellen, also Farbpaletten, irgendwie, dann kannst du auf dem Dial rumdrehen, du kannst das Dial als solches drehen und so. Sieht crazy aus, könnte ich mir aber vorstellen, dass es ganz cool klappt. Ich suche mal das Video gleich raus und zeige euch das oder poste das mal in den Chat, beziehungsweise, nee, Moment, ich kann das ja auch einfach hier drin posten, guck mal. Ah, das wurde aber nur vorgestellt, ist noch nicht. Genau, das war jetzt nur die Vorstellung, Trio, richtig. Ja. Aber sieht schon echt schick aus, also schaut euch das mal an, wenn ihr das wirklich noch gar nicht gesehen habt. Wisst ihr, wie schwer dieser Plankenschlag für mich ist? Warum? Weil ich 3 Tage oder so nicht mit Menschen geredet habe und so viele Leute Fragen haben, die ich gerne antworten würde und ich aber nicht tippen kann, weil dieses Geräusch einfach zu nervig ist. Und es tut mir leid, Leute, okay, ich habe euch lieb und so. Es ist wirklich eine Qual für mich, das ist eine Qual. Können wir das hier? Okay. Ja. Aber klicken kann ich. Ja, klicken darfst du. Ja. Und bist ja auch am Donnerstag, so wie ich das verstanden habe, bist du ja auch wieder da und dann kannst du ja dann alle Fragen beantworten oder beziehungsweise ich gleich, hoffe, wenn die Leute Fragen haben, ne, bei Twitter reinstellen, haben wir ja auch noch einen relativ langen Blog vor uns, wo du denen dann auch antworten kannst und so. Ich zeige das hier übrigens gerade im Plankenschnack. Also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung vom Malen und von Zeichnen und so, aber will ich will es trotzdem haben. Genau so. Also. Die Leute haben angefangen rumzuschreien von wegen, das ist jetzt ein Apple-Killer. Ich habe keine Ahnung warum, weil Apple so ein Produkt selber halt gar nicht hat. Das ist mehr ein Cintiq-Killer, muss ich tatsächlich sagen. Also, ne, die meisten, die jetzt in so einem, da pfeift gerade wieder die Polizei. Wow. Fischkopf fährt wieder bei dir vorbei. So wie es klingt. Nee, hier ist Action. Also hier gibt's keinen Ruhetag in Amerika. Naja. Also hier kannst du jeden Tag Halligalli machen. Nebenan ist, glaube ich, irgendjemand baut sein Auto um gerade. Ja. Also der saß gestern um eins oder so, saßen wir noch in der Garage. Entschuldigung, es tut mir leid. Naja, auf jeden Fall, die meisten, die halt sowas nutzen, nutzen ja auch eigentlich das Cintiq, das sogenannte. Da wollen sie offensichtlich in den Markt einsteigen. Und ich finde das sehr interessant tatsächlich. Übrigens, die $3000-Version ist ja nur die Standard-Version. Ja, ja. Das ist die Standard-Version. Also, ja.
4100 wäre dann ein ordentliches PCchen. Ja, genau. Sollte man dann auch schon überlegen, damit einzusteigen. Mir als Streamer wird sowieso nichts bringen, wahrscheinlich, weil Spiele kann man darauf wahrscheinlich eh nicht zocken. Aber schön sieht's aus. Ja. Also, muss ich sagen, als ich das Video das Ästhetisch. erste Mal gesehen habe, da ging schon, ja. Auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man in dem Bereich tätig ist. Genau. Ja, das fand ich sehr Also ich glaube nicht, interessant. dass das irgendwie was mit Apple Killer zu tun hat. Das Nee. ist einfach nur ein Kreativdevice. Also Ja. ich denke mal so für zwei. Apple hat ja auch gar nicht so ein Gerät. Also ich wüsste jetzt nicht, warum. Apple killt sich gerade selber. Abgesehen davon. Aber da reden wir jetzt nicht drüber. Bevor wir wieder hier uns gegenseitig hassen am Ende. Genau, dann rausgekommen ist die Skyrim Special Edition. Hat die schon jemand von euch gespielt? Ich Ja, und? installiert. Ist cool, also hat mir Spaß gebracht. Also ich meine, es ist jetzt grafisch gesehen nicht so wirklich ein Upgrade, was ich richtig kacke finde, dass sie nicht mal die Bugs behoben haben. Also Nicht nur das, sie haben neue mit reingebracht. ja, also irgendwie, ich sag mal, man kriegt sie umsonst, die Version. Zumindest wenn man Wenn alle Add-ons hat. du alle Addons hast, aber so, wenn ich mir das jetzt kaufen müsste, dann würde ich das ganz schnell als Verarsche sehen. Also, das ist, da kann man ja sagen, was man will, dass Bethesda oder was auch immer Fanboy, aber das kann man leider nicht schönreden. Das Einzige, was mir einfällt, das schön zu reden, ist, sie haben halt an der Engine gefeilt. Es läuft jetzt auf 64-Bit, das heißt, alle Add-ons werden, also alle Mods, meine ich, werden vernünftig damit funktionieren oder besser damit funktionieren, weil es halt eine schönere Basis liefert. Aber da müssen die Modmacher jetzt erstmal nachziehen. Ja. Das wäre für mich der einzige Grund, wirklich die Special Edition ja, gut zu reden. Sonst sehe ich da nicht viel Grund. Es sieht eher verschwommener und schwammiger aus, weil sie die Texturen nicht wirklich aufgehübscht haben. Sie haben sie einfach nur in die Breite gezogen. Musik haben sie komplett gekappt. Sie klingt schlimmer jetzt als in der alten Version tatsächlich, weil sie irgendwie schon ab 12 Kilohertz alles komprimiert haben. Und das menschliche Gehör kann das hören. Das heißt, alle Musik, alle Sounds sind quasi, vor allem so Türklatschen, alles, was so hochfrequent ist, klingt einfach super matschig. Ja, Ich Bethesda. schaue mir die Konsolenversion an, dann und habe ich noch nicht. Werde ich noch. Mal gucken. Ich habe 200 Stunden im vorigen, also Skyrim, gehabt und das neue konnte ich mir noch nicht anschauen. Da jetzt gerade, ja, aber ich will eigentlich dringend, aber Du hast auf der da in PS3 drei Wochen gespielt? was. Ich habe auf der PlayStation 3 gespielt, ja, 200 Stunden gut. Habe aber nie die Add-ons gespielt. Und jetzt nochmal für die PlayStation 4 und möchte es. Richtig durchsuchten. Also Aber da in Platin. 3 Wochen was kommt, ja, auf jeden Fall. Das wird ein 100% Run, weil ich kann über ganz viele Sachen hinwegschauen. Das ist halt so Skyrim. Skyrim Ja. ist schon. Naja, aber für eine Remastered-Version Als sollte man sich PC kann schon ich das hinsetzen. verstehen, ne? Aber als Consolero kann ich eben dazu. Wahrscheinlich sieht auf der Konsole um einiges besser aus zur Vorversion. Also ich meine, ich will mich ja nicht beschweren, weil ich habe es umsonst gekriegt, aber Leute, die sich die jetzt extra gekauft haben, für die ist das. Ja, das würde mir auch ein bisschen sauer aufstoßen. Ich meine, Geschenkgaul schaut man nicht ins Maul, davon mal abgesehen. Für die Leute. Ne? Ja. Ich hab's auch geschenkt gekriegt und kann mich jetzt auch nicht beklagen. Und es ist ja keine Remastered-Version, es ist die Special Edition. Ne, haben sie schon extra so genannt. Naja. Aber ich habe gehört, so viele Modmacher sind schon hinterhergezogen und man kann wohl schon bei Nexus viele Mods dafür runterladen. Also schon mehrere tausend sogar, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe. Von daher warten wir mal ab, was da so die Modmacher machen, ne? Also. Wenn es mit Mods sogar noch flüssig läuft und so, dann könnte das echt was werden. Also. Und es ist halt Skyrim, ganz im Ernst. So, nimm die Bugs weg und du hast halt echt ein Spiel, in das du dich halt Ja.
für 200, 300 Stunden verlieren kannst, weil du einfach so viel Mist machen kannst. Und es juckt mir jetzt schon in den Fingern. Wenn WoW nicht wäre, wäre ich da auf jeden Fall gefangen und würde wieder mit einem Nachtelfen, sag ich schon, mit einem, mein Kopf ist voll mit WoW. Würde mit dem Dark Elf halt um die Häuser ziehen, schleichen, mit dem Bogen alles abschießen und ja. Ich Ja, ich freue mich freue mich schon. drauf. Ja. Tito. Wirst du es nochmal spielen, Dizzy? Ja, ich würde sehr gerne zu Ende spielen. Ich habe es jetzt beiseite gelegt, weil ich mit Dishonored angefangen habe, weil ich unbedingt Dishonored spielen möchte. Das ist so eine Sache, das sollte man im Sommer zocken irgendwie. Das passt einfach, das dauert zu lange. Echt? Im Sommer? Ja, es geht lang, Das aber ist zu lange für den Winter. Also jetzt gerade ist sowieso alles ein bisschen vollbepackter. Also mit Spielen kommen Sachen raus und ich will da nicht drauf verzichten. Und ich habe Skyrim, also ich werde Skyrim auf jeden Fall spielen. Ich werde es, glaube ich, aber so Etappen- und Brockenweise zocken, glaube ich. Kann man ja Ja, die machen. 100 Stunden ist ein bisschen schwer irgendwie zu verpacken. Kannst ja machen, irgendwie nur Dark Brotherhood erstmal und dann was anderes und dann nochmal Thieves Guild und dann was anderes und so weiter. Ja, ich mache da, also ich lasse mich da richtig gehen in dem Universum. Ich mache da alles so und ganz entspannt. Also Ich mache mir da keinen Stress. ich könnte Skyrim nicht im Sommer spielen. Für mich ist das Weihnachten. Einfach, ich fühle mich da wie so ein, weiß ich nicht, ein kleines Kind, das endlich Zeit hat, seine ganzen Spiele zu spielen. Endlich Ne? Skyrim. Ja. Ich halte mich auch zurück, weil wenn ich anfange mit Skyrim, weiß ich dann, oh nee, nee, wir gucken nur mal kurz in Skyrim rein. Ja. Ne? Ja. Nur kurz, kurz. Da war doch diese eine Sache, die ich schnell erledigen wollte. Lasst uns kurz, guckst du auf die Uhr, 8 Stunden vorbei. Ja, gut. Jetzt noch ein anderes Spiel. Komm, jetzt können wir auch noch 2 Stunden Skyrim spielen. Dann. So. Und morgen machen wir dann was anderes. Aber vielleicht gucken wir auch noch mal kurz ins. Ja, und so geht's halt dann jeden Tag. Darum halte ich mich zurück, Das ist weil, bei ne? Battlefield so bei mir. Nur kurz heute. Wir gucken nur kurz mal rein. Oh Gott, 4 Stunden Spiel. Oh, Skyrim. Ja, komm, eine Map noch. Eine Map geht noch. Oh Gott, nein, wir haben Skyrim vergessen heute. Oh. Entschuldigung. Ja. Dieses nur noch ein Level. Da mache ich aus. Ja, Gibt ja. Spiele, die sind so, ne? Eben. Aber das ist die gute Überleitung, wenn ich dir kurz mal als Moderator das klauen darf. Natürlich. Titanfall ist ja bei weitem nicht so wie Skyrim, nicht? Also da hat man nicht nur noch ein Level. Das ist ja völlig untergegangen. Titanfall? Obwohl es gut ist. Ich habe gehört, die Single-Kampagne soll mega gut Ja. sein und es soll um einiges flotter sein als als der erste Teil. Ja. Es soll wirklich flott Wo? sein. Also, da scheint was los. Selber habe ich es nicht gespielt, ist so gar nicht meins. Aber. Hast du es denn gespielt, Dizzy? Nee, noch nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte mir die 60 € mal sparen. Habe ich seit langem mal wieder zu einem Spiel gesagt, ja, nö. Also für einen Singleplayer 60 €, der 4, 5 Stunden geht, finde ich ein bisschen prall. Also ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen, aber ich kaufe es mir jetzt nicht unbedingt, weil der Multiplayer ist halt, ja, in meinen Augen ist das einfach nur. Nee, das ist mir zu überladen und zu schnell und zu viel Hickhack und also der Release war sowieso total bescheuert gewählt von denen. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, das Ding hinter EA nach Battlefield rauszuhauen. Das war der schwachsinnigste Move, den sie hätten machen können, weil wen interessiert das jetzt gerade? Weil Battlefield ist halt gekommen wie eine Bombe und hat das Titanfall, was? Aber der Singleplayer soll wirklich sehr, sehr gut sein. Und das habe ich jetzt schon von mehreren gehört und ich würde es mir sehr gerne angucken. Aber so der Rest interessiert nicht so wirklich. Ne. Okay. Ja, für mich ist es sowieso nichts, weil es ja ein Shooter ist. Ich habe es beim Fischkopf gesehen. Der hat es ja gespielt, mal kurz, noch bevor es rausgekommen ist. Aber die meinten auch so, für Multiplayer, irgendwie so nach einem Tag ist dann auch schon wieder die Luft raus. Irgendwie, sieht zwar cool aus und so mit den Titans, aber irgendwie
Sobald man in Titan steigt, wird das Spiel super lahm wohl. Also man ist halt langsam, weil man halt in diesem riesen OP-Ding halt drin steckt. Und ja, gut, wenn die Singleplayer-Kampagne nur 4, 5 Stunden dauert, dann. Aber also die Reviews sind ziemlich gut, was ich halt gesehen habe. Ne? Also die rangieren, ich glaube, bei Metacritic ist die PC-Variante bei 86, die Konsolenversion alle bei 90, was ja eigentlich schon ganz gut klingt, aber. Schlecht ist es auf jeden Fall nicht, ne? Ja. Absolut nicht. Also ich finde, dass sie da auch mit dem Season Pass haben sie wirklich dazugelernt. Und ich finde jetzt wirklich Titanfall 2 war eine sehr schöne Geschichte von den Leuten. Also ich habe mir das auch angeguckt. Sieht sehr gut aus, es scheint bugfrei zu sein. Vertonung und ist alles wunderbar. Story ist edel. Und es kommt gut rüber, ja. Und dafür, dass man ja, man kriegt ja, man kann keinen Season Pass kaufen, man kriegt, glaube ich, alle DLCs umsonst, Ja, richtig? aber Ja. du musst oder du kannst Microtransactions wahrnehmen. Die sind mit drin. Ja, gut. Also du kannst schon Geld rausschmeißen. Ja. Wie genau die aussehen, ob das jetzt nur kosmetisch sind oder weiß ich jetzt nicht, aber die sind schon mit drin. Also im Prinzip das Gleiche, was in anderen Shootern auch schon gang und gäbe ist. Ne? Ist jetzt nicht was Neues, dass es keinen Season Pass gibt. Da gab es wohl schon andere Spiele. Oder da gibt es auch schon andere Spiele, die das genauso gemacht haben. Ja. Aber irgendwie ist es Jo. trotzdem untergegangen. Genauso wie habe ich zumindest das Gefühl gerade, das neue Call of Duty, das im Prinzip genauso ankommt. Also Reviews sind Blöder alle Release. super gut. Ne? Liegt, glaube ich, auch ungefähr bei 90, was ich so, die ersten Reviews, die ich gesehen habe von dem Infinite Warfare, die alle reinkamen, die waren auch alle super hoch gerankt und alles, und aber keiner spielt gerade. Ich glaube, COD ist einfach, haben sie einen sehr dummen Move gemacht, indem sie die Remaster COD 4 reingepackt haben, weil da spielt sowieso jeder das. Also keiner will diesen Modern Warfare-Scheiß da mit rumrutschen und rumspringen spielen. Also da werde ich mit dir, wenn du die Server anguckst, die sind alle am Remaster zocken. Ja. Und deswegen kommt das nicht an. Also ich sag mal, shootertechnisch war jetzt das der Herbst ziemlich. Ja, ziemlich durchwachsen. Aber Battlefield hat einfach so eine harte Messlatte hingepackt, dass da haben sie dran zu knabbern. Also da ist es auch dann für einen Titel wie Battlefield einfach, wie Call of Duty einfach schwer. Zumal auch, ich denke mal, dass das Like- und Dislike-Verhalten auf YouTube vom Trailer für spricht, also für das, was gerade passiert. Also ich glaube ja, dass der COD-Trailer war, glaube ich, einer der meist gedislikten Videos auf YouTube. Und das widerspiegelt natürlich auch, was gerade passiert. Die Leute spielen es nicht, sie kaufen es zwar, aber sie spielen es nicht wirklich. Und sie hocken halt in der Remastered-Edition drin. Und viele spielen natürlich auch noch Battlefield. Ja. Hattest du die Singleplayer-Kampagne von Battlefield gezockt? Ja, habe ich. Durchgespielt? Ja. Wie lange hast du gebraucht? Ich glaube 6,5 Stunden. Ja, also, so wie man damit Und rechnen, ja. sie war ausnahmsweise gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu Ja. sein. Die war wirklich nicht schlecht. Also Battlefield war wirklich dieses Jahr rundum Paket. Ja. Ja. Eben. Und dann so zwei Kracher direkt dahinterher zu schmeißen, ist halt schwierig, ne? Da können die Reviews noch so gut sein. Wo wir bei gescheiterten Shootern sind. Evolve, hatten wir letztens noch drüber gequatscht, von ein paar Aber perfekte Überleitung. ne? Ja, ich habe beim Meister abgeschaut. Was wollte ich sagen? Evolve, haben wir letztens noch drüber gequatscht. Ich weiß nicht, in welchem Plankenschnack. Das haben sie ja Free-to-Play gemacht und plötzlich hat es wieder jeder gespielt, einen Tag lang und dann wieder nicht und jetzt wird es nicht mehr weiterentwickelt. Also der Publisher hat dem Entwickler gesagt, Schluss, ihr macht jetzt was anderes, ihr dürft nicht mehr an Evolve weiterarbeiten. Da ist jetzt finito, da wird jetzt tatsächlich, das Spiel wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein anderes Studio übernimmt und dann Evolve 2 draus macht oder was, aber Turtle Rock, wie der Entwickler heißt, darf da nichts mehr dran unternehmen. Die werden sich jetzt anderen Dingen zuwenden. Also. Das ist total seltsam mit diesem Spiel. Ne? Das ist, wenn du das ganz lange nicht gespielt und dann spielst du das, das macht mega Bock. Also es macht wirklich mega Laune.
Und nach so, weiß ich nicht, 2 Tagen, 3 Tagen ist wieder gut. Dann kannst du es weglegen und so nach einem, weiß ich nicht, halben Jahr denkst du ja, Mensch, das war eigentlich gar nicht schlecht. Ne? Ich mag halt das mit den Monstern zu spielen. Da haben sie echt schön, da haben sie wirklich, wirklich schöne Sachen gemacht. Und dann hast du wieder Bock und dann ist nach 2, 3 Tagen wieder, ja, okay, ist genug. Habe ich selten bei einem Spiel so intensiv gehabt wie mit diesem. Kannst mir nicht erklären. Es ist so Hype. Yay! Okay. Sie können den Hype halt nicht aufrechterhalten, weil sie halt in der Vergangenheit sehr viel Scheiße gemacht haben. Und das ist, ich glaube, jedes Mal, wenn du das Spiel spielen möchtest, hast du diesen Beigeschmack dabei. Vielleicht. Und ich sag mal, im Endeffekt ist ja Battlefield nichts anderes. Du spielst ja auch immer und immer und immer und immer wieder dasselbe. Und Evolve wäre so cool. Und es ist auch eine gute Idee, es ist eine revolutionäre Idee, das gab es so in der Form noch nicht wirklich, aber sie haben es halt leider verkackt. Und wie gesagt, jetzt hier am Wochenende, das war für mich das beste Beispiel, die können leider nicht den Kunden in die Hosentasche reden. Das ist einfach, das haben sie halt verkackt und deswegen geht das Spiel einfach unter. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil sie marketingtechnisch Man versteht dich immer nur. Alles gut. Weil sie marketingtechnisch nicht so gut gearbeitet haben. Was sehr schade ist. Es ist wirklich schade. Schon alleine diese zweite Klasse, diese Monsterklasse, dieser Oktopus, Kraken. Kraken. Oh, vom Aussehen her schon so. Oh, die haben so viel. Ach, es ist ärgerlich. Es ist ärgerlich. Schade. Ich meine, die haben jetzt das, wie nennt man das, als asymmetrische Multiplayer. Spielen ja nicht erfunden, ne? Beziehungsweise schon, aber Left 4 Dead war, glaube ich, vom gleichen Entwickler, ne? Aber war schon vorher. Und dann kam sie halt mit Evolved. Aber komischerweise bei Daylight zum Beispiel, was ja im Prinzip auf sowas Ähnlichem aufbaut, Spielen die klappt's. Leute heute noch? Ja, da klappt's vollkommen. Und die Ja, Leute haben Spaß dran. weil die Leute halt an der Community dran sind und sie arbeiten dafür. Und das Ding ist halt, bist du bei Streamern dran? Oder bei YouTubern, dann verkaufst du das Spiel und dann hält sich das Spiel. Ja. Und das ist halt das, was die Leute endlich mal checken müssen, dass sie dort mal hingehen. Außer natürlich große Studios, das ist das egal. Aber wenn du jetzt, nimm dir irgendein Studio, warum sind Spiele gehypt? Weil Leute diese spielen. Und warum kaufen wir mehr? Die Verkaufszahlen sind wahrscheinlich klein, aber dadurch halten sich die Spiele. Und das Halten ist ja eigentlich das Wichtigste bei Multiplayer-Spielen. Ja, bei Evolve hatte ich eher das Gefühl, alle Streamer, also alle großen Streamer, die es gespielt haben, haben halt, sobald sie nicht mehr streamen mussten, sozusagen, also ne, du hast ja bei jedem, damals, als es rausgekommen ist, überall diese Sponsored-Streams gesehen. Und sobald sie halt nicht mehr gesponsert wurden, haben sie halt aufgehört und was Neues gespielt. So, es hat offensichtlich niemandem so wirklich richtig viel Spaß gemacht, habe ich Es eher macht das aber Gefühl. richtig. Hast du es gespielt? Nee. Ja, Ja, ich sowieso nicht. Ich bin. es macht wirklich richtig Spaß. Ja. Aber es fängt einen nicht. Es macht in dem Moment, es macht richtig Spaß. Und am nächsten Tag, weißt du, es kommt irgendwas Neues oder sonst was. Und dann greifst du jetzt. Ich kann das nicht erklären, warum dieses Spiel nur einen Moment lang Spaß macht und danach irgendwie so. Ich kann es nicht erklären. No. Und die DLC-Politik war auch nicht gerade, ne? Da haben sie. Ja, das ist teuer geworden. Ja, gut. Marketing fehlt. Ja. Aber hätte es mich richtig gekennt, ne? Hätte ich das auch bezahlt. Hätte ich mir auch ein neues Monster und sonst was. Ich meine, gibt es ja in zig anderen Spielen auch. Und wenn es einem gefällt, dann macht man es. Aber es ist irgendwie dieses. Wie nennt man denn das? Einen bei der Stange halten. Hinhalten? Nee. Motivieren. Motivation fehlt mir bei dem Spiel irgendwie. Ah, okay. Der Hype. Langzeitmotivation. Langzeitmotivation. Oder Null. Widerspielwert, wie man so schön sagt. Ja, nach ein paar Es ist, Monaten so, es gibt hey. kein, Leute, es gibt kein Widerspielwert. Das ist Hype. Mehr ist das nicht. Es macht Spaß Warum? Ja, eben, und das ist der Hype. Und der Hype, der fehlt halt. und. Ja, aber zum Ja. Beispiel bei Also, De Dead by Daylight hat auch keinen Hype mehr, finde doch, ich. Dead by Daylight hat immer Hype, weil sie sehr viele Sachen verändern und weil die Streamer da sind und das hypen.
Und das ist halt das, was, warum Spiele da sind. League wird immer noch gehypt, weil Leute das spielen Sehr gut. wollen. Und das wollen die nur spielen, weil du einfach mal World Finals sehen kannst, wo die Post abgeht. Counter-Strike, genau dasselbe. Also ich rede, wie gesagt, ich rede nicht von Singleplayer-Spielen, sondern von Multiplayern. Die Leute müssen endlich mal bei Multiplayer-Spielen daran denken, dass sie E-Sports brauchen. Sie brauchen E-Sports, damit diese Titel immer lange da sein werden. Und dadurch entstehen irgendwann noch Kaufzahlen. Natürlich, jetzt, wenn ich an Hurt denke, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das ist so marginal, das ist völlig uninteressant. Aber dieser Hype muss da sein. Und das ist einfach, das ist wichtig, damit das, wie heißt das, damit das viral geht halt. Und das ist bei Dings ist das halt, da hat jeder gemeckert über Evolve. Und die haben, jeder, keiner hat das gefeiert. Ich habe es gefeiert, aber ich habe auch gemeckert. Und dann irgendwann, ach Scheiße, leg den Kack einfach weg. Und bei Dead by Daylight ist das halt so, das hält sich halt. Die machen was, die sind an der Community dran. Und da hat halt so dieses E-Sports-Ding, sie machen neue Seasons auf und so weiter und so fort. Also die machen es dann halt schon wieder ein bisschen besser. Bring neuen Killer. Ich weiß nicht, wie es bei Battlefield ist, ob da E-Sports-technisch was geht. Also Battlefield hat sich ja bis jetzt immer sehr schön da rausgehalten, aber die haben halt Glück, dass sie schon sehr, sehr lange dabei sind. Und COD hat ja auch nicht wirklich E-Sports. Ja. Also nennenswerten E-Sport und auch bei Battlefield nicht. Da ist das dann halt einfach so dieser Kult, würde ich sagen. Gut, wenn du Shooter hast, dann E-Sport hast du eigentlich so gesehen nur Counter-Strike, oder? Hast du noch einen Shooter, der groß im E-Sport unterwegs ist? Overwatch jetzt auf jeden Fall. Ja, Also okay. da ist gut Overwatch. was am Machen. Also ich meine, wer jetzt nach, wie lange ist das Spiel raus? Ja. Ja? Gefühlt. Nee, so Echt lange schon? noch. Nee, so lange nicht. Aber auf jeden Fall, es gab schon World Finals auf der BlizzCon. Ja. Das sagt alles. Also, hallo Peng, was los? Wo übrigens, das war das uninteressanteste Finale ever. Südkorea hatte Russland einfach mal mit 4-0 weggefegt. Also das war kompletter Stomp. Da frage ich mich, wie Russland ins Finale gekommen ist. Aber das war kompletter Stomp. Oder sie sind halt einfach, sie haben keinen Treibstoff gehabt oder so. Ich weiß nicht. Irgendwas lief da nicht Schlechter richtig. Tag. Ja. Kein Ritalin. Hearthstone solltet ihr, also wer Hearthstone solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Finale. Nur mal so nebenbei. Finale Hearthstone angucken. Auf jeden Fall. Pavel ist einfach der Lacker schlechthin. Also der hat so viele krasse Karten gezogen. Da saß die ganze Halle hat getobt. Und StarCraft auf jeden Fall auch. Also wer mal richtig Gänsehaut kriegen will, der sollte seine Anlage anschmeißen und StarCraft-Finale gucken. Ja. Sehr gut. Entschuldigung für den kleinen Abschweifer. Du kannst so viel abschreiben, wie du willst, Dizzy. Du bist gerade unser Außenreporter. Die Leute wollen wissen, was da draußen in der Welt passiert. Ja, Werden aber wir haben an. ja sowieso noch Themen, das könnte man ja vielleicht nachher machen. Ihr wollt ja auch was sagen. Ja, das Also, wie stimmt. gesagt, hau rein, hau rein. Anderer Release, der mir gerade auch eingefallen ist. Hab's selbst noch nicht gespielt. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Ist jetzt vor 2, 3 Tagen rausgekommen. Ist eher ein kleines, süßes Spiel, könnte aber wirklich was Cooles sein, und zwar Owlboy. Habt ihr wahrscheinlich noch nichts von gehört. Ist im Prinzip, also war 9 Jahre in der Entwicklung, ist ein Plattformer im Sinne von Ori and the Blind Forest. So ein bisschen mehr pixelig, weniger so in diesen schön gezeichneten, sondern mehr so wirklich, wie heißt das, High-Bit haben sie es, glaube ich, genannt. Also nicht ganz Hi 8-Bit, Bit. sondern High-Bit, was auch immer das heißen mag. Ich würde so gern googeln, aber ich kann nicht tippen. Sieht. Gib doch mal einen Link her. Kann mir mal einer einen Link geben? Ich kann doch Chef. nicht tippen. Moment. Ich Weil mach mal hier davon die. habe ich noch gar nichts gehört. Oh, doch, 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 das habe ich irgendwo. Nee, ich habe es gesehen irgendwo bei Hier ist einem. ein Link. Gibst du einen Da. Link? Gibst du Link? Ich zeig's auch gleich Cool, danke. hier. Moment. Ah Dann zeige ich ja. es gleich Oh, im nice. Schnack. Können wir ja schön zeigen hier, ne? Sieht sehr hübsch aus tatsächlich. Also ich werde es, denke ich mal, auch die Tage zocken. Spielt sich wohl auch ganz gut. Die Reviews sind super, super gut davon. Also scheint sehr, sehr in Richtung Orient the Blind Forest zu gehen. Soll auch vom Schwierigkeitsgrad so ähnlich sein. Ist natürlich was eher für die Retro-Hipster wie mich.
das sieht aber hübsch aus. Aber sehr cool aus, ja. Also was zum Zugucken ist es für mich auf jeden Fall. Zum selber spielen, ja, weiß ich noch nicht. Viel lesen wahrscheinlich zwischendrin, aber ne, ist halt. Das sieht cool aus. Ja, sieht süß aus. Und, wollte ich gerade sagen, Rami hat es gerade geschrieben, sieht so ein bisschen nach Terraria aus. Ja, von der Optik tatsächlich, das stimmt. Ja, so ein bisschen. Das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Also ich habe es in Streams geguckt, bei Dodger zum Beispiel. Also ne, die auch bei Total Biscuit da in dem Stream immer mit drin sitzt, die hat das gespielt. Mhm. Das, was ich da gesehen habe, sind wohl sehr, sehr viele kreative Ideen wieder mit drin. Und ist schwierig, aber das sind die Plattformer ja eigentlich immer und das müssen sie auch sein. Wäre langweilig, wenn du nach 4 Stunden irgendwie schon durch bist und nicht wirklich den Anspruch gehabt hast. Kann ich auch jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Also ich werde es spielen. Auf jeden Fall. Wenn ich aus dem WoW-Fieber raus bin. Das dauert ja noch ein halbes Jahr. Wahrscheinlich. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Sonst bringen mich die Leute gleich um, weil sie Angst haben, dass ich wirklich ein halbes Jahr jetzt nur noch WoW streamen werde. Keine Angst. Keine Angst. Dann, oder wollt ihr noch was dazu sagen zu Allboy? Nee. Neues Humble Bundle. Geh da rein, das ist mega gut. Ja. Humble Bundle, das nur noch, glaube ich, bis morgen läuft. Oh, ja, nur noch 22 Stunden. Aber Gottverdammt, da sind da gute Sachen drin. Ich zähle mal auf für, egal was man bezahlt, schon mal, kriegt man Lumino City, was mir jetzt nichts sagt. Aber dann Broken Age, das ich immer noch selber nicht gespielt habe, aber was ich weiß, dass sehr gut ist. Von Tim Schäfer. Genau, von Tim Schäfer, also dem Macher von Monkey Island. Einem der beiden Macher von Monkey Island. Ne? Sofern ich weiß, liege ich da richtig? Nickt ihr? Ich meine, ja, Tim Schäfer hat mitgemacht bei Monkey Island. Zum Beispiel. Oder anderen Sachen. Also Point and Click. Und dann gibt's Titan Souls, was auch ein sehr, sehr geiles Spiel ist. Mega. Für Umme. Wenn ihr nichts bezahlen wollt, kriegt ihr es da quasi für nix. Ja. Dann, wenn ihr mehr als 4,43 € momentan, $4,43 bezahlt, also dem Durchschnitt, bekommt ihr Grim Fandango. Ich habe das selber noch gar nicht gekauft. Ich muss mir das kaufen, weil Grim Fandango muss ich selber spielen. Auch von Tim Schäfer. Genau. Massive Chalice. Sagt mir auch nix, tatsächlich. Und Oxenfree, was auch sehr gut ist. Ein bisschen Highschool, also so. Kann man Adventure sagen? Ich würde schon sagen, dass es Adventure ist, ein bisschen. Nur weniger Point and Click, sondern eher rumlaufen und quatschen mit anderen Leuten, mehr oder weniger. Ein bisschen Rätsel lösen. Es ist ein bisschen horrormäßig angelegt, aber eher so auf Teenie-Horror tatsächlich. Aber es ist ein schönes Spiel. Also ich habe es mal angespielt, ich habe es bei anderen mehr gesehen. Spielt sich ganz gut. Und für mehr als 9 € kriegt man dann nochmal das neue Day of the Tentacle, das auch von Tim Schäfer ist. Also so ein ganzes Tim Schäfer-Humble-Bundle. Ja. Aber das Remastered, also wirklich das, ne, die Steam-Variante, die jetzt auch spielbar ist. Da braucht man kein Scum-VM oder wie das heißt, sondern das kann man direkt spielen. Also, wer auf Adventure steht, sollte da auf jeden Fall noch in den nächsten 22 Stunden mal diesen... Day of the Devils, hast du vergessen? Achso, nee, das ist ein VIP-Ticket. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ah, das ist ein VIP-Ticket. Oh, sorry. Das ist irgendwas. Hier, da ist der Link. Da könnt ihr rein. Und dann... Ja, das ist super. Genau. Also, alle, also ne, mehr als die Hälfte der Spiele, die da drin sind, lohnen sich. Würde ich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Absolut. Und ich werde es mir auch gleich kaufen. Apropos. Bevor ich es vergesse. $9. Klicke ich schon mal drauf. Genau. Das. Und das waren, habt ihr noch irgendwas? Weil das waren jetzt meine großartigen Punkte. Pünktlich nach 2 Stunden. Jetzt habe ich eigentlich nur noch die Twitch News. Twitch News. Außer ihr habt noch irgendwas dazwischen zu schieben. Ich habe noch einiges, aber nee. Also ich könnte ein, zwei Anekdoten, aber ich doch.
Ja, gut, die werden wir wahrscheinlich gleich nach der Pause klären. Aber sonst würde ich jetzt Wenn dann jetzt Schleichwerbung Leute noch bei Hashtag Plankenschnack ihre Fragen stellen. Also Leute, go, go, go. Das ist hier Special Edition. Hallo? Mhm. Ich sitze hier im sonnigen Kalifornien. Jetzt stellt Fragen. Ich habe mich extra für euch am PC gesetzt. Nur für euch. Das war vorwurfsvoll gemeint jetzt, ja? Do it. Do it. Okay, let's go. Gut. Ich will es nicht drauf ankommen lassen. Ja. Twitch-Nachrichten. Da waren ein paar Sachen tatsächlich, manche davon auch sehr interessant. Ich fange mal bei den eher uninteressanteren Sachen an. Die sind nicht uninteressant, aber nicht ganz so interessant wie die anderen. Und zwar, erstens, die Loyalty Badges sind live. Ihr habt es gesehen. Oh. Beim DC sieht man es ja auch jetzt gerade im Chat. Ne? Der hat ja einige Bogger. Hast du überhaupt schon? Ja, ne? Du hast schon. Aber noch nicht, obwohl doch. Doch, hat er. Ich habe mir die noch gar nicht richtig angeguckt bei dir, die Badges. Es sind alle drin, ja. Oh, wow. Das heißt, je länger ihr dabei seid hier bei den Offizieren beim DC, umso mehr Wurst bekommt ihr. Richtig. Ich glaube, in drei Monaten kriege ich mein Zwei-Jahres-Badge. Yay! Ich auch. Yay! Juhu! Dankeschön, ich hab euch lieb. Moment. Ja, will ich auch. Ich mach mal einen Test. Ich weiß gar nicht, wie lange ich bin bei dir. Ich bin bei mir? Ja, seit Anfang an. Also wie viel habe ich denn? 12, 11, 10, 9, 8? 7. 7? Ja, wir sind erst im 7. Wow. Warte. Ich drücke nie diese Knöpfe. Also. Ja, ich habe heute deinen Knopf gedrückt. Danke. Es war so schön. Vielen Dank für deine Unterstützung, Sali, und von mir der Salut an dich. Danke very much. Ein bisschen Liebe in den Chat, Dankeschön. Ein bisschen Liebe. Wo ist meine Liebe? Moment, Zeitverzögerung. Ich warte auf die Liebe. Die Badges sind da, die sind voll gut. Also ich mag das. Was am Anfang ein bisschen irritierend ist, ist nicht ab dem dritten Monat, sondern nach Vollendigung des dritten Monats. Also ab dem vierten. Ja. So ist das nämlich. Das gab am Anfang ein bisschen, man war ein bisschen irritiert. Man muss es abgeschlossen haben. Drei Monate lang habt ihr das Hauptbadge und zum vierten Monat habt ihr drei voll und dann gibt's das neue. Ja. Ja. Aber ich mag diese Idee unglaublich gerne. Mag das sehr. Ja, finde ich auch sehr schön. Dann verstehe ich das jetzt. Wobei bei 18x18 ist es halt ein bisschen schwer, was zu verwirklichen, was nicht jeder Hinz und Kunst mit Platin, Bronze, Silber, Gold habe ich nie gewollt zu machen. Ja, bei dir passt das ja. Du hast Entschuldigung. Hey, jetzt hör mir mal zu, Puppe. Ja, Hinz und Kunst. Hör mir mal zu jetzt hier. Ja, leg mal los. Hör mal das mal. Du hast das ja von deinem PS4 Trophy handen. Ja, also genau. Da ist das ja wohl völlig in Ordnung. Aber wie die Faust aufs Auge ist das da. Ja, ist halt so ein bisschen unkreativ, finde ich. Danke. Aber es ist halt schwer. Ich sag mal, die... Ja, ist es. Die Wurst, also jetzt... Ich find's gut. Ina hat auch sehr schöne... Also es gibt Leute, die haben doch sehr, sehr schöne Dinge gemacht, muss ich sagen. Ich könnte ja Name-Calling machen, aber... Es gibt so ein, zwei. Oh, die sind nicht so toll. Ja, gute Sachen kannst du doch sagen. Ja, Kitty Place. Die hat Gears Art Gears gemacht, der auch die Emotes von Lyric macht. Und die hat ein Ei und aus dem Ei in dem nächsten siehst du dann nur ein Auge herausblicken und am Ende ist eine kleine Katze aus dem Ei geschlüpft. Und das ist so toll gemacht. Und eine andere. Ihren Namen habe ich gerade vergessen, die hat einen Burger. Der Burger ist am Wachsen. Auch von ihm gezeichnet, ist sensationell. Also das sind so, die sind schon toll. Aber ich mag die Bogger gerne mit dem Senf. Ja, das war ja jetzt auch nicht, dass ich die nicht mag. Ich finde das super. Da ist es ein bisschen schade, dass ich so ein, ja. Oh, meine Liebe, vielen lieben Dank für so viel Liebe im Chat, das ist schön. Bin ich ein bisschen traurig. Dass ich so das Format mir wobei ich mach das richtig gerne, das Achievement-Hunten. Und es passt halt wie die Faust aufs Auge. Aber ich gucke ein bisschen neidisch auf die ganzen anderen coolen, kreativen Sachen, die sich entwickeln, ne? Ja, dann mach doch einfach was anderes. Ja. Mal gucken. Mach doch einfach was anderes. Vielleicht... Wenn dir irgendwann irgendwas nicht mehr gefällt, mach es einfach weg. Boah, es gibt halt so richtig... Nur auf 18x18, ne? Man muss halt... Vielleicht fällt mir noch was ein. Ja, mir fällt schon einiges. Ist auf jeden Fall top. Ich mag die Badges.
Jo. Destruktion gehört zur Kreativität dazu, ne? Ja. Man muss Sachen kaputt machen erst. Wenn ich mal kurz ein bisschen. Ja, nee. Nächster Punkt. Es ist jetzt rausgekommen, oder Twitch hat gesagt, auf der TwitchCon, die ja auch noch gleichzeitig dieses Wochenende läuft, mit der BlizzCon, also ne, TwitchCon war ja jetzt auch noch in. Nee, 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 nee. Moment, du meinst Nee. die Ich meine die Pax, PAX. Nee, die die Pax PAX, meinst du? die Ja, in die Pax, Australien ja. läuft. Der TwitchCon ist nicht, nee. Wann war denn die TwitchCon? Vor einem Nee, Monat, vor einem als Monat noch. wir die Jetzt bin ich verwirrt. Was steht denn hier in die meinen. Subs, die Twitch Prime bekommen haben. Okay, dann bin ich gerade verwirrt. Auf jeden Fall, ist auch egal, vergesst die TwitchCon. Nein, in den letzten 3 Monaten, so die TwitchCon war ja schon vor langer Zeit, ne? Seit die Bits eingeführt worden sind, so, wurden 166.148.917 Bits gecheert, was ungefähr 2 Millionen Dollar beträgt, laut Forbes. Das heißt, es scheint doch relativ erfolgreich gewesen zu sein, bis jetzt Na, tatsächlich. davon waren wahrscheinlich 1.000 Dollar in Deutschland. Wahrscheinlich. Von Ja. allen Also in Leuten, die Amerika eine kommt das gut an, ja, aber Kreditkarte jetzt bei haben. uns nicht. Ja, ich Aber es ist hoffe. cool. Ein Also. bisschen. Es wird schon genutzt. Ja. Ja, vereinzelt, ja. Ja. Für Kreditkartenmenschen, ja. Ja. Ich warte ja noch darauf, dass man in Deutschland endlich die Werbeeinblendung sehen kann und damit Bits verdienen kann. Ja gut, das ist ja erst in der Beta in der USA. Also das wird dann nur bei bestimmten, glaube ich, ausprobiert. Das ist, Ja. da bin ich mega gespannt drauf. Das ist toll. Ja. Das ist richtig Da habe toll. ich heute gelesen, manche kriegen dafür 50 oder 75 Bits irgendwie pro Werbeeinblendung. Also scheint sich schon zu Wow. lohnen. Ja. Nee, du kannst das ja als User eben selber bestimmen. Du tippst das unten ein und bestimmst selber, dass du dir jetzt eben eine Werbung anschaust und dafür, und das ist. Genau. Aber du weißt Es vorher ist nicht, wie viel du, super. glaube ich, bekommst. Ne? Erst wenn du die gesehen hast, dann siehst du, ah, jetzt habe ich so und so viele Bits dafür bekommen. Also es sind nicht nur Weiß gar so nicht, ob das 5 direkt oder dann so. gut geschrieben wird oder ob das auch dauert, das weiß ich nicht. Aber die Idee an sich ist Ja. spitze. Das stimmt. Apropos Werbung. Aha. Obwohl, nee, 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 nee. Das ist das, was ich am interessantesten finde. Lass Jetzt zieh mich. durch das Ding. Okay. Jetzt zieh das, du hast es angefangen. Ich habe angefangen, da muss ich auch. Okay. Und zwar hat Twitch angekündigt, dass sie ein neues System gekauft haben erstmal, aber es jetzt wahrscheinlich auch durchbringen werden. Und zwar heißt dieses System SureStream. Und das ist eine neue Art, Werbung zu zeigen. Im Prinzip, was das macht, ist, man kann nicht mehr Werbung auf Twitch mit Adblockern blockieren. Denn die Werbung wird irgendwie so implementiert in den Stream, dass ein Adblock nicht mehr funktioniert. Das heißt, selbst die Leute, die Adblock anhaben und Streams gucken, werden diese Werbung dann trotzdem sehen. Ne, es Ob gibt ja die sich wohl mittlerweile inspirieren lassen haben? von. Naja, es gibt auch noch andere Dinge, wo man eben Werbung direkt in deinem Stream kannst du ja auch Ach so, du Werbung meinst dieses laufen lassen. Loot-Zeug oder Zum was? Beispiel wie das Loot. Ja, das ist ja aber nicht vom Streamer abhängig, sondern das ist schon im Player dann drin. Ich weiß halt nicht genau, wie das funktionieren wird, aber dir wird quasi die Werbung gezeigt, die dir normalerweise gezeigt wird. Also du kommst in den Kanal rein, siehst die Werbung, Aha. der Streamer klickt seinen Knopf, mit der er quasi in die Werbepause geht und du siehst die Werbung und der Adblock wird das halt nicht mehr. Also das ist das Erste, was sie halt gesagt haben, ne? Da kommen aber noch ein paar andere Vorteile mit rein. Zum Beispiel, dass die Werbung, also die Leute, die die Werbung sehen, beschweren sich ja die ganze Zeit, dass sie viel zu laut ist, dass die gemuteten Streams, in denen plötzlich Werbung geschaltet wird, wieder laut gemacht werden und sowas. Und das wollen sie damit quasi auch um das Problem wollen sie sich auch kümmern, sozusagen. Du sollst mal ein Also. bisschen Abwechslung reinbringen. Was ich in den Beschwerden oft höre, ist, dass wenn ich jetzt aufs WC gehe und ich lasse 3 Minuten Werbung laufen, dass sie 6-mal die gleiche hatten oder sowas. Das ist so. Aber Ja. ansonsten, ich habe davon noch gar nichts gehört gehabt.
Hier übrigens der Blog-Eintrag bei Twitch, falls ihr den sehen möchtet. Ich meine, das passt jetzt ganz gut mit der Einführung von Twitch Prime, würde ich sagen, weil Ja. das geht nochmal in Richtung, ne, noch einen Vorteil, Twitch Prime zu nutzen, um eben die Werbung nicht sehen zu können. Weil wenn du sie sowieso nicht blockieren kannst, dann, ja. Ich bin seit 2 Jahren Turbo, also ich habe auch vergessen, dass wenn man einen Stream startet, dass dann am Anfang, Ja. ohne dass der Streamer Werbung schaltet, schon Werbung zu sehen ist. Das ist zum Beispiel was, das habe ich vergessen gehabt. Aber mit Prime hast du das ja nicht mehr. Da siehst du ja keine Werbung mehr. Mir ist das auch aufgefallen, wenn ich irgendwie anonym irgendwie unterwegs bin auf Twitch, anonym, also mit einem anderen Browser oder so, damit ich halt nicht als Slapstick im Chat zu sehen bin. Ab und zu mache ich das, dann sehe ich das erstmal, dass ja da Werbung geschaltet wird auf Twitch. Das kriege ich normalerweise überhaupt nicht mehr mit, weil ich auch eben seit Ewigkeiten Turbo-User war und jetzt eben Twitch Prime. Finde ich aber cool, ehrlich gesagt. Ich denke, dass das ein sehr durchwachsenes Thema ist. Also ich bin nicht Anti-Werbung, ich bin aber auch nicht für Werbung. Mich kotzt diese ganze Werbung kacke eigentlich an. Und ich meine, Werbung ist gut und Werbung finanziert viele Dinge. Ja. Wie zum Beispiel auch mein Mittagessen jetzt. Also ich habe ja auch mit Alternate eine Partnerschaft oder Alternate ist mein Sponsor, kann ich sagen. Und ich kriege auch Geld dafür und muss auch Werbung machen. Es ist halt immer so. Der eine will Werbung sehen, der andere will keine Werbung sehen. Und ich zum Beispiel, ich will auch keine Werbung sehen. Deswegen habe ich noch nie Werbung gesehen. Hier zumindest nicht auf Twitch. Ja. Und das ist halt so. Ich meine, kein Stürz und alle kriegen Geld. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende das Wichtigste ist, weil das finanziert eine ganze Menge, dass jemand hierher kommt und Werbung macht bei dir. Und ich, also wie gesagt, ich sehe es ja selber jetzt auch. Ich kriege dafür Geld, dass ich für Alternate Werbung mache. Und es ist so eine grenzwertige Geschichte. Das jetzt, ich meine, auf kurz oder lang, so leid es mir tut, Twitch, ich hab dich lieb und so, aber Adblock wird das sowieso wieder in 2 Tagen raus haben und dann gibt's das nicht, weil das in irgendeinem Code steht das drin und schwupp ist es weg. Wäre Ich ich mir meine, ich nicht habe so da, ich, sicher. ja, ich gehe mal ganz stark davon aus. Und Also wenn nicht, ich. gibt es irgendein anderes Tool, was das nachher macht und das wegmacht und dann gucken auch alle wieder werbefrei. Glaub mir, die Leute, die dagegen sind, die werden schon einen Weg finden, die sind pfiffig. Es ist halt so, es ist schön, Werbung zu machen, aber auf der anderen Seite ist es nicht schön, Werbung zu sehen. Aber das ist halt so, ich zum Beispiel wieder, ich will bei mir im Stream keine Werbung schalten. Nur am Ende. Ich drücke in den letzten 10 Sekunden einmal auf Werbung drauf. Wer noch da bleibt, guckt das. Wer nicht, der guckt es halt nicht. Es ist halt einfach so, dass das Ding ist halt, da kommt so viel Zeug, was völlig uninteressant ist. Also, ich meine, AfD-Werbung, Pampers-Werbung, OB-Werbung. Wer will das von uns sehen? Wen interessiert das? Kein. Wenn das jetzt so themenspezifische Werbung wäre, weiß ich, von Blizzard Drei oder Sachen, die man was sich weiß sonst ich. wohin stecken kann. Der war gut. Oh, manchmal gibt Also, es Skyrim-Werbung gibt es anscheinend auch, ne? Also es gibt ja, nicht aber nur. das ist halt selten. Wenn das so, wenn es wirklich nur Gamer-Werbung wäre, dann wäre es halt cool. Also das wäre sinnvoller. Und das ist, glaube ich, auch immer das ganze Problem an der Sache. Ich meine, wir haben im Fernsehen, sind wir schon bedient, dass da so viel kommt. Aber ohne wird es halt auch nicht funktionieren, weil die sich nicht finanzieren könnten wahrscheinlich. Und hier ist es halt genau dasselbe. Und ich sag mal, man sagt ja immer, ja, die haben ja schon so viel Geld und Pipapo und Tralala. Aber Mäuler wollen auch gefüttert werden. Und es ist wirklich, es ist so ein schmaler Grat, dass ich zum Beispiel, ich möchte gar keine Seite beziehen und sagen, ja, ich bin für oder ich bin Anti-Werbung. Es ist wirklich schwer. Ich zum Beispiel habe das jetzt so gemacht, ich habe mir ein Konzept gemacht, wie ich Werbung für Alternate mache. Lasst euch überraschen, es wird witzig. Ich habe mir was Eigenes einfallen lassen. Und dann gibt es bei mir auch Werbung zu sehen. Aber ich habe diese Werbung gemacht. Ich finde Leben und Leben lassen. Ja, das ist wichtig, ja. Ja, Leben und Leben lassen. Es gibt nichts im Leben umsonst. Leben und Ja. Leben lassen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, weil sie noch nicht viel dazu gesagt haben, aber ne, sie haben ja gesagt, for Advertisers, das steht alles in dem Blog mit drin, dass sie halt besser drauf
zielen können, an wen die Bewerbung gerichtet ist. Weil so wie es jetzt läuft, wird einfach nur noch, glaube ich, random geguckt. Wird irgendeine Werbung zugeschmissen. Ich habe schon gehört, irgendwie Leute kriegen eine 3,5 Minuten Werbung, die sie nicht wegklicken können und sowas. Das möchten sie halt eben verbessern. Also, dass halt diese ganzen Probleme auch auf Viewer-Seite nicht mehr auftreten und dass das alles ein bisschen schöner wird. Von daher finde ich es eigentlich einen Schritt in die richtige Richtung, dass sie dann wirklich ein System dahinter setzen und nicht einfach random Videos entgegenschmeißen. Von daher, so schlimm finde ich das nicht. Also ich finde es eher gut, tatsächlich. Und das Letzte, wo wir gerade beim Hammelbundle waren, Twitch Prime, der ab morgen, glaube ich, der neue Loot für die Prime-User, das werden die sie mal kurz tippen, kommt raus. Und das sind zwei Spiele diesmal, und zwar keine schlechten Spiele. Und was mich jetzt weniger interessiert. Zum einen gibt's Punch Club. Und zum zweiten This War of Mine in der Anniversary Edition. Für lau. Also vom 7. bis zum 12. Dezember, glaube ich. Also vom 7. November bis zum 12. Dezember läuft das. Also ab morgen gibt's für jeden, so wie ich das verstanden habe, Twitch Prime User diese Spiele. Über was das muss man sich da irgendwie auf diesem, ich habe mir das nämlich letzten Monat nicht angeguckt, weil mich das nicht interessiert hatte. Da muss man diesen Launcher für runterladen, ne? Um sich die Spiele runterzuladen. Ja. Genau. Und die wird's dann wohl da ab morgen geben. Ich habe gestern mit Chris drüber gesprochen. Ich bin gespannt, wann sie das abschaffen. Es ist einfach viel zu viel. Es ist einfach, das ist wie Schlaraffenland. Du schmeißt dich einfach in ein riesen Becken voll Schokolade und frisst dich voll. Und ich weiß nicht, ob sich das wirklich so rentiert. Also entweder war da wirklich ein Marketing-Gott dahinter, der wirklich richtig Ahnung davon hatte und sich dabei was gedacht hat, oder ich meine, das War of Mine und Punch Club sind nicht gerade die schlechtesten Spiele. Nee. Und irgendwie, es ist halt einfach ich bin in Amerika, ich darf das jetzt sagen, es ist einfach eine Shitload von Zeug, was du jeden Monat kriegst, jeden. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das mit 50 Euro im Jahr irgendwann rechnet. Also mittlerweile habe ich so ein bisschen meine Zweifel daran. Aber nur ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Twitch da überhaupt Geld für bezahlt. Ich glaube, Punch Club und This War of Mine sind zwei Spiele, deren Halbwertszeit mehr oder weniger erreicht ist. Also, ne, die werden ja jetzt nicht mehr gehypt. Die werden nur noch vereinzelt gekauft, würde ich jetzt mal sagen. Ja, schon, aber es sind halt auch immer noch gute Spiele, die du kriegst. Eben. Also, da ist halt die Frage, wie das funktioniert. Aber das ist halt, man hat keine Inside-Info. Man kann sich das, man kann das einfach nicht wissen. Mhm. Wie gesagt, da muss irgendein Genie hinter gewesen sein. Ich meine, so gesehen, die Spiele kriegen ja nochmal gut Marketing jetzt am Ende. Ja. Nochmal auf der Plattform. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass so manch ein Entwickler da auch gerne sein Spiel für einen Monat kostenlos zur Verfügung stellt. Ich habe da schon von Entwicklern gehört, die das gerne machen würden. Und selbst wenn am Ende, wenn sie den Preis verdoppeln, ist das immer noch geschenkt. Also selbst wenn es 100 im Jahr kostet, ist das immer noch geschenkt. In den USA kostet es $100, ne? Das ist Geschenk. Aber das ist hinterhergeschmissen. Also überlegt euch das mal. 100 Euro im Jahr. Im Jahr. Nächsten Monat im Jahr ist Geschenk. Das ist eine Schachtel weniger im Monat rauchen. Und dann hast du es. In den USA kriegst du, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr geboten für Amazon Prime als bei uns. Ja, natürlich. Du kriegst ja bei Netflix und so auch. Also ich habe gestern angemacht und war so, oh, okay, ich kann, hier kann ich aber lange scrollen. Also ich habe echt, ich habe ja gescrollt wie ein Bescheuerter und ich war immer noch nicht am Ende. Ich habe Dokus gesucht, leck mich am Arsch, die haben so viele Dokus hier. Ach Gott, oh Gott. No. Und sehr wichtig noch, es gibt ein paar Items für Watch Dogs 2. Cool. Kannst du mehr XP verdienen. Und so. Also, wer tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, Watch Dogs 2 zu spielen, schlag zu. Ja. Ich kenne jetzt keinen aus dem näheren Bekanntenkreis, der da nochmal drauf reinfällt. Aber da wird es wohl noch ein paar Leute geben. Ja, das war's. Oder werdet ihr Watch Dogs 2 spielen? Ich auf jeden Fall, ja. Ja? Ich nicht. Dann bist du der Erste.
tatsächlich. Den ich kenne. Ja. Wann kommt das raus? Oder? Wahrscheinlich dann ja auch jetzt, ne? Im November. Ja, demnächst. Ja. So, haben wir die Liste ist durch, oder? Die Liste ist durch. Ja, cool, weil ich würde nämlich gerne auch mal, ich habe schon seit einer Stunde irgendwie so einen trockenen Mund, ja. Ich würde gerne mal eine Pause machen, mir was zu trinken holen, kurz mal im Pool springen, nicht? Und dann können wir gleich weitermachen. Ja, das machen wir. Dann hüpfe ich jetzt in die Pause und cool. Dann sehen wir uns in, wann wieder? 5 Minuten? Ich weiß nicht, so 5 Minuten maximal? 5, 6 Minuten. Die Pause Minuten können wir nutzen, oder besser könnt ihr nutzen, um auf Klar. Twitter noch aktiv zu sein mit Hashtag Blankenschnack. Oh ja. Ganz genau! Das wäre mir eine Farce. Ich habe euch vermisst, Leute. Eine Farce? Das ist echt. Eine Farce? Ist echt ein Traum. Ein Traum. Es ist schwer ohne euch. Ach, so schön es ist, aber es ist schwer. Ja. Alles klar, dann sehen wir uns in 5 Minuten. Ich lasse ein bisschen Musik laufen, ne? Bis gleich. Okay, bis gleich. Bis gleich. Okay.
und dann kommen wir zu den Zuschauerfragen. Noch laut machen. Ihr könnt sie noch nicht hören? Ja? Jetzt könnt ihr sie hören. Hallöchen. Oh, jetzt hi. Hören wir dich. Da sind wir schon wieder. So, Zuschauerfragen. Was kam da rein, außer dein Sprung in Pool? Wow. Wie nice. Das Lustige ist, dass ich hier saß und sag, wo bleibt er denn? Ne? Haben wir Zeichensprache gerade gemacht. Wo bleibt er denn? Und er sagt, und ich. Also, sehr schön, ja. Da waren wir gar nicht so weit davon entfernt. Entschuldigung. Ja. Ich habe mir gedacht, ich stelle mich da noch mal kurz rein. Ein dezenter Neid sei dir geschenkt. Okay. Jawohl. Soll ich mal die Fragen vorlesen? Lese ja, bitte vor. Mal rein. Alles klar. Und zwar vom Lurchlord, oder wie er bei dir heißt, Lurchlord, wird es mal wieder ein Brettergeschmetter-Stream geben? Und wie findet ihr das eigentlich? Brettergeschmetter klingt gut. Das war lustig. Eigentlich ja. Auf jeden Fall. Ich vermisse es auch. Das war lustig. Aber Uno ist richtig gut gelaufen damals, ne? Also, ja. Uno war lustig. Das müsste man mal gucken, wie das zeitlich passt. Also, das könnte man wirklich mal wieder in Angriff nehmen, ja. Ja, das war lustig. Das war ja eigentlich regelmäßig geplant, aber da kamen so viele andere Sachen noch und dann ist das irgendwie untergegangen. Aber das kann man auf jeden Fall mal in Angriff nehmen, ja. Ich würde gerne mal wieder ein paar Bretter schmettern. Ja, und ein paar Geschlechts... Ja, Uno, wir müssen unbedingt Uno noch spielen. Ein paar Geschlechtsteile aufs Brett malen. Mhm. Und gucken, wie lange Dizzy braucht, es zu sehen. Oh, das war lustig. Ja. Ich hoffe, mir ist jetzt keiner böse, weil ich ein Bild vom Pool gepostet habe. Ich meine, hallo, da stand bloß mit der Füße drin. Also bitte. Jeder darf ob mal Urlaub du jetzt auf machen. Der Schüssel saß, wie andere, oder die Füße den Pool gehalten hast, ist doch kein Unterschied. Ist gehupft wie gesprungen. Ja. Also reingesprungen bin ich nicht. Denn ich frage mich gerade, warum es auf einmal jetzt so hell ist bei mir. Hm. Hell? Ich hab die jetzt ja, die Kamera geschickt. Ist auf einmal so hell. Echt? Egal. So, was haben wir noch? Also ja, ich wäre auf jeden Fall auch dafür, für Brettergeschmetter. Ich fand das damals so. Für die, die nicht wissen, was das war, wir haben, wie heißt das Spiel nochmal? Hier. Sag schnell. Nicht Board Game Simulator. Wer ist denn das Spiel? Tabletop. Tabletop. Tabletop Simulator haben wir gespielt. Hier. Mhm. Das war ja. Sehr spaßig. Wir haben uns erst an Monopoly versucht. Das war auch und lustig. Und haben am Ende Udo gespielt. Erstmal lustig. Aber jetzt könnten wir tatsächlich auch nochmal Monopoly spielen, weil jetzt wissen wir ja, wie wir den ganzen Leuten verbieten oh, können. Monopoly ist so anstrengend, da mit Bank und dem Ganzen und der eine nach da und das endet bei uns im Desaster. Ja. Das funktioniert mit uns allen nicht. Der eine versucht da, der andere da. Ja. Nächste Frage. Von PFB, Dizzy. Was war die beste Gaming-Convention, auf der du warst? BlizzCon 2016. Einfach easy peasy. Das wird auch, da wird nichts anderes kommen, was das überbietet, glaube ich. Ja, okay. Wart mal bis auf die Videodays in Köln das nächste Jahr geht. Also ich sehe mich ja nicht da eingeladen, also in solchen Sachen. Hm. Ich sehe mich ja immer noch ganz dezent als etwas kleinerer Streamer und auch nicht als so bekannte Figur im Internet. Und ich möchte das irgendwie in meinem Kopf beibehalten und deswegen sage ich jetzt vorweg, ich glaube nicht, dass ich an solchen anderen großen Dingen teilnehmen werde. Und ich glaube auch nicht, und das muss ich jetzt sagen, es tut mir leid, dass die Gamescom mich so rocken wird wie die BlizzCon. Nee. Ich glaube, da brauchen wir... Es ist halt was ganz anderes. Also du fliegst in ein anderes Land auf einen anderen Kontinent und das nimmst du alles ganz anders wahr. Also du nimmst auch das Land ganz anders wahr. Es ist Los Angeles, also nicht direkt Los Angeles, aber es ist neben Los Angeles. Es ist einfach die Hauptstadt des Entertainments, die Welthauptstadt. So, alles morgen was da. Sind wir in Los. Ja. Morgen sind wir in Los Angeles. Aber Stadt angucken. Ja. Am Venice Beach, ja. Wir fahren morgen zu Venice Beach, an Venice Beach oder zum Venice Beach. Zur. Und gehen dort auf die auf diesen. Wie heißt denn diese Brücke da mit dem Riesenrad und so? Und da fahren wir morgen hin.
Die Und ich muss einkaufen. Aus GTA 5 kennt. Das Pier. Ja, genau, da fahren wir morgen hin. Das wird, glaube ich, ein sehr schöner Vlog. Ja, das glaube ich. Ja. Aber trotzdem halt, alles, was da im Umkreis passiert, das ist top, top notch. Da kann eine Gamescom noch so geil sein, aber eine Gamescom ist halt nur in Köln und nicht in... Die Gamescom ist übrigens größer als die BlizzCon. Ja, ja. Von den Menschen. Saying. Klar. Ja. Santa Monica Pier heißt das genau, danke. Aber dann fahr mal zur E3 und dann weißt du sowieso... Das mache ich nächstes Jahr auch noch. Also ich wollte nächstes Jahr zur E3 und zur TwitchCon. Habe ich mir vorgenommen. Aber ich glaube, das wird nichts, weil das ist zu teuer, glaube ich, in einem Jahr drei Dinge. Außer man wird eingeladen, dann ist das vielleicht was anderes. Aber da kann man sich nicht drauf verlassen, dass das bezahlt wird. Also wenn es bezahlt wird, ja, aber ansonsten, nee. Ja, abwarten, ne, was das ja noch so bringt. Aber also eine von den beiden nehme ich mit. Also ich fahre nächstes Jahr auf jeden Fall zu BlizzCon wieder und ich fahre entweder zur TwitchCon oder ich fahre zu E3. Was habe ich mir vorgenommen? Dafür wird gespart jetzt. Okay. Sehr cool. Lassen wir mal den Helikopter vorbeiziehen. Oder ist ein Flugzeug. Oder ein Flugzeug. Es tut genau. Ne, macht ja nichts. Ich sag's nur. So, jetzt ist er weg. Dizzy, wie ist die Aussicht bei euch? Und wurde nur, ich verstehe die Frage nicht, wurde nur euer Ticket von Blizzard, ach so, ob nur das Ticket von Blizzard gesponsert wurde oder noch mehr? Die Aussicht ist, wir haben ein super geiles Haus erwischt, also wir haben einen super netten Gastgeber, Corey ist sein Name, und ich muss sagen, ich bin ein bisschen verlauft, also das ist hier mehr so eine große, größere Wohnung, ist aber als Haus gemacht. Also so vom Füll her, wenn man sich das anguckt, sieht das nicht ansprechend aus, ganz ehrlich nicht. Also, wie soll ich das erklären? Es ist alles so ein bisschen, naja, nicht runtergekommen, aber es gibt kein Gras und so, es sieht nicht so, sieht nicht einladend aus, wie zum Beispiel in einem deutschen Wohnhausviertel. Aber so innen drin ist das sehr, sehr geil. Wir haben jeden Tag Sonne gehabt, wir haben einen Pool, wo wir noch nicht drin waren. Und die Aussicht ist echt cool. Also ist schön hier. Vor allen Dingen sind wir 5 Minuten von Disneyland weg. Und da fahrt ihr nicht hin? Nee. Weißt du, was ein Ticket für Disney World kostet? Ich glaube, ich will es gar nicht. Also Disney World kostet einfach mal, wenn du da einen ganzen Tag ein bisschen was machen willst, $500. Ja, du musst mir weiterhin die Filme an. Ich habe nicht hingehört. Ich aber viele Disney-Filme. Du musst Fahrgeschäfte bezahlen. Du stehst da manchmal 2-3 Stunden an bei Fahrgeschäften, außer du kaufst den Fastpass. Und also, nee, danke. Disney World. Wow. Also ganz ehrlich, so, wir haben mit sehr vielen Uber-Leuten gesprochen. Ich glaube, das Ticket kostet $200 oder was. Plus Fastpass und den ganzen, also wirklich alles in allem. Mit Essen und den ganzen Kladderadatsch bist du dann wahrscheinlich bei $500. Und dann hast du noch nicht Spaß gehabt. Ach nö. Also Disney World wäre schön, wäre geil, aber das finde ich persönlich. Ich bin halt ein kleiner Knauserich und das mag ich nicht. Ja. Also das ist eine der teureren Sachen. So. Aber ich weiß nicht, was man dafür kriegt, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Ich meine, BlizzCon Ticket hat auch $150 gekostet. Aber dafür hat man was gekriegt. So. Und wir wurden nicht von Blizzard hierher geflogen. Nein, wir haben alles privat bezahlt. Also das kann ich ja offen sagen. Wir haben für Flüge, Unterkunft und den ganzen Kladderadatsch 1.000 Euro bezahlt. Pro Kopf und, oder insgesamt? Das Ticket, bitte? Pro Kopf oder insgesamt? Nee, nur herreisen und wir zurückreisen. Wohnen hier. Nee. Und, 1.000 jetzt pro Kopf? Ja, halt. Ja, pro Kopf. Ja, okay. Pro Kopf, ja. Und das Media-Ticket, das haben wir von Blizzard gekriegt, ja. Also das Ticket dort vor Ort mit Essen gehen und so, das wurde von Blizzard bezahlt. Dankeschön an der Stelle nochmal an dich, Martin. Ich sage das sehr häufig, weil ich sehr dankbar bin dafür. Kann ich nachvollziehen. Ja. Wäre ich auch. Tatsächlich. Aber wer nicht, ne? Also das haben wir von Blizzard gekriegt, ja. Aber keine Gage, kein Geld, also nee. Den Rest haben wir auch bezahlt aus unserer eigenen Tasche.
Was eine Menge Geld ist übrigens. Also, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, kommt da schon ein fleißiges Sümmchen zusammen. Also, wir haben für ein Uber, Uber ist hier so das Taxiunternehmen, sage ich mal. Das ist privatisiertes Taxifahren. Und wir haben schon allein für den ersten Tag Uber von LA nach Anaheim $117 bezahlt. Na. Also es ist schon eine Menge. Nächste Frage. Habt ihr von Project W oder W gehört, mit dem Ziel, ein AAA-MMO rauszubringen? Zusammenarbeit Black Desert und Terra. Nee, habe ich noch nichts gehört von. Nichts gehört von. Ich auch nicht. Ich bin dabei Black Desert auch eher zurückhaltend. Ich habe es jetzt nicht gespielt. Ich fand es jetzt auch nicht so ansprechend. Du schon eher, ne? Du hattest damals Spaß. Desert? Ja, auf jeden Ja. Fall. Und Sally und MMOs, da brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Hey, ich habe Black Desert Ach gespielt. so. In Das Anführungszeichen. spielst du also, wie in Das hat Dizzy Anführungszeichen. mir gewidmet. Er hat einen Charakter Ach erstellt ja, mit meinem Namen. Ich stimmt. bin. Ja. Ich habe da. Da habe ich. Oh, so schön zugeschaut, weil Black Desert hat mir mega gefallen. Ja, mir auch. Mega. Da hat's mehr gebrannt als zu WoW gerade unter den Fingernägeln. Ich habe mich doll zurückhalten müssen und da hat mir Dizzy damals den Charakter gewidmet. Ja. Aber ich glaube, Da da habe ich ist nichts auch. gehört. Nee, ich Nichts auch gehört. nicht, tatsächlich. Darth Vader. Von dem kam die Frage. Dann Grimkick. Moment. Ach so. Ich weiß, ein Zauberer verrät seine Tricks nicht. Das geht auch an dich, Nils. Da ist jetzt gerade alles am Start bei euch. Ja, hier geht echt Schrauber, alles. Flieger und gleich noch Polizei. Ja, wie gesagt, der nebenan schraubt irgendwie in seinem Auto. Der hat sich so ein Pavillon vor die Garage gestellt, glaube ich, für den Dreck oder so. Und der dreht da richtig am Zeiger. Ja. Verrät nicht seine Tricks, ein Zauberer. Aber welches Bot-Programm benutzt du für deine Bumsboje? Ich glaube, das ist ein eigenes, ne? Ja, das ist ein eigenes. Das ist alles selbst geschrieben. Marke Eigenbaum. Das ist im Merc ISE geschrieben. Also zumindest meiner. Der andere, was die Bumsboje hat, das kann ich auch nicht sagen. Das schreibt jemand anderes. Das ist auch geheim eigentlich. Also das weiß Hey, in den Quellcode zu kennen, würde dir wahrscheinlich auch nicht viel bringen, ne? nicht mal ich. Nee, nicht wirklich. Vielleicht würde ich ein bisschen was verstehen, aber. Ansonsten kann man aber jedem, was nutzt du nochmal, Sally? Den Deepbot, ne? Glaube ich, oder? Ich habe DeepBot, ja. Kann man, glaube ich, auch empfehlen. Da gibt es eine kostenlose Version, also etwas Kostenloses, das heißt Ankh-Bot. Ja, genau. Der wird aber nicht mehr verbessert, an dem wird nicht mehr gearbeitet. Der ist dennoch kostenlos. Mein Bot kostet der ist kostenpflichtig im Monat. 5 € oder was zahlt 5 man da? Dollar. $5. Und anfangs glaube ich $10, damit man überhaupt berücksichtigt wird, ne? 10 Für die. Dollar kriegst du aber einen Monat kostenlos dazu und Genau. den Bot eben. Ja. Einmalig 10 und danach 5. Also wenn Aber ihr ich auch bin sehr zufrieden mit. so coole Währungen haben wollt in eurem Chat, das sind Das glaube ich gibt's auch dann mit die. anderen Bots, da brauchst du Ja. nicht für bezahlen. Ja, aber beim Moober zum Beispiel und beim Nightbot gibt es das glaube ich nicht, ne? Da muss man glaube ich schon so ein extra Bot laufen lassen, wenn ich mich nicht getäusche. Ich Also weiß, beim dass er Moober einen gibt es das Bot hat nicht. und der ist kostenlos. Ja. Der Mubot, nee, Mubot sag ich schon, Deepbot, der kann ja wirklich alles. Jetzt Ja. mittlerweile. Also die sind da schon sehr zackig drauf für das Geld, was sie kriegen. Also wenn ich mal sagen darf, du, es geht wirklich alles. Von Umfrage Ja. über Chatspiele, die du drin hast. Du hast Warteschlangen, kannst du, wenn du zum Beispiel mit Viewern spielst, du hast in diesem Bot fucking alles drin. Es ist Wahnsinn. Ja. Und es wird immer und immer weiter dran gearbeitet. Ob da neue Spiele dazukommen, wie Roulette oder sonst etwas für den Chat. Also sie geben sich da extrem viel Mühe. Und diese 5 Dollar, dann trinke ich halt 2 Mate weniger und bezahle dem einen Bot dafür. Die Ja. sind super. Wer das Mit mal. integriertem Chat, mit allem drum und dran. Also er ist wirklich gut. Moment, und du meinst, den Deepbot gibt es auch in der kostenlosen Variante?
Nein, ach so, das ist dann der Ankbot. Der Ankbot ist inspiriert vom Deepbot, aber an dem wird nicht mehr gearbeitet. Ja. Du kannst Deepbot auch, du kannst den auch einmalig für 10 runterladen und danach nicht bezahlen. Mhm. Das geht auch. Du kannst den Deepbot kostenlos benutzen, hast dafür aber nicht alle Features, die es da drin gibt. Das ist dann die abgespeckte Version. Das geht auch. Ja. Aber wer ich bezahle da mal lieber und hab volle Kanne. Aber man könnte ja jedem empfehlen, dann sich, wenn man mit so einem Extra-Bot als Programm auf dem PC erstmal rumexperimentieren will, kann man sich dann erst den Ankbot anschauen und dann quasi immer noch auf den Deepbot umsteigen, wenn man dann wirklich die vollen Features nutzen will. Ja. Oder man schreibt sich selber ein. Oder so. Oder so. Ja, also so die Basics sind nicht so schwer. Hidden fragt, wenn du ja auch im sonnigen Kalifornien bist, warum skypst du dann nicht am Pool wie alle anderen coolen Pro-Nerds? Weil ich das, zu großkotzig finde. Die Überlegung war da, ich habe mit Fischi drüber gesprochen, aber das wäre zu großkotzig. Und wieso möchte, in so einem Reifen im Pool mit einem kleinen Drink? Diesen Eindruck möchte ich nicht hinterlassen. Weil wenn man, also ich sag mal, es ist schon, das Ding ist halt schon, ich bin nach Amerika geflogen, was viel Geld kostet. Ist das gerade ein Ding? Was? Ist das ein Ding? Was ist ein Ding? Also ich meine, das kann man doch mal machen. Ja sicher, aber ich wette, dass sehr viele Leute das nicht machen können. Ten, einfach so. Und ich mach das einfach du so. Du hast das auch nicht einfach so? Ich habe das mit Fischi 2 Wochen vorher entschlossen. Also es gibt Leute, die fahren in das Urlaub und streamen aber, dann muss, nicht, ne? Ich muss aber dazu sagen, Leute, ich lebe außerhalb von meinem Stream nicht prunk. Ja? Also ich spare wie ein Weltmeister. Das war das Geld, was ich genommen habe, war eigentlich das Geld, was für den Streaming-PC gedacht war. Möchte ich kurz nochmal dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier einfach mal 1.500 Euro aus der Portokasse bezahle, ja? Also das ist auch über lange Zeit weggelegt worden und dank der Community ist halt auch noch ein bisschen Taschengeld zusammengekommen und so weiter und so fort, ja. Aber darauf wollte ich hinaus. Aus dem Poolstream, Leute, also nee, das wäre zu großkotzig und denke, das würden sehr viele in den falschen Hals kriegen. Ich halte mich auch wirklich sehr bedeckt, was so diese ganzen Geschichten angeht, weil es ist halt einfach mal so 3, 4, 5 Tage ein bisschen was anderes und man guckt halt nicht, wo man seine Kreditkarte reinsteckt, sondern macht das halt einfach. Urlaub. Es ist kein Urlaub. Für mich ist kein Urlaub. Für mich ist das hier eigentlich so, wir gucken uns zusammen mal Amerika an. Also so viel, wie wir vloggen und die Kamera an der Hand haben, ist das eigentlich, wir gucken uns mal Amerika an. Ja, das meine ich halt. Ja. Ne? Manche fahren in Urlaub und streamen dann halt nicht und du läufst den ganzen Tag mit der Kamera noch rum, damit die Leute immer noch was von dir haben. So, da brauchst du dich ja nicht jetzt irgendwie für zu schämen. Das ist doch, das macht man. Also, finde ich. Also es ist wirklich, ich sag mal, ich habe meine Grenze kennengelernt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, körperlich würde ich sagen, ist dieser Tag heute sehr wichtig. Und genau deswegen wollte ich ihn machen, weil ich das so in weiser Voraussicht mir gedacht habe. Fischi auch, Arthur, wir sind komplett auf dem Zahnfleisch gelaufen. Also das ist halt Kaffee, Energy, das ist nur, damit du die Augen aufkriegst. Und also jetzt mal abgesehen, wir hatten kein Jetlag, weil wir halt natürlich 28 Stunden rein gereist sind und dann einfach nur ins Bett gefallen sind. Das ist halt, wir fahren hier schon ein ganz schönes Pensum um die, also ohne jetzt, ich möchte kein Lob oder ihr seid die Geizen oder sowas, das will ich jetzt nicht hören, einfach nur um die Erfahrung zu tauschen. Also es ist bei weitem nicht, ich fliege hier mal für $1.500 hin und mache mir mal den dicken Willi. Das ist es hier gar nicht. Also für mich, sage ich ganz ehrlich, heute ist eigentlich mein Urlaub in Amerika, wo ich hier einfach im Haus sitze, mir so ein Proteinbar von der BlizzCon reinziehe. Übrigens, danke, ist gesponsert. Gab es auch einen DJ, der die verteilt hat? Nee, es ist vom Buffet. Also die haben ein Buffet gemacht. Und eins also auf dem Teller, eins in die Tasche, eins auf dem Teller, nicht. Zwei. Das war Spaß. Fünf in die Tasche und einfach rausgehen. So war das. Oder so.
Fast wieder range. Fischi, das kann ich ja noch erzählen. Wir waren bei StarCraft und wir haben das immer so gemacht, dass einer immer. Das Ding ist halt, ich hatte kein Geld. Ich habe keine. Meine Kreditkarte funktioniert hier nirgendwo. Ich habe in London mit meiner Kreditkarte bezahlt und ich habe zu Fischi gesagt: Okay, nimm du Bargeld, ich bezahle mit der Kreditkarte alles. Und meine Kreditkarte funktioniert hier nirgendwo. Ich wollte im BlizzCon-Shop einkaufen, hat er jedes Mal gesagt: Rejected, rejected, rejected. Sie können hier nicht einkaufen mit dieser Karte. Dann musste Fischi sein Bargeld rausholen, damit wir das machen können. Und dann, ich hatte kein Geld. Ich hatte kein Geld. Ich konnte mir nichts alleine holen, gar nichts. Also weder Essen und das, weder Essen noch zu trinken und meine Marlboros, die ich mal rauchen wollte aus Amerika, kein Product Placement, Entschuldigung. Wollte ich einfach mal so einen auf Cowboy machen und das ging nicht. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das angekotzt hat eigentlich. Und ich weiß, ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. Aber im Endeffekt ist das hier, also im Endeffekt ist das wirklich hier nur Racken für uns und wir sind halt nur am Machen. Also so wirklich was genossen haben wir hier noch nicht. Außer die BlizzCon. Ja doch, wir haben es genossen, aber wir haben nebenher natürlich auch das andere immer noch erledigt. So. Und das mit der Kreditkarte, ja gut, das erzähle ich euch irgendwann anders mal, da könnt ihr euch dann totlachen. Na. Gut, für eine Woche in die USA ist ja auch, ne? Macht ja auch kaum jemand, außer er ist beruflich da. Also. Also noch länger wäre ganz schön teuer. Also Ja. da muss ich ganz ehrlich sagen, ich will das auch gar nicht. Also ich vermisse schon das Arbeiten. Aber, achso, die Quintessenz ist, ich habe das erste Mal wirklich gemerkt, wie hart man auf dem Zahnfleisch laufen kann. Also das ist richtig krass. Ich habe so steife Waden, damit könntest du Baseball spielen. Vom Laufen. Ohne Witz, Leute, ich habe gestern oder vor, nee, Samstag? Samstag, ja. Samstag haben wir hier beide gesessen nach dem. Nee, gestern haben wir den Block geschnitten. Nee, vorgestern. Ich komme mit der Zeit nicht klar. Entschuldigung, ich bin Macht verwirrt. nichts. Wir haben echt beide hier gesessen. Wir sind fast beide im Sitzen eingeschlafen. Und das war richtig. Also, das war eine Erfahrung in meinem Leben, wo ich gesagt habe: Okay, holy Schmidt, da ist dein Limit. Also, das war wirklich hier so. So Vlog schneiden und das war sehr, sehr krass. Und heute nur im Haus sitzen und einfach mal nichts machen und mal amerikanisches Essen nach Hause bestellen, was wir übrigens auch machen heute, was sehr witzig ist. Ja, ist halt auch mal ein schöner Tag. Und Ich dann dachte morgen. asiatisch. Ja, wir werden asiatisch machen heute, ja. Was habe ich gesagt? Amerikanisch habe ich Amerikanisch, verstanden. ja, amerikanisches Asien Takeout oder was auch immer. Ja. Typisch amerikanisch halt asiatisch bestellen. Aber ohne Witz, Leute. Das muss ich ja sagen, hier ist alles. Jede Kultur, das ist richtig verrückt. Hier ist wirklich alles, kannst du hier sehen. Du kommst am Flughafen und die Betreuerin, sie kann nicht mal Englisch. Richtig krass. Die war am Flughafen angestellt und sie konnte nur gebrochenes Englisch. Und dann stehst du da und denkst so: Oh, warte mal, was? Ich denn ich mir halt Mühe gegeben und richtig schön einen runtergeleiert. Also da kam nicht wirklich was rüber, ja. Aber eins kann ich euch sagen, die Amerikaner, die ich kennengelernt habe, die sind alle mega freundlich. Und hier ist Service, steht hier mal aber auf einem ganz anderen Blatt Papier als in Deutschland. Also die ganzen Uber-Driver, die waren super freundlich. Die Leute im Hilton Hotel waren im Hilton Hotel. Hallo, da sind Leute reingegangen und ich gehe halt einfach so mit dem T-Shirt. Ja, ich würde hier gerne mal irgendwo Geld holen. Haben Sie einen Bankautomaten? Und ja. Und das war für mich, natürlich muss man sagen, unter den Umständen der BlizzCon ist das natürlich alles wie ein bisschen was anderes, weil die darauf eingestellt sind. Aber wirklich der allerletzte Staff-Member, der rumgestanden hat an der Rolltreppe, für 10 Stunden hat er da rumgestanden, der war am Ende noch super freundlich. Der hat die Tür aufgehalten, hat gesagt: Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Und das war völlig abnormal. Also, wir sind in London, also in London der Service, der ist richtig crazy. Also, das ist nochmal ein ganz anderer Stern. Also, die Stewardessen, die wir im Flugzeug hatten, holy Guacamole, die hätten dir die Füße geküsst. Das war richtig krass. Also, es ist schon ein sehr, sehr geiles Erlebnis, aber das ist, wie gesagt, natürlich immer nur unter den Umständen so. Und wir haben das auch selber festgestellt, das ist in Deutschland wahrscheinlich auch so, nur da kennen wir das, übersehen wir das recht einfach, schätze ich. Ja. Ja.
In Deutschland ist halt alles ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich glaube, die Diskussion brauchst du nicht anfangen. Nee. Das ist einfach so, das ist einfach so, man ist im Urlaub, man nimmt das anders wahr. Ja, ja, eben. Oder man ist in einem anderen Land. Naja, Amis sind halt offener auf jeden Fall, das kennt man ja. Selbst wenn du, in Deutschland einem Anni über den Weg läufst, der herzt dich sofort, umarmt dich und quatscht mit dir über seine Lebensgeschichte. Aber dafür, also, ne, das hat alles Vor- und Nachteile wiederum. Aber da geht es schon viel zu sehr in die Kulturunterschiede rein. Bevor wir da jetzt. Die hatten jemanden beim Shop, der kam einfach von hinten an, so, also er war schwarz, hat Rastas gehabt, so halt so, ne, sag ich mal, hat er nichts zu sagen, aber so ein Typ war das, so ein lockerer, lässiger, so ein Schmuver, und dann quatscht er uns von hinten an auf Deutsch. Ey Jungs, ihr seid aus Deutschland, oder? Und dann haben wir mit denen gequatscht und das waren super viele Leute. Gestern haben wir mit einem gesprochen, der arbeitet bei Akamai, glaube ich, heißen die. Die kümmern sich um den ganzen Internet-Traffic und den Käse hier und dass das alles hier übertragen wird in die Welt. Und der war auch super nett, der hat uns halt ein bisschen was erzählt und was hier so die Hintergründe sind, was so mit Datenleitung und sowas. Und der war auch deutsch irgendwie, der hieß Münning mit Nachnamen und völlig abgespaced. Also für mich war das so, wow, was. Auch die Uber-Leute, also die Taxifahrer, richtig krass. Der Erste, der uns vom Flughafen abgeholt hat, der hat die Fenster runtergerissen, hat die Mucke angemacht und sagt dann hier, American Dream, Ladies, have fun. Richtig krass. Völlig abgefahren. Als wenn in Deutschland macht, glaube ich, das sowas. Keiner, nicht wirklich. Aber du setzt dich da rein und dann sitzt du in so einem fetten Pickup drin, alles mit Leder und alles schicki und alles lucky und du siehst aus wie halt so ein Penner und er behandelt dich, als wenn du der König von Erden bist. Ja. Richtig krass. Und dann hat uns gequatscht, der hat gesagt, Leute, hier habt ihr meine private Telefonnummer, ich kann euch abholen, ich fahre euch überall hin, wo ihr hin wollt, ich fahre zurück zum Flughafen, ruft mich einfach an, ich mach das. Und dann sitzt du in diesem Auto drin und Fischi war ja schon mal hier, der sagt ja, du, das ist hier völlig normal, also ich kenne das nicht anders. Und du sitzt da drin, was? Also das war richtig, richtig abgespaced. So geht das eigentlich nur, also irgendwie ist das eine sehr komische Angelegenheit hier. Ja. Ja, jetzt bin ich abgeschweift. Mach bloß weiter mit den Fragen, sonst geht das hier noch viele Stunden. Interessante Frage von Marc, glaube ich. Gibt es Unterschiede? Wie Amerikaner, passt ja auch ganz gut, wie Amerikaner streamen, als wir. Welche Prioritäten haben sie? Auf was legen sie Wert? Bessere Infrastruktur? Fragezeichen. Also Unterschiede zwischen deutschen Streamern und US-Streamern. Sally, weißt du da? Warum fragst du mich? Naja, weißt du da, also hast du da eine Meinung? Naja, aber Nils wird ja jetzt auch nicht viel mit. Oder hast du überhaupt Streamer getroffen? Andere? Tatsächlich nur eine. Und auch nur gesehen, beiläufig. Aber wir meinten amerikanische, nicht deutsche. Ja. Nee, ja? sie ist sogar Schwedin gewesen. Also ich habe da nicht wirklich jemanden gekannt. Ne. Ich habe Deutsche getroffen. Ich habe Ungespielt gestern gesehen. Und mit dem waren wir auch essen. Aber sonst nicht. Pete's Meat Jung habe ich auch noch getroffen, aber. Nee, nicht wirklich. Also. Ich verfolge die US-Streamer in der Hinsicht nicht so sehr, darum weiß ich nicht, wie das bei denen ist. Ich schon. Ich verfolge ja gerne. Also, ich gucke viele, viele Ami-Streamer. Also, ich schaue viele, aber. Ja, ja. Es ist ein Unterschied, ja. Aber das liegt, würde ich sagen, es ist einfach die Aufgeschlossenheit des Publikums ist dort anders. Also schon allein ein Streamer muss zum Beispiel nicht sagen, dass Leute gehypt werden. Die hypen das einfach so hoch zum Beispiel. Das ist so eine Mentalität, die haben wir hier in Deutschland noch nicht. Und auch die, ich sag mal, die Streamer im englischsprachigen Bereich werden wie, ja, na, nicht wie Götter angesehen, aber sie werden halt gefeiert als Superstars und das ist halt hier zum Beispiel bei uns auch ganz anders. Also bis du mal eine Position eingenommen hast, dass Leute sagen, oh, richtig coole Scheiße, was du da machst und das feiern und bei Grog zum Beispiel dann halt noch Geld im Pott reinhauen ordentlich und so. Das ist bei uns sehr, sehr selten. Also dafür muss man sich sehr oft rechtfertigen, habe ich so das Gefühl. Man muss Leuten immer noch sehr viel erklären und also ich sag mal, wir sind da noch ein bisschen hinterher und die Streams bei den Leuten sind
Ja, wie soll ich sagen? Die sind eigentlich nicht anders, die sind nur auf Englisch. Nope. Aber Was, wir glaube sind ich, da ein der bisschen. Hauptvorteil ist, würde ich sagen. Also du hast halt eben nicht das deutsche Publikum von 82 Millionen, sondern du hast halt die ganze Welt. Ne, also ich habe heute Morgen zum Beispiel auch dem Retro Gaijin zugeguckt bei Skyrim. Er hat auch kurz gefragt, wo kommt ihr eigentlich alle her? Und kaum einer hat halt wirklich ein englischsprachiges Land genannt, sondern die meisten halt irgendwelche Länder halt in der ganzen Welt verteilt. Da waren viele Deutsche, bei ihm natürlich viele Japaner, weil er selber aus Japan streamt. Also wirklich Russland, China und überall komplett. Und das hast du halt als deutschsprachiger Streamer nicht, weil wer versteht schon auf der Welt noch Deutsch, außer halt Deutschland, Schweiz und Österreich. Und diese kleinen Fitzel, die noch dazwischen hängen. Halt. Um die mal nicht zu vergessen. Das ist der Unterschied. Also, ne, selbst als deutscher Streamer, wenn du auf Englisch streamst, wirst du auch eine ganz andere Erfahrung machen und du wirst ganz anders angesehen, weil du halt auf Englisch streamst. So. Ja. Da gibt es auch viele, viele positive Beispiele von Leuten, die das machen. Es Ja. ist halt, das ist halt so eine andere Weltansicht, ja. Das ist wie Mububu halt schon schreibt, so das Publikum ist halt anders und das erlebt sich dann noch ganz anders. Also, wie gesagt, das ist halt eine andere Welt, aber nicht, dass sie besser ist oder so, das will ich nicht sagen. Sie erleben das halt nur anders. Er hat Und halt alles Vor- und Nachteile. hat alles Vor- und Nachteile so. Also es ist nicht immer alles gleich besser. Dafür hat man das aber auch schwerer, sich durchzusetzen im amerikanischen Markt oder im englischen. Im deutschen Markt auch, aber da ist es ein bisschen einfacher. Weil natürlich nicht so viele Leute da sind. Aber große Unterschiede gibt es nicht, nö. Es gibt immer so Ausnahmen wie Dr. Disrespect, die das Level vom Stream einfach mal in ein utopisches anheben. Das aber auch, das ist halt eine Variante von Stream. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das das Richtige ist. Es gibt ja keinen richtigen Weg, aber ich sag mal, es gibt schon vielleicht kleine Unterschiede, aber das ist eher beim Publikum als beim Streamer. Ja. Bei mir ist es gerade uhrzeittechnisch, nur mal so zur Info, 13:51 Uhr, also nachmittags. Ja. Ihr hattet Zeitumstellung heute, ne? Kann das sein? Naja, eine Stunde War sehr mehr. witzig. Also. Ja. Sind jetzt 8 Stunden, nicht 9 Stunden heute. Wieder. Nächste Oh, Frage? Oder? eine Mentalität hätte ich noch. Ja. Sponsorentechnisch geht in Amerika viel mehr. Okay, ja gut, das ist. Also, das ist im deutschsprachigen Raum mal eine Firma ranzutreten, ist wirklich. Also ich sag mal, wenn du nicht einen Fuß drin hast, dann ist es sehr schwer, irgendwie Connections zu haben. Aber Also da wird sehr viel geknausert. da würde ich aber sagen, das liegt auch ein bisschen am Publikum. Also du hast halt ein größeres Publikum. Viel, viel, viel mehr Nein. Laufkundschaft auch. Also Leute, die halt kurz einschalten und Nein. wieder wegschalten. Weißt du? Ja, nein, nein. Es ist halt so diese. Also man muss schon sehr hart verhandeln bei manchen Sachen. Naja, Twitch ist auch immer noch eine Nische, ne? Wenn du jetzt nicht gerade ein Gronkh oder ein Unge bist, dann kennt dich ja auch kaum jemand außerhalb der Twitch-Welt. Das ist richtig, ja. Selbst Bekannten oder Freunden muss ich erklären, wer Gronkh ist. Und Ja. wenn ihr hier im Chat den Namen Gronkh schreibt, jeder hat den schon gelesen, ne? Also. Man muss Menschen in Anaheim erklären, was die BlizzCon ist. Okay, Ja. also das gibt's auch. Wir bewegen uns immer noch in einer Nische, das darf man auch nicht vergessen. Richtig. Dafür ist unsere Nische aber schön mullig und warm. Oh ja, Ja. sehr warm. Und sehr mullig. Manchmal ein bisschen müffelig, aber es gehört dazu. Ja. Hast du noch was dazu zu fügen, Sally? Zu der Frage? Sonst würde Ich ich melde mich sagen, schon. überspringe ich mal das Poolfoto. Ist aber auch voll schön. Ich mag das. Darth Vader hat gefragt, in welchem Genre seht ihr die Zukunft der Games? MMO, MOBA, Adventure, Survival, Shooter oder etwas Neues? Wie die Zukunft.
In der Zukunft wird es das hoffentlich alles noch geben. Ja. Ich glaube nicht, dass es sich in irgendeine spezielle Richtung entwickeln wird. Nein, das wäre ja traurig. Feiert lieber die Vielfalt und hoffentlich kommen noch, weiß ich nicht, ein, zwei Sachen dazu, die wir jetzt noch nicht benennen und die dann einen neuen Namen bekommen. Na, bitte nicht. So sehe ich glaube, es wird immer für alles Abnehmer geben. Ja. Gott, wäre das traurig. Stell dir vor, es wird nur noch MOBAs geben. Also nur noch. Und oder, Shooter. Oder nur noch Walking Simulator. Ich glaube einfach, dass du nach außen hin in unserer kleinen Blase Spiele so wahrgenommen werden, weil Sachen wie E-Sports da sind und dadurch irgendwie vergessen wird, was sonst noch auf dem Markt ist, weil Twitch widerspiegelt das allgemeine Verhalten von Spielern und Spieler hocken in MOBAs rum, wie Dota, League of Legends und CSGO und Overwatch und die anderen Sachen fallen alle so weg und dadurch, glaube ich, kommt so dieser Anschein hervor, dass andere Spiele nicht mehr wichtig sind oder gespielt werden. Aber in der breiten Masse ist das immer noch dasselbe und das gleicht sich dann wieder aus. Also ich glaube nicht, dass irgendwann sich irgendwas durchsetzen wird, nicht wirklich. Das Einzige, was ich wirklich hoffe, ist, dass E-Sports nochmal in Europa größer wird, noch größer als es jetzt ist. Das hoffe ich. Ansonsten glaube ich, ich mache mir da keine Sorgen, da setze ich nichts durch. Ich auch nicht. Das Innovativste setze ich durch, wie immer. Ja, und wir haben momentan auch viele Plattformen, die Innovationen unterstützen. Und das von daher sehe ich da auch jetzt nichts irgendwie. Kann man, glaube ich, auch schlecht schwarz malen momentan. Weil wenn man sich überlegt, was in diesem Jahr und im letzten Jahr alles an innovativen Spielen rausgekommen ist. Allein aus der Indie-Ecke, was alles über Steam groß geworden ist, weil wir eben so Plattformen wie Steam haben oder halt auch PlayStation Store oder sowas, wo auch Indie-Spiele sich gut verkaufen können. Du musst halt nicht mehr in den Laden rennen und dir für 60 Euro ein Spiel kaufen, von dem du nur in der Zeitschrift gelesen hast, sondern kannst dir Videos, Let's Plays, Streams angucken und da sehen, dass sich die Spiele wirklich lohnen für dich und dann kannst du zuschlagen für ein 20-Euro-Spiel und da 300, 400 Stunden drin verlieren. Ne? Ja. Also von daher, ich sehe sehr freudig in die Zukunft. Auch in die vielfältige Zukunft tatsächlich. Nächste Frage. Mhm. Vielleicht sollte man kurz sagen, dass ihr unter Hashtag Plankenstab bei Twitter noch Fragen stellen könnt. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt, jetzt gerade, die ihr noch loswerden wollt, macht das nicht immer auf den letzten Drücker kurz, bevor wir die Kiste hier ausmachen, weil dann kommen nämlich immer noch so 20, 30, weil die Leute möchten, dass wir weitermachen. Stellt sie lieber jetzt. Hashtag Plankenstab bei Twitter. Sonst muss gleich Boggy wieder sein Poesiealbum rausholen und Was ist dein Lieblingsessen? Und zwar Tissun fragt, wollt mal wissen, ob du mit den Blizzard-Entwicklern auch ein kleines Interview führen konntest? Nein, das ist strikt untersagt. Die haben einen Presseplan und kein anderer darf dort in die Nähe. Also du kannst den Leuten Hallo sagen, wenn sie über die Messe gehen und sie werden dir wahrscheinlich auch Fragen beantworten, aber Press ist Press, also Presse ist Presse und nur angemeldet. Also das wirklich schönste Erlebnis und das finde ich auch widerspiegelt wieder die Mentalität von Blizzard wieder, dass der CEO hinter uns im StarCraft-Turnier gesessen hat. Hinter uns. Der ist einfach reingekommen, hat sich da hingesetzt wie ein ganz normaler Mensch. Das war wahrscheinlich man hätte mit ihm reden können, man hätte Fotos machen können, aber er hat sich da einfach nur, zack, hat er sich da reingesetzt. Der saß im Audio-Sweet-Spot. Nur keiner wusste es, nur er. Ja, wahrscheinlich. So wie im Konzerthaus, genau in der Mitte. Interviews haben wir nicht geführt, aber Julius von der GameStar, den habe ich auch kennengelernt, sehr netter Mensch, der hat, ich glaube, mit Chief Executive von Diablo gesprochen. Also einer der drei großen Hauptgründer, wo der dritte jetzt übrigens wiedergekommen ist, ja, den haben sie wieder zurückgeholt. Mit dem hat Julius, glaube ich, gesprochen. Der ist von der Games-Welt. Ja. Aber ich nicht, nein. Ich habe keinen kennengelernt von Blizzard. Doch!
ein Entwickler von Heroes of the Storm, den wir voll gemacht haben, weil er sich hingestellt hat vor uns und Fotos gemacht hat und wir nicht sehen konnten. Schlag in den Nacken. Übrigens, Leute, mal so unter uns, Butter bei den Fische. Auf Konzerten braucht man sein scheiß Handy nicht rausholen und irgendwas filmen. Das gibt's in HD im Internet und nicht in gümmeliger Kackqualität vom Handy. Also Menschen sind wirklich so bedeppert, das kotzt mich. Das kotzt mich wirklich förmlich an, wie dämlich Menschen sind. Vor dir steht jemand auf und hält das Handy hoch und filmt irgendwas. Nichts Spezielles. Es war Weird Allen sein Konzert. Und die stellen sich vor dir hin und filmen das. Sie Und sehen dann alle aus wie die hörst du, Lemminge. und dann denkst du dir so, warte mal kurz. Blizzard selber haut dir alles in 1080p ins Internet. Warum musst du das jetzt filmen? Und die stehen da ohne Scheiß, ein ganzes Konzert lang stehen die da und machen Bilder von der Kamera. Anstatt sie sich darüber freuen und mal ein bisschen feiern und Bock drauf haben, den Scheiß will eh keiner sehen. Und um euren Freunden zu zeigen, dann macht ein Foto, aber kein Video. Ey, da stehen Leute mit Tablets, große Fernsehdinger vor dir und machen Videos. What? Nee. Also bitte, Leute, wenn ihr irgendwo zu sowas hingeht, macht ein Foto, aber bitte nicht filmen. Das ist bescheuert, ist das. Ja, und deswegen haben wir den halt kennengelernt und voll gemacht, dass er sich doch bitte hinsetzt und sein scheiß Handy weglegt. Weil man halt nichts mehr sehen konnte. Ja. Demnächst mit Surface Pro. Ja, so Zum ungefähr, ja. Konzert. Es gab Leute, die haben das live gestreamt. Vom Handy mit Periskop in der Menge beim Tanzen. What? Blizzard streamt das in Full HD und nicht in Kriselqualität vom Handy. Also bitte. Oh, nee. Richtig gut. Richtig gut. Wahnsinn. Menschen. Ja. Nächste Frage. Und zwar von Timmy. Wo ist Fischkopf gerade? Was macht er? Fischkopf ist irgendwo im Park. Der wollte sich heute freinehmen, weil das heute unser freier Tag ist. Wir haben ja gesagt, wir machen einen einzigen freien Tag, wo wir nichts machen. Und heute haben wir uns dazu entschlossen, dass ich am Plankenschnack teilnehme und Fischi hat sich selber gesagt, du Nils, nimm mir das nicht übel, aber ich würde mir dann gern was angucken. Ich möchte jetzt nicht arbeiten. Und jetzt ist Fischi irgendwo im Park oder in irgendeinem Diner, trinkt einen Kaffee oder isst einen Kuchen und kommt nachher gleich wieder. Er hat sich eine neue Sonnenbrille gekauft. Ja, wahrscheinlich. Hat gerade einen Von Dachs. meinen Dollars, die ich ihm gegeben habe. Ich liebe Fischi. Fischi ist echt ein guter. Also Fischi ist wirklich ein sehr. Also ich kenne ihn nicht lange, aber fühlt sich an wie ein guter Freund. Also wir haben so zum Beispiel das mit dem Geld haben wir gar keine Probleme. Ich habe ihm jetzt gerade mein ganzes Bargeld gegeben, habe gesagt, nimm das mit, mach irgendwas und wir holen dann nachher irgendwann Neues. Und es gibt echt gar keine Probleme. Es ist einfach schön. Ich zeige Falls du das gerade. irgendwann hörst, Fischi, ich mag dich, danke. Ich zeige Fischi gerade in der Übersicht. Nur damit alle wissen, wo was er gerade macht und wo er ist. Aber genug davon. Ja, das macht Fischi gerade. Mit Duckface. Da muss ich ihn Wir haben mal. so viele bescheuerte Gesichter überall. Wir gucken gar nicht normal irgendwo, glaube ich. Naja, Duckface gehört dazu. Als großer YouTuber-Twitch-Streamer. Nächste Frage. Tissun fragt, wie viel hast du denn von Diablo 3 mitbekommen und was kannst du dazu sagen? Haben wir ja vorhin eigentlich schon. Diablo 3 habe ich den Necromancer gespielt, angespielt und das war's, mehr nicht. Ich habe nur mit jemandem gesprochen, der da ein bisschen tiefer drin ist und da ist wohl ganz schön ein Shitstorm, weil sie das halt bezahlen müssen, die Leute. Und das stößt ihm wohl irgendwie sauer auf. Haben sie das denn Mehr habe ich nicht gesagt, dass man mitgekriegt. bezahlen muss? Weil ich Nee, habe. also auf der Keynote haben sie nichts davon erzählt, aber irgendwie das Reddit, das läuft wohl über mit Beschwerden Okay. und so ein Zeug. Ich zum Beispiel noch nichts von Ja, gehört. also das Problem ist halt, du hast das bei der Keynote, hast du das gemerkt. Ja? Die Leute wollten Diablo 4. Ja. Sie wollten was ganz anderes. Sie wollten Diablo, keine Ahnung, ein Weltwunder. Also ohne Scheiß. Sie wollten da ein Weltwunder haben, aber das ist halt nicht eingetreten. Also man kann sich die Masse ungefähr so vorstellen. Sie haben gesagt, okay, der erste Teil wird remastered aufgenommen, den dritten Teil, da kam gar nichts. Also so. Ja, okay, cool, danke, schön, dass ihr das gemacht habt. Und dann kam nachher
Dann kam nachher der Necromancer und dann. Und dann war die vorbei. Und ich glaube, sie haben immer noch mit Diablo 4 gerechnet. Also, das war irgendwie, weiß ich nicht. Die Vorstellung und Erwartung waren, glaube ich, wieder zu hoch. So wie immer. Okay. So viel zu Diablo 3. Also nicht so viel Hype wie erwartet. Tucrank fragt, welches Event, eine Turnier-Talk-Runde, beziehungsweise was hat dir an der BlizzCon am meisten gefallen? Alles. Das ganze Ding war der Hammer. Aber wenn ich mir jetzt was aussuchen müsste, würde ich Shoutcraft Kings von Total Biscuit nehmen. Das Foto mit Total Biscuit. Das Foto mit Jeff Du hast ein Foto Robinson. mit Total Biscuit Ich gemacht. habe ein Foto mit Total Biscuit, ja. Und also die ganze StarCraft-Nummer, das Finale, das war einfach, die Jungs haben sich richtig ins Zeug gelegt. Das war vielleicht, das würde ich sagen, war das Beste, ja. Hast du Dodger auch gesehen? Wen? Dodger, die mitmacht beim Corruption Podcast. Meine geheime Liebe, das weiß sie nur noch nicht. Nee, nee. Ich bin heimlich in sie verliebt. Boah, Foto mit Total Biscuit. Mit Fischi. Also er steht in der Mitte drinne, hat die Arme um uns gelegt und wir haben Foto mit Total Biscuit, Baby. Hast du Bam! das getwittert? Nee. Ach Ich habe die so. ganz guten Fotos habe ich noch nicht getwittert. Oh, Ja, wir haben ja wow. hier, das ist ja, ne, wenn wir nachher zum Stream wiederkommen, muss man ja auch noch ein bisschen die Kirsche oben, die muss man noch haben. Gott, ich bin neidisch jetzt. Jetzt bin ich richtig neidisch. Man merkt's. Okay, letzte Frage. Ansonsten, ihr könnt gerne noch Fragen stellen, aber sonst wäre das die letzte von Boggy. Wie ist eigentlich mit jemandem solch einen Ausflug zu machen, den man fast nur durchs Internet kennt? Ja, gute Frage. Also ich sag mal, wir haben unsere Differenzen. Gerade was das Arbeitsklima angeht, zum Beispiel, haben wir sehr große Differenzen. Ich bin Workaholic, Fischi möchte Grenze manchmal mal so ein bisschen runterfahren. Was nicht schlimm ist, völlig in Ordnung. Da gibt es manchmal so ein, zwei. Wenn man müde ist, ist man, glaube ich, ein bisschen gnatzig. Aber es ist nichts eskaliert. Lagerkoller. Und es ist halt schwierig, eine ganze Woche aufeinander zu hocken im selben Zimmer und sich nur zu sehen. Und ich glaube, das ist ein bisschen anstrengend und auch anspannend für so eine Beziehung, wenn man sich nicht kennt. Aber dafür haben wir echt viel Spaß. Also wir lachen viel, wir haben immer einen Plan, wir sind uns dann auch einig. Gestern hatte ich zum Beispiel eine Szene, da ist mir das aufgefallen. Und zwar, Fischi ist ja immer so ein bisschen der Hibbelige und Chaotische, ja. Und ich hatte gestern Abend, wollte ich das Schlusswort zur BlizzCon machen, was übrigens nachher kommt bei YouTube. Und Fischi war halt, der hat mir ins Ohr gebrüllt. Also volles Pfund, so Weird Allen halt, aber richtig laut. Und ich war ganz kurz mal, habe zu ihm gesagt, Fischi, kannst du jetzt bitte einfach mal aufhören? Nur ganz kurz, okay, fürs Schlusswort. Und er war halt ein bisschen angepisst, natürlich, weil du greifst ja dann sozusagen in den Charakter des anderen ein. Und ich habe gesagt, Fischi, ich habe damit kein Problem, aber jetzt gerade, du hast mir volles Pfund ins Ohr reingebrüllt und, ne? Also im Ende werdet ihr dann halt so, das sehen, wie er das so flüstert. Weird Alan. Weil er das dann extra leise gemacht hat. Aber das sind so Sachen, die gehören halt dazu. Und ich hätte es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt, aber ich glaube, für uns ist das ganz gut. Wir lernen uns halt immer noch kennen, so. Also es ist schwer, aber auch wieder nicht schwer. Wir kommen klar. Wir sind erwachsene Jungs und wir mögen uns und das klappt halt. Und ich denke auch, das seht ihr ja überall bei den Fotos, bei den Videos. Also wir haben echt Spaß und wir verstehen uns sehr gut. Ja. Gehört ja auch dazu, dass man sich auch mal ehrlich was sagen kann. Also wir sind super ehrlich. Also das mag ich auch an Arthur, dass der sagt, du, Dizzy, halt mal jetzt deine Schnauze, da habe ich keinen Bock drauf. Wie war. Eure Was?
Hat eure Liebe also Zukunft? Ich denke schon, ja. Wie Ich bin da war sehr zuversichtlich. das Weird Al-Konzert denn eigentlich? Hammer. Also was hat er Also, gemacht? Hat er nur Lieder gespielt oder was? das war eine riesige Show, was er da abgezogen hat. Der hat zu jedem Lied ein anderes Kostüm angehabt, da kamen Zwischenvideos und das war richtig abgefahren. Der ist super witzig. Leider war er irgendwie, ich bin kein Konzertmensch, mir ist das zu laut, mir ballert das einfach zu sehr. Ich bin dann irgendwie nach der Hälfte oder so Autofokus. Nach der Hälfte bin ich dann irgendwie rausgegangen. Aber es ist halt ein super Typ. Ist klasse, war super witzig. Ja. Auch da war ich neidisch. Also ich sag mal, Leute, ganz ehrlich, seid nicht neidisch auf sowas. Nehmt diese Momente, wenn ihr das gerne machen wollt, dann ihr habt jetzt ein Jahr Zeit, Leute. Ihr habt ein Jahr Zeit, euch Geld wegzulegen. Und es ist im Endeffekt nicht so teuer, wie man sich das immer vorstellt. Also wenn man sich ein bisschen reinhängt, dann kommt man für 1.000 € hin und zurück mit Unterkunft für eine ganze Woche. Also wir meinen das als Also positiven Neid. Das ist ja, genau, schon ist für. positiv gemeint. Also ich meine nicht nur euch beide, ich meine das so generell. Wenn ihr Ach das so. machen wollt, dann macht das einfach und nicht immer, ich habe kein Geld oder so, dann rauch halt weniger oder ich such dir Arbeit. Wenn du das machen willst, dann mach es. Do it. Geh arbeiten, tu was dafür. Und dann kann man das auch einfach mal durchziehen. Und ich kann es euch nur empfehlen, es ist eine sehr schöne Erfahrung im Leben. Also gerade für die Gamer unter euch. Ja. Wir haben ihn nur von netten Amerikanern gehört, von Alex. Gab es auch so einen richtigen Arsch, außer den mit dem Tablet? Noch keinen einzigen gesehen. Ne, noch nicht einen einzigen. Also zu mir war bis jetzt echt jeder freundlich. Gestern der Uber-Driver, der war halt ruhig, aber der war nicht unhöflich. Ansonsten, ne, noch nicht einen einzigen. Mir hatte selbst gestern, als ich neutral so vom Gelände runter und dann habe ich mir meine Dings geholt, meine Schokozigaretten zum Lutschen und selbst da wollte mir Weed verkaufen. Ja? Und selbst der war super freundlich. Also natürlich ist er freundlich, aber hey, dude, do you want to smoke weed? I don't want to get you started, but like, maybe you just want. Der war super nett und dann haben wir uns noch so kurz unterhalten. Ich sag so, ja, nee, nee, nicht unbedingt. Aber wie geht's dir denn? Alles gut bei dir und so? Und dann sagt er, ja, ist alles cool. Und da bin ich wieder losgegangen und alles cool. Also, ich weiß nicht. Ich habe noch keinen kennengelernt, der unfreundlich war. Nein. Habe ich nicht. Hast du dir den Cosplay-Contest angeschaut? Nee, leider nicht. Wir haben an dem Tag unseren Vlog gemacht. Also wir waren am Freitag haben wir halt echt die ganze BlizzCon abgelichtet. Da gab es dann, also die Kamera war voll. Die war sogar leer, der Akku. Das habe ich noch nie gehabt. Aber Cosplayer wirst du Ja. ja wahrscheinlich, ja, hast du ja schon erzählt, ne? Zuhauf. Jede Menge Also wie gesagt, gesehen. da sind Leute, da sind Cosplays rumgelaufen, die waren 2,50 m hoch und 3 m breit. Und zwischendrin, also da waren super viele Leute verkleidet und auch sehr gut verkleidet, also nicht diesen Cheat-Mode, ja, sondern richtig, richtig schön. Ja. Dann zwei Fragen, die aufs Gleiche abzielen. Und zwar, was haltet ihr und freut ihr euch auf Friendly Fire 2? Denn der Fischkorb ist ja auch mit dabei. Echt? Fischi ist mit? Das habe ich noch gar nicht Habe ich mitbekommen. auch jetzt Fischi gerade ist auch bei Friendly Fire, ja. Oh, Erfahren. cool. Aber Datum ist noch keins draußen, oder? Also ist noch nicht gesagt worden, wann es ist. Ich habe nur den Trailer gesehen bis jetzt. Friendly Fire Ich hatte ist doch. das ist diese Charity-Aktion der ganzen YouTuber, ne? Ja. Großen Und und dann gibt es ja noch Streamer. Loot für die Welt von LeFloid. Ich habe übrigens, Entschuldigung, ich hatte einen unfreundlichen. Und zwar, Mediapässe werden keine Rucksäcke durchsucht. Gibt's nicht. No go. Nada. Und ich bin halt durch den Haupteingang reingekommen und der meinte dann so, hey, can you see your bag? Aber freundlich. Ne? Also kein schlimmer Ton. Und ich wusste das auch nicht. Und dann habe ich so, ja klar, kein Problem. Ich dann aufgemacht und neben ihm stand dann noch ein Mädchen. Hey, Sweetie, no, you don't need to do that.
take your stuff, sweetie, and then just leave. Und sie meinte das super nett und dann auch so mit auf dem Ding so, ne? Also, ist alles cool. Geh einfach durch. Brauchst dir keine Sorgen machen. Und er dann so, sorry, sorry, Mitarbeiterin sorry. oder? Ja. Also beide. Und Ja. das war der einzigste unfreundliche Moment. Eigentlich hätte er mich nicht kontrollieren dürfen. Und dann, aber die waren trotzdem beide super, super nett. Was Also, für wenn ein ich was Mal. sagen müsste, wär es das ja. Zu Friendly Fire kann ich eine Menge erzählen. Also, wir haben heute Morgen schon drüber gesprochen, kurz, als wir aufgewacht sind. Ich lese gerade, 3.12. Ja. im Chat. Es gibt da so eine Diskussion gerade, die Runde macht, weil Loot für die Welt und Friendly Fire sind irgendwie nur 2 Wochen auseinander. Und da gibt es halt gerade so ein paar ja, Probleme, von wegen, dass der eine sagt, dass das scheiße ist, wegen Geld und Pipapo und Tralala. Ich freue mich drauf, ich finde es gut, dass die Leute das machen. Ich meine, wir haben auch unseren Movember jetzt gemacht, also das war ja auch meine erste aktive Mitmachen an so einer Geschichte. Was übrigens noch nicht vorbei ist, wir haben nämlich immer noch den ganzen November. Ja. Team Bappel. Ich weiß nicht, also Team Purple. Team Ja. Purple. 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 Börpel, nicht Pörpel. Börpel. Team Dörte. Börpel. Mit B. Hast du Börpel B. gesagt? Ach Ich habe so, aber auch okay, dann habe ich Purple mich verstanden. verhört. Ist ja, spielt ja keine Geige. Auf jeden Fall, ich freue mich darauf, dass die Leute das machen. Dass sie jetzt natürlich so ein bisschen Smack-Talk und Shit-Talk im Internet haben, ist natürlich wieder nur PR. Und also ich freue mich auf das Ergebnis, was dabei rauskommt. Ja. Und die Sachen sind auch mal witzig, die sie da machen. Ist halt Richtung Weihnachtszeit, ne? Da ist das halt öfter so. Da wird ans Ich Herz finde es halt blöd, wenn appelliert. man sich da gegenseitig ankackt. Ich meine, das ist so. Also ich sag mal, ich bin ja mal ehrlich, ja. Also ich verblüme das ja nicht. Also rein aus organisatorischer Sache ist das scheiße, weil ein Monat, zwei Veranstaltungen, man könnte viel mehr Geld machen, wenn man 2 Monate machen würde, weil Leute ihr Gehalt gekriegt haben und dann wahrscheinlich bereitwilliger sind, mehr Geld auszugeben im nächsten Monat nochmal. Wäre besser gewesen. Die Frage ist jetzt natürlich, ob sie so weit gedacht haben, aber wahrscheinlich nicht. Ja, aber ne, Dezember. So, es gibt nur einen Dezember im Jahr. Und da sind die Leute halt bereitwilliger. Sagt man. Ja. Sagt Aber man. so könnte man auf jeden Fall, denke ich, wenn man das ein bisschen weiter trennt, noch mehr abgreifen. Ich schäme mich jetzt ein bisschen, aber ich kenne das andere nicht. Loot für Du, die Welt? ich habe beides noch Das nicht ist, glaube ich, gesehen. so ein Ding von LeFloid. So eine LAN-Party oder so. Ja. Okay. Das wird auch gestreamt? Ich glaube schon, ja. Das kenne ich nicht. Also ich sehe das eher positiv. Ich freue mich Ja. drauf. Das wird sicher wieder witzig. Ich habe das letztes Jahr gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber jetzt, Nee? wenn Fischi dieses Jahr dabei ist, dann überlege ich es mir aber. Fischi ist auch letztes Jahr dabei gewesen. Echt? Ja, mit der Prämisse, aber Fischi kennt jeden. Und jeder kennt Fischi. Also ich habe auch, also ich lerne ja jetzt auch Menschen durch Fischi kennen. Also ich habe Ungespiel kennengelernt, ich habe mit Chris von Pizmeet geschnackt und also, ne, das ist so, ja. Passiert einfach irgendwie. Das ist auch gar nicht so schlimm, wie man sich das aber vorstellt. Also, ich sag mal, wenn jetzt jemand sagt, oh, du hast mit ungespielt am Tisch gesessen. Huhuhu. Ja, es ist eine feine Sache, aber er ist halt auch nur ein normaler Mensch irgendwie. Und wir haben uns auch ein bisschen unterhalten so und ja, war toll, war gut. Und mit Chris ganzen Tag verbracht. Ich war bei Chris auf dem Klo kacken, das sind halt einfach ganz normale Menschen, ja. Also, das realisiert man dann aber erst, wenn man mit ihnen dann spricht, so. Loot für die Welt ist noch im November, schreibt solche. Also dann war das wahrscheinlich irgendwie so darauf und es geht wohl darum, dass da irgendwie nur ein, 2 Wochen dazwischen sind oder so. Ja. Shit Talk ist übrigens keine deutsche Sache. Shit Talk ist generell ein globales Problem. Darüber hatte ich gestern eine Diskussion. Eine sehr lange naja, was heißt sehr lange? Eine Diskussion.
Das ist halt PR, Leute. Aber ihr wollt das ja so haben. Jetzt, also ihr, das Publikum, nicht ihr jetzt da draußen direkt, aber ihr wollt das ja haben. Das ist halt, ich habe das verglichen mit Rom, wenn die Gladiatoren rausgehen, die sollen auch vom Löwen gefressen werden. Und das ist halt das, was bringt, ja. Erst waren es Pranks, dann war es, weiß der Geier, irgendwas und jetzt ist es halt Shit Talk. Und jetzt halt irgendwie 2016 hat jeder irgendwie komischerweise immer was zu sagen. Anstatt das privat zu klären, so wie die ganzen Jahre davor, muss das öffentlich ausgetragen werden. Und wisst ihr auch, warum das so ist? Und ich kann euch jetzt auch ganz einfach mal sagen, warum das so ist. Und das ist meine Erfahrung, die ich jetzt, Entschuldigung, die letzten paar Tage, Wochen gemacht habe. Es wird irgendwann, bist du irrelevant. Du musst dich ständig neu erfinden. Aus Faulheitsgründen kann man aber Shit-Talk machen und da erfindet man sich jedes Mal wieder neu. Und man muss sich nichts ausdenken. Jetzt für mich zum Beispiel die Amerika-Reise ist wieder so ein Ding, das bringt halt wieder frische Luft rein. Ich habe was zu erzählen und so weiter und so fort. Das ebbt jetzt aber wieder ab. Also muss ich mir wieder was ausdenken, was ich vielleicht nächsten Monat mache, was wieder interessant ist. Und so bleibst du aber immer im Gespräch mit dem Shit-Talk. Und das ist halt so, das. Warum das, glaube ich, gemacht wird. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich muss nicht mit irgendwem irgendwas öffentlich kundtun. Gerade weil das meistens sehr banale Dinge sind, in meinen Augen. Aber das ist halt das, was der Pöbel, Entschuldigung, so nenne ich das jetzt mal, das ist halt jetzt, was der Pöbel halt will. Und dann passiert das halt. Auf kurz oder lang. Ja, leider. Willst du etwa sagen, Leute, Fronten hält dich im Gespräch? Sicher, natürlich. Was? Ja, mehr als du denkst. Das glaube ich nicht. Mehr als du denkst. Weil du nämlich immer die Lager hast und die Lager beziehen dann wieder eine Stellung und dann ziehst du die einen darüber und die anderen darüber und so funktioniert das halt. So hat's. Und das Ding ist, am Ende des Tages sitzen sie alle an einem Tisch und saufen zusammen Bier und freuen sich darüber, wie toll das funktioniert hat. Und Sony, wie viele sich Microsoft. darüber chauffieren und sich das anschauen. Die Console Wars, ne, sind ein besseres Beispiel. Ich sage es ja immer Sega wieder, also Nintendo. Und ich so. bin dafür, dass Menschen mal positive Dinge tun und nicht immer nur den Quatsch da. Aber das ist okay, das muss jeder für sich selber wissen und das ist jedem selbst überlassen. Ja, genau. Nächste Frage. Ja, bitte. Was denkt ihr über Mobile Gaming? Okay, billig oder totaler Sellout? Von Michael. Über Mobile Gaming? Mobile Gaming. Also ich habe, glaube ich, in den letzten 4 Jahren kein einziges Mobile Game mehr gespielt. Auf dem Handy? Auf dem Handy oder auf dem Tablet Fühle ich nicht. oder 3DS oder Game Boy. Ich glaube, das Letzte, was ich auf dem Handy gespielt habe, war Snake auf Nokia. Sehr gut. Oh nein, da gab's ein total gutes Erzähl-Adventure, weißt du, wo dir nur erzählt wird, du hast jetzt die verschiedenen Möglichkeiten und kannst dann, möchtest du jetzt die Tür öffnen oder bleibst du davor, so Text-Adventure. Das ist aber auch auf dem Nokia damals noch gewesen. Ich glaube, ich nutze mein. Ich glaube, ich habe kein einziges Spiel auf meinem Ich auch Handy. nicht. Ich nutze. Doch, ich seit gestern, Hearthstone. Ja, Hearthstone hast du jetzt drauf und. Naja. Doch, ich hatte ein paar Tage lang dieses Pokémon. Und dann war mir das zu blöd, weil ich die Wohnung hätte verlassen müssen. Und ich verlasse die Wohnung nicht so oft. Und beim Autofahren, Stefan hatte keine Lust mehr, Schritttempo zu fahren zur Straße vor. Schatz, da ist noch eins. Also habe ich genauso schnell wieder deinstalliert, wie ich es drauf hatte. Ich nutze das nicht. Das liegt aber vielleicht daran, dass ich. Nee, ich zock lieber da. Und wenn ich unterwegs bin, dann habe ich habe ich eine Vita dabei. Dann zocke ich auf der Vita. Wenn mir Also, dolle langweilig ist, wenn Stefan beim Zahnarzt ist und ich muss warten. Ja. ja, das ist aber auch Mobile Gaming, die Vita. So gesehen, Das ist. ist ein Okay. Handheld. Also Ja, ist ein Handheld. könnte man jetzt auch Mobile Gaming nennen. Nee. Andererseits ist es, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Da gibt es Mobile so ist dieses einfach so Doodle diese Jump oder sowas. Das ist doch Handyzeug, ne? Handy-Geschichten. Also ich glaube, das wird eher so unter diese Handy-Geschichten gepackt. Ja. Nutze ich gar nicht. Also ich. Also so Sachen wie Hearthstone und Fallout Shelter finde ich sehr geil. So den anderen Krimskrams, ja, keine Ahnung, habe ich nichts mit am Hut. Ja. Fallout Shelter habe ich erst gespielt, nachdem es auf dem PC dann erschienen
ist und spiele es nur auf dem PC. Vielleicht wäre mir die Zeit, weiß ich nicht. Also, ich sitze ja so häufig und sage, ich spiele keine MOBAs, ich spiele keine Shooter, ne? Ich spiele meistens keine Strategiespiele. So. Von Blizzard ist WoW das Einzige, was ich spiele. Ich hatte dann halt Pokémon Go installiert, damit ich mich nicht ganz fühle wie jemand, der komplett am Trend vorbeigeht quasi, um es mir mal anzugucken. Ja, okay, ich habe es getan. Ich habe Pokémon Go mal installiert gehabt. Was für ein Level hast du denn bekommen? 3. Ich glaube, ich bin 4. Ja, also Bam. Ich habe 3, 4 Pokémons gefangen. Nein, ich weiß die Mehrzahl ist Pokémon, sorry. Darf ich dir erzählen, wie das, pass auf, wenn du jedes Mal, wenn du an so einer Station vorbeigekommen bist, ne, wo es da neue Pokébälle gibt, kriegst du auch Erfahrung. Und wenn wir mit dem Auto gefahren sind durch die Städte, habe ich schon von Weitem gesehen, oh, da kommt so eins. Und dann bin ich schon so am Telefon gesessen. Du musst ja dann so drüber wischen, damit sich das Ding dreht. So habe ich, ich habe fast keine Pokémon gefangen. Aber ich habe sehr viele Bälle. Oh Mann. Ich habe es mittlerweile wieder deinstalliert, weil es so groß war. Ja, ich war. Auch. Monument Valley, glaube ich, und Tiny Tower waren die einzigen, die ich jemals gespielt habe. Das waren so, also Monument Valley auf dem Tablet und Tiny Tower auf dem Handy ein bisschen. Aber danach war auch bei mir wieder Schluss. Ich mag es einfach nicht, im Bett zu liegen und dann halt die ganze Zeit das Handy zu halten und da drauf zu touchen. Ich auch nicht. Ich auch absolut nicht. Das hat mich auch im DS auch gestört, dieser Touchscreen. Ich will halt Knöpfe haben, auf die ich drücke. Wenn ich die Knöpfe nicht habe, dann macht mein Spiel halt auch keinen Spaß. Auch bei diesen Mach 3, ich glaube, so heißen diese Spiele, weißt du, sowas wie Bijuwel oder so. Mhm. Da ist das Streichen echt sehr praktisch. Aber das spiele ich, sowas spiele ich halt auf der Vita. Ja. Da kann man auch Trophy hunten. Bejeweled habe ich damals auf dem PC schon ganz viel gespielt. Da hatte ich dann auf dem Mobile keinen Bock mehr. Ist das da drauf? Also ich spiele weniger draußen auf dem Handy, also gar nicht. Ja. Habe ich keine Zeit für. Habe ich auch keine Lust zu. Nächste Frage von Deli. Was ist euer Lieblingshaustier? Können wir, glaube ich, kurz abhandeln. Meine Katze. Ich habe gerade, das will ein Bär. Hm? Ein Bär? War es nicht immer ein Bär? War es meine Katze? Nein. Ach so, ja, jetzt habe ich meine Katze. Ja, natürlich, ich möchte immer noch einen Braunbären haben und einen Eisbären, aber das geht nicht. Ich glaube, das wird nie passieren. Katze. Ich kann mit Tieren leider nichts anfangen. Sorry. Du bist so anti. Ja, nein, ich bin nicht anti. Ich mag einfach. Doch, allergisch. Du bist so anti. Du bist immer so anti. Ich muss dir das jetzt auch mal vorwerfen, weil sonst wird das immer mir vorgeworfen. Du bist so anti. Ja, okay. Nein, bin ich. Das ist eigentlich schön, ne, wenn ich sage, ja, du hast recht, ich bin voll anti. Ja. Mach ich dein Argument auf automatisch direkt kaputt. Ja, du hast recht. Ich bin voll anti. Na, man muss ja nicht immer alle Ansichten teilen. Ich bin ja auch ein Hipster. Ja. Also, ich spiele ja die ganzen Pixel-Spiele und finde Nintendo besser als PlayStation. Von daher. Jeder darf doch eine Meinung haben. Ja, too edgy, 5 me oder so. Ich bin voll edgy. Tiere. Sorry. Also Katzen sowieso nicht, weil ich auf die allergisch bin, aber auch mit Hunden kann ich eigentlich nichts anfangen. Ich kann selbst mit Babys nichts anfangen. So, mein Neffe ist super was ist denn niedlich. Dein, ich kann selbst mit Babys nichts anfangen. Naja, super. Also ne, ich habe gerne meinen Neffen halt so im Arm für 5 Minuten, aber der will halt auch die ganze Zeit rumrennen und dann musst du den immer von der Steckdose weghauen und vom Feuer musst du den wegholen und der will halt immer genau dahin rennen, wo er nicht darf. Und da bin ich so froh, wenn ich nach 5 Minuten diesen kleinen Wonneproppen meiner Schwester einfach in die Hand drücken kann und mich verabschieden kann. Mhm. Das ist einfach mehr Arbeit und ich will halt nicht mehr Arbeit. Und Tiere werden jetzt auch nicht besser. Also deswegen, nee. So ein Hamster vielleicht. Ich bin ja ein bisschen neidisch auf Dan, also Kaffeekind, der hat Nuna. Und Nuna? Ja. Die ist süß. Ne, so einen kleinen Hamster, da muss halt nicht viel machen, ein bisschen füttern und aber da hätte ich wieder zu viel Angst, weil ich kann selbst mit Pflanzen nicht umgehen. So bei mir sterben die Pflanzen halt automatisch, weil ich vergesse. Ja, bei mir auch, aber Tiere, das kannst du nicht vergleichen. Ja, aber ich hätte Angst.
So, ich dass würde, du drauf tretest. nee, dass ich, weiß ich nicht, für 2 Tage wegfahre und vergessen habe, irgendwie Essen genug da rauszugehen. Dann könnte ich 2 Nächte nicht schlafen und so. Von daher, Aha. nee, nix hier, nix hier. Für Katzen gibt es Boxen, Katanga, ja. Fischi. Ich bin übrigens Gast heute im Plankenschnack. Ja. Weil das ist nicht von mir zu Hause. Ich bin Gast. Und warum wir keinen Gast haben, weil es unhöflich wäre, wenn ich aus der Amerika ständig von der BlizzCon hier und da erzähle. Und Wir auch da nicht wir sicher Haus. waren, ob das alles so heute funktioniert. Das Genau, Risiko. haben wir es hauseigen gemacht. Weil ich Wäre das wusste nicht, traurig? ob wir Internet haben hier. Wäre ja traurig, wenn wir uns einen Gast eingeladen hätten und der müsste dann, hätten wir vielleicht Verbindungsschwierigkeiten gehabt, eventuelle Sachen, die einfach ablenken vom Gast und das, nein, das machen wir nicht. Genau. Also. Haben wir noch was bei Twitter? Ja, von Witcher Wolf. Was haltet ihr von der Overwatch League? Und betrifft E-Sports im Allgemeinen? Also. Ja, ich habe da nichts zu sagen. Ich habe Overwatch nicht gespielt und ich bin da nicht so. Im E-Sport bin ich nicht sehr up to date. Es ist halt für mich schwer, etwas anzuschauen, was ich selber nie gespielt habe. Da ist für mich. Auto fertig? Pavillon weg? Fischi, nee, Fischi kommt gerade wieder. Ui. Und er hat irgendwas in Baum. der Hand. Eine Oh, jetzt geht Knarre. Ein er. Kaffee. Er hat sich eine Waffe gekauft. Soll ich Ein die aufmachen Eis. oder? Gib dir mal einen Pin ein. Ey, geile neue Sonnenbrille. Es ist cool. Also, ich hatte einen Live-Ticker, wo du bist, was du machst und so. Echt? Ja? Das ist cool. Ja, sehr. Was hast du gekauft? Alle ganz Baby, komm, gespannt. zeig deine Wasser. neuen Klamotten. Wasser? Oh nee, hast du. Wow! Okay, cool. Ich kenne nur die Variante mit Milka. Ich habe übrigens von dir mal so eine Koleinball Ja, gekriegt. gut. Aua! Was machst du hier? Was ist das hier? Das ist ein Kabel. Hallo, ich hatte eine neue Sonnenbrille. Haben wir schon gesehen. Mach mal dann Aha. Duckface. Hast also alles miterlebt, was ich hier Hört gesehen habe? uns Ja, nicht. Sänger. Ich war Nee, auf dem der hört Pool uns schon nicht. mal. Du warst im Pool? Ja. Really? Ja. Ich war im Flankenschlag der Pause im Pool. Ja, richtig. Dicke Hose gemacht. Hat die Pinata So läuft das mitbekommen? hier. Was hast du? Die Pinata mitbekommen? Welche Die Pinata? mexikanische Familie? Wo? Hast du nicht gesehen? Nee. Guck mal, mein Twitter an. Ja, kann ich jetzt nicht. Ach so. Ja. Eine mexikanische Familie hat gerade eine Pinata aufgehängt zum Kindergeburtstag. Und dann habe ich gefragt, ob ich ein Foto davon machen kann. Und Ja. meinte der Vater, ah, willst du nichts zu tun, als wenn du das Ding gerade kaputt haust? Und dann haben sie mich dabei fotografiert. Voll Ach geil. was. Voll geil. Ich sag ja, das ist Hammer hier in Amerika. Das ist richtig krass. Voll Cool. Viva Piñata. Wie war die Das. Piñata? Hm? Durfte sie ja nicht wirklich Ach kaputt. so. Da habe ich mich mal festgesuchtet, ne, Du bei dem kannst übrigens Spiel. nicht, bei Du Viva kannst übrigens Piñata. nicht furzen oder rülpsen oder so, weil das ist hier sehr empfindlich. Ist das so? Ja. Okay, super. Gut, ja. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Entschuldigung. Overwatch League. Was? Die E-Sport. Overwatch League, Ich kann zu E-Sport nichts sagen bei ja. Spielen, die ich nicht kenne. Möchtest du vielleicht was zur Overwatch League sagen? Ich glaube, du bist ja eher so in Overwatch drin, oder? Ich kann kurz was dazu sagen. Ja, bitte, Ich kann hau nicht rein. viel. Ich kann nicht viel dazu sagen. Ich weiß nur, dass sie jetzt sich überlegt haben, dass sie sich jetzt überlegt haben, dass sie eine Liga aufmachen. Richtig mit Spieler spielen sich hoch, ja, kommen wir mal höher in den Rängen und so weiter. Und kriegen dann später auch richtig Verträge, die dann, ja, wo du halt richtig Gage kriegst von Blizzard, ne? Ja, Blizzard war das. genau. Einfach direkt von Blizzard. Und dann soll weltweit einfach so eine Liga entstehen. Und die wollen damit den E-Sport revolutionieren. Krass, oder? Das ist Weiß ich auch krass. nicht. Das ist richtig Ach krass. doch. Hi Fischi übrigens. Hallo. Hallo Jacek. Hey, ich schwitze ein bisschen, es ist warm draußen. Ich wollte auch einen Pool jetzt eigentlich. Ja? Ja. Ich auch. Warm Atmung. draußen. Platsch! Du bist ein Spinner, ey. Okay, ich mach das noch vorbei hier und Ja, wir dann. fertig sind. Ja. Okay, weiter. Fischi, wie Ja. geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ihm geht's Ich bin sehr ein bisschen gut. müde. Und müde ist er. Schon wieder? Ja, Alter, ich bin da 500 Kilometer gelaufen. Hab ich eigentlich doll geschnarcht? Ja.
Ja? Hast du das durch die Oropax gehört? Yes! Nice! Wir hatten gestern, ich habe den Tag davor zu laut geschnarcht und Fischi hat sich gestern extra Oropax gekauft und ich habe jetzt durch seine Oropax durch so hart geschnarcht, dass er das wieder gehört hat. Ach, so Okay. unverheiratete Menschen, meine Güte, ihr könnt auch nichts ab. Er kann. Neben mir könnte gesägt werden, das kriege ich alles nicht mit. Das ist schon. Er beherrscht wahrscheinlich noch nicht mal die Kunst, sich Oropax vernünftig einzuführen, wenn ich das mal so sagen darf. Weil wenn Ist die Kunst bei? Oropax richtig drin sind, dann hörst du aber gar nichts mehr. Dann hörst du nur noch einen Bass. Also. Ja, vielleicht bin ich ja so ein basslastiger. Kann auch sein. Sag ihm, Ohren hochziehen, dann Hast du das rein. gespoilert, was wir heute aufnehmen? Nee. Unboxing von der Goodie Bag. Wir werden heute Roomtour machen und Unboxing von der Goodie Bag von der BlizzCon und das kommt in den Vlog rein. Also das seht ihr dann morgen. Nice. Buyaka. Buyaka. Ja. Haben wir noch Fragen? Es ist Nee, ich glaube Entschuldigung, nicht, oder? Haben wir noch was? deswegen haben wir halt keinen Gast da, weil das einfach, das ist zu krass. Haben wir noch eine Frage? Politik, das werden wir aber jetzt hier, glaube ich, nicht. Also, ob du was mitbekommst wegen Wahlen, ob man was gemerkt Nee, hat. man bekommt hier nichts mit, außer dass Leute wirklich permanent auf ihren Handys Artikel lesen und sowas. Okay. Also auf der BlizzCon habe ich sehr viele Leute gelesen vor mir in den Reihen, die Artikel gelesen haben zur Wahl. Aber sonst merkt man gar nichts, oder? Nicht wirklich, nee. Ich Nein. habe gerade, was ich erlebt habe, ist regionale Wahlkampfschilder, die überall abhängen. Ist komplett anders als bei uns. Ja. Wenn ich das mal tue, dann ist es total lustig. Voll bunt. Ja. Und ohne diese Gesichter, diese. Wählen Sie mich. Oder mich. Nee, aber vom eigentlichen Wahlkampf, nee. Aber heute kam noch raus, dass diese Mails von Hillary Clinton. gar nicht irgendwie zeigen, dass sie irgendwas Kriminelles gemacht hat. Habe ich heute gelesen. Was hast du gelesen? Habe ich heute gelesen. Ich lese Heute manchmal. Morgen, oder was? Ja, Ich vorhin dachte, du auf dem spielst Handy. Handzug. Huch! Nee. Ach so. War das nur bei mir? Was denn? Oh, Entschuldigung. Nee, nix. Bei mir hat sich gerade. Ich habe gedacht, Skype wäre weg. Ich habe eure schönen Gesichter nicht mehr gesehen. Oh. Besonders Nein, die hatte ich Fischi, nicht mehr der jetzt gesehen. gerade so schaut, Was nicht mehr als. gesehen? Ich höre ja nichts mehr. Dich. Wie mich. Sie hatte ich mir nicht mehr. Ach so, ist das schlimm? Nee. Doch, ja, nee. Wir sind hier nur Gast heute, weißt Übrigens, kurze Frage an euch. Habt ihr eigentlich nur den ganzen Tag nur über BlizzCon in Amerika gesprochen? Nee. Nee. Ich habe das unterbunden, Mann. weil ich das nicht wollte. Ich hatte eine Wette am Laufen mit mir selber. Aber na gut. Was hast du denn Ich gewettet? war mir sicher, dass ihr nur darüber redet. Echt? Ja, ihr alle. Nee. Wir haben heute auch unsere News durchgebrettert. Also ich sag mal so grob dreiviertel Stunde. Also ich habe es wirklich runtergefahren auf ein Minimum. Das machen wir, wenn wir da sind. Ja, ich höre jetzt auf zu nerven. Hallo. Bis gleich. Ja, Ja, eine sag Frage haben hin. wir noch. Na Oder dann. Du zwei riechst immer vielleicht so sogar. männlich. Ja, du riechst so, Moschus. du ich sag ja, du riechst so nach richtigen Polenmann. Ja, Mann. Kannst du mal diesen Das ist komischen. doch nicht böse Es gemeint, liegt am Mann. Was Schnäuzer. soll denn das? Kannst Das du ist mir ein mal, Kompliment. gerade Kannst du mich sagen? einfach nach Mann riechen? Ja, okay. Einfach so? Ja. Danke. Ja. Du riechst nach Mann. Mit einem polnischen Reiseausweis. Okay. Was sagt ihr zum neuen Samsung-Handy, was bald kommt? Ich habe es ehrlich gesagt selber noch gar nicht gehört. Ich bin irritiert, dass Samsung sich überhaupt noch traut, neue Handys zu entwickeln. Ich habe eins von Samsung, bin glücklich mit und kaufe mir keins Neues, weil es geht noch. Ja, so sehe ich das auch. Ich habe gehört, Samsung Waschmaschinen haben jetzt sogar angefangen, sich zu explodieren. Nicht sich, sondern zu explodieren. Also Was? bei Samsung explodiert aktuell alles. Das ist Bombenstimmung. Ja. Ich habe so viel von Samsung, ich mag Samsung trotzdem noch. Also Ich auch. mit Samsung Ganz einfach. Waschmaschinen darf man Also. demnächst auch nicht mehr in den Flieger. Merkt euch das. Ich weiß gerade gar nicht, von was meine Waschmaschine ist, aber jeder Fernseher und Handy und Tablet, also es ist alles von Samsung und ich bin mit Samsung sehr zufrieden. Ich mag Samsung. Ja, sie haben Bin. heute einen Fehltritt gehabt. Oh, hi, Kitana. Ja, kann mal passieren. Muss man jetzt sich nicht so drauf aufhängen.
Deshalb wechsle ich die Seiten nicht. Ich bleibe noch bei Samsung. Ja. Ich würde gern bei Google bleiben, aber die neuen Pixel von Google sind viel zu teuer. Von daher. Ja. Okay. Nee, keine Ahnung. Also bei Handys gucke ich halt tatsächlich selber jetzt nicht irgendwie täglich nach News oder so. Ich habe meins seit 2 Jahren, mein Nexus 5. Und damit bin ich noch zufrieden. Sobald sich das irgendwann aufhängt, gucke ich mir mal die neuen an. Und dann gucke ich, wie viel Geld ich in der Tasche habe und das gebe ich dann aus. Aber ich kaufe die auch, also ich miete die jetzt nicht für 2 Jahre oder so. Das finde ich irgendwie auch doof. Achso, Frage, wie findet ihr, dass E-Sport schon im Fernsehen übertragen wird? Ja, richtig. Wichtig. Wichtig fürs Fernsehen, weil das Fernsehen ist, glaube ich, auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, glaube ich, oder? Also ich denke, dass es wichtig für den Fernseher ist, sich neue Sachen zu holen. Und ich habe gestern mit Sport 1 an einem Tisch gesessen und die Jungs übertragen das ja, diese Geschichten da. Und es ist gut, die Leute sind heiß, da sind auch junge Menschen mit dabei. Und ich denke, dass das ein positiver Einfluss ist für das deutsche Fernsehen. Zumal weil E-Sports immer noch wieder eine größere Rolle spielt und immer mehr sich etabliert. Ja, finde ich auch. Ist wichtiger fürs Fernsehen als für den E-Sport, wenn wir mal ehrlich sind. Also. Ist heute eigentlich Samstag oder Sonntag? Heute Sonntag. Sonntag. Okay, ja. Bei uns auch, oder? Blankenschnack am Samstag. Ja, Entschuldigung. Macht doch nichts. Alles gut. Ja. Und dann, seid ihr ja Apple- oder Android-Nutzer? Wenn ich arbeiten würde und nicht streamen, wofür ich Windows-Maschinen brauche, würde ich Apple-Maschinen haben. Ich nicht. Das sag ich klipp und klar. Also dann würde ich Apple-Maschinen haben, eindeutiger. Mit sehr großer Sicherheit. Ja. Ansonsten Android halt. Also mein Telefon ist Android. Bin zufrieden damit. Funktioniert alles. Genau. Ja. Ja. Und das war's. Gut. Mit den Fragen. Kurze Edition heute. Jo. War kurz, oder? Ja, 4 Stunden. Vier Stunden. Jetzt kommt Streamer der Woche und so weiter. Und Verabschiedung, dann sind wir bei 12 und dann sind wir bei 4 Stunden. Stinknormale Ausgabe heute. Standard. Und das, obwohl wir nur zu dritt sind und du in den USA. Reife Leistung. Streamer der Woche, oder was? Ja. Digga, lass krachen, Bagger. Moment. Ja, Junge. Moment. Ich hab Hunger. Wer fängt an? Der Herr Dissington fängt an. Sie dürfen. Echt? Echt? Nicht? Echt? Oder möchtest du erst, Sally? Ja, ich will zuerst. So. Okay, Sally zuerst. So. Dann, Moment. Oh, dann... Oh, hier öffnet sich halt alles. So, jetzt. Oh, oh. Jetzt. Hast du das jetzt echt vorhin genommen? Also nochmal so als Zwischenfrage? Ja? Wer jetzt? Du. Ich. Mein. Dein. Ja. Ja, okay, cool. Ja, okay. Okay, du darfst schon, Sally. Oh, danke schön. Mein Streamer der Woche ist das Biest, dem weißen Hemd. Honorius. Moment, jetzt darf ich die Zahl nicht durcheinander bringen. Wie kann man denn die Zahl durcheinander... Also ich wollte ganz sagen. Ja, ich bin anständig. Es ist Blankenschnack. 69. Was übrigens sein Geburtsjahr ist. Glaube ich nicht. Hey. Nicht sein... Ja, ist es. Ja. Nee, ja. Oh, wolltest du jetzt gerade? Auf jeden Fall. Ich nenne ihn Stefan. Ja, das ist mein Streamer der Woche. Ich schaue in letzter Zeit sehr, sehr viel bei ihm rein. Ein sehr, sehr guter Dark Souls-Spieler. Da ist er wirklich gut drin. PvP hat er viel gemacht. Streamt aber alles. Also ist, ich glaube, heute hat er Call of Duty gespielt. Er hat Mafia gespielt. Also er ist da breit gefächert. Aber ich glaube, so sein Steckenpferd, womit er wirklich richtig, richtig, da gucke ich immer zu, ist die Dark Souls-Reihe. Ja. Man darf sagen, er hat nach jetzt 2 Jahren, und er hat da sehr intensiv dran gearbeitet, hat er jetzt die Partnerschaft bekommen. Das freut mich wahnsinnig für ihn.
Und man ist da sehr gut aufgehoben. Er hat immer ein weißes Hemd an. Abgesehen von einem Tag, da hat er mal ein schwarzes. Steht ihm auch sehr gut. Es ist eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre im Chat. Er nimmt sich sehr viel Zeit, um Fragen zu beantworten, geht sehr auf den Chat ein und ist sehr, sehr community-nah. Ich mag ihn sehr gerne. Und das ist mein Streamer der Woche. Ja. Du oder ich? Mach du. Ich habe Blizzard. Ich muss nicht weiter was dazu sagen. Ich hab Livestream gehabt dieses Wochenende. Also Livestream. Real Life. Real Life Stream quasi. Fischi ist wirklich im Pool geballert, ne? Ja, Jetzt gerade, natürlich. habt ihr es gehört? Ja, meinst du das? Ich will auch. Ja, Blizzard. Ich habe es bei Twitter sogar verfolgt. Was? Tatsächlich. Ja, wie Fischi in den Pool gesprungen ist. Also What? nicht gesprungen, Jetzt gerade, aber. der ist jetzt gerade reingesprungen. Ja, aber er hat schon Fotos vom Pool gemacht. Ach so, ja. Ja, ich habe mir ein super gutes Video hier rausgesucht. Ja, willst du nicht viel zu sagen? Sonst mache ich. Nee, was soll ich dazu sagen? Ich habe halt Blizzard geguckt, also. Moment, die Links fehlen noch im Chat. Also für denjenigen, der es nicht kennt, da Blizzard, so wird's geschrieben. Und dann meiner ist der gute. Oh, das ist ein schönes Video. Das ist der gute Games Nine, auch genannt Stone. Der ist quasi jetzt der letzte Verbliebene, den ich noch nicht vorgeschlagen habe von diesen drei bis vier Konsorten. Drei bis vier muss ich sagen, weil die Biber ja zu zweit sind. Also Biber und Raupling hatte ich ja schon vorgeschlagen und der letzte, der noch fehlt, ist dieser gute Herr hier, der Games Nine. Der ist ein Top-Streamer auf jeden Fall. Die haben heute auch eine eigene Talkshow gemacht. Das ist das quasi, was wir hier gerade sehen. Und zwar um 15 Uhr. Keine Angst, ich schicke hier niemanden weg. Top-Typ, sehr, sehr sympathisch. Hat, finde ich, viel was von einem klassischen YouTuber, so ein bisschen. Der nimmt sich auf jeden Fall auch viel Zeit. Heute zum Beispiel hat er die Skyrim in Modded gespielt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob Special Edition oder die alte, aber auf Englisch auf jeden Fall, weil er da viele Mods drin hatte, die halt nicht lokalisiert waren. Hat sich die Zeit genommen, hat alles ins Deutsche übersetzt, für die Leute, die das eben nicht verstehen. Und hat eine sehr, sehr angenehme Stimme auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, sich den guten Herrn Stone oder wie er halt hier heißt auf Twitch, Games 9 anzugucken. Links sind im Chat. Und damit wäre ich das Stream Dream Team tatsächlich durch hier. Mit Vorschlägen. Bam. Bam. Das waren die Streamer der Woche. Bam. Yep. Habe ich das Schlusswort? Natürlich, du Du bist ja hast auch auch das Gast. Schlusswort, ja. Du bist heute Gast. Natürlich hast du Okay. das Schlusswort. Wer denn sonst? Ja, ich frage nur, sonst hätte ich jetzt angefangen. Da ich heute Entschuldigung. allgemein so wenig gesprochen habe, mache ich das gerade mal. Ich bedanke mich bei allen, die zugesehen haben. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, Dizzy, dass du dir heute deinen freien Tag mit uns verbringst. Sehr Ne? gerne. Das ist auch nicht selbstverständlich. Der andere war schon unterwegs im Park und du sitzt hier. Ich glaube, ihr habt traumhaftes Wetter. Ich wünsche dir noch einen guten Rückflug. Freue mich auf den. Wann kommt der Vlog? Ich mache jetzt gleich einen Upload an, also vielleicht Gut. in einer halben Stunde oder so. Nein, das war echt schön. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und allen anderen wünsche ich noch einen wunderschönen Restsonntag. Ja, Ich ich bin da sag ganz schnell. auch danke. Ich bin ein wenig erleichtert, dass das heute alles so gut über die Bühne gelaufen ist. Ich war ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat am Anfang. Da das ja alles hier von mir hier heute rausging. Aber zum Glück ohne großartige Probleme technischerweise. Von daher bin ich sehr froh jetzt, dass wir es hinter uns. Also, okay, das klingt jetzt falsch. Nicht, dass wir es hinter uns gebracht haben. Dass es halt alles gut gelaufen ist. Was Habe ich denn? vergessen zu sagen. Was denn? Glaubi, du hast einen guten Job Ach so, gemacht. weißt du ja gar nicht, hast ja gar nicht Oh, es tut gesehen. mir so leid. Das habe ich jetzt. Ich bin. Ja, ich kann auch manche Sachen nicht so gut anpassen. Du hast einen echt guten Job heute gemacht. Danke. Ich bin auch sehr froh, dass das alles geklappt hat. Also auch mit der Verbindung zu Nils. Tja, was soll ich viel sagen? Danke, dass Nils, du heute unser Gast warst.
dass du extra für uns nach Anaheim die schwere Reise auf dich genommen hast, um uns live vor Ort direkt zu berichten. Ja. Ich weiß, war nicht einfach. Komm gesund wieder nach Hause. Lass dich vom Fischkopf ne? Weiß schon. Und genau, hüpf jetzt mit einer Arschbombe in den Pool und zeig Fischkopf, wer Chef im Teich ist. Ja, sicher. Ein Wal ist ja wohl bitte mal ein kleiner Hering auch, oder was? Also ich bitte euch. Ja, es gibt immer einen größeren Fisch und so. Ganz genau. Ansonsten danke fürs Zugucken und habt noch einen schönen Abend, ihr Lieben, und bis in 2 Wochen. Bis dann. Sollen wir winken? Ja, Sind wir fertig? Ach nee, Dizzy hat Dizzy ist ja ja noch noch das dran. Schlusswort. Entschuldigung. Dankeschön, Slabby, dass du das auf dich genommen hast. Ich weiß, das ist manchmal eine Bürde. Jetzt weißt du, wie man sich fühlt an einem Sonntag und warum immer so zwischendurch. Ne? Dankeschön, es hat geklappt. Du hast keine Panik gehabt. Das war sehr schön. Dankeschön an Sali. Dankeschön an alle, die zugeguckt haben. Schaut bitte bei uns bei Twitter und Facebook vorbei. Twitter einfach vorbei und dann findet ihr auch die Links so. Den zu den anderen Leuten. Schaut bei den Streamern der Woche nochmal vorbei. Es hat mich gefreut, euch zu sehen. Ich vermisse euch. Das sollte euch klar sein. Also ich würde sehr gern streamen, aber wie gesagt, geht gerade nicht. Wir sind am Mittwoch wieder da. Den Rest, ohne jetzt Promo zu machen, geht es bei YouTube. Dankeschön an alle da draußen, dass ihr mir das ermöglicht, dass ich hier in Amerika sitzen darf und für euch das machen darf. Das sollte man auch nicht vergessen. Danke für die Einladung in den Plankenschnack. Grandios, ich würde sehr gerne nochmal wiederkommen, wenn das erlaubt ist. Und ich wünsche euch Gucken wir allen noch mal. eine angenehme Sonntagnacht. Ich springe jetzt in den Pool rein und dann fahren wir morgen nach Venice Beach, Los Angeles. Auf Wiedersehen. Gute Nacht, schlaft schön. Ich hab euch lieb und so. Und jetzt winken wir alle noch mal. Tschüss. Winke, winke. So, und jetzt muss ich euch noch leise machen. Oh, wow.